Dann fangen wir jetzt wirklich an. Thilo, fahr mal unser Intro ab. Die deutsche Filmindustrie, der deutsche Filmmarkt hat ja eigentlich keine Probleme. Das Kino steckt in der Krise. Der neueste Till Schweiger-Film, Matthias Schweighöfer hat auch wieder einen rausgebracht. Das waren ja alles glorreiche, geile Filme. Andreas, meine Eier klemmen fest. In einer großen Krise. Ich finde, die Filme sind so gut wie noch nie. Man erzählt im Prinzip den gleichen Mist noch einmal. Hollywood ohne Kreativität. Kleinste Innovation dann immer schon als Revolution feiern. Mir reicht's dann schon, wenn ich die Trailer angucke. Ich weiß nach dem Trailer, das wird mich nicht interessieren. Doch Rettung naht. Herr Schmidt, was machen Sie denn hier? Ich arbeite. Diskutieren Sie mit Hanna-Maria Heidrich, Wolfgang M. Schmidt, Hans Jessen und Thilo Jung. Dankeschön, das war der Werbeerstling des Nachwuchsregisseurs Thilo Jung, mit der er sich bei der Werbebiennale, bitte? Markus hat das gemacht, ich bitte um Entschuldigung, Markus, das hätte Thilo so nie hingekriegt, völlig richtig, wie komme ich nur darauf, das sind Vorschusslorbeeren. Komm Thilo, deine Stärken liegen, was denn? Du möchtest da hinten bleiben, gut, Thilo bleibt erstmal da hinten, dann bitte ich aber zu mir Hanna-Maria Heidrich. Und Wolfgang M. Schmidt. Hanna-Maria Heidrich ist eine der erfolgreichsten deutschen Werbefilmregisseurinnen, wohnt in Berlin und manchmal Amerika, viel für Hollywood produziert. Und Wolfgang M. Schmidt ist einer der wichtigsten deutschen Filmkritiker. Ja. Das wird die Kollegen freuen, wenn du das sagst. Ja, ja natürlich. Es ist einfach meine Meinung. Und alle, die Filmkritiken und Filmanalysen verfolgen, sei es in Zeitungen, im Fernsehen oder auch im Netz, werden zu gar keiner anderen Auffassung kommen können. Also Wolfgang M. Schmidt ist einer der erfolgreichsten deutschen Filmkritiker, derzeit auf der Berlinale unterwegs. Und wir haben uns vorgenommen, heute so bis zu 4 Stunden zu sprechen über Film, Kino, Spielfilm, Werbefilm. Ihr sollt gerne mitdiskutieren wollen, deswegen, wenn ihr wollt. Deswegen ist ein Stuhl da oben immer frei. Wer sich einschalten möchte, kommt einfach hoch, redet, fragt, wie ihr wollt. Wir hatten gedacht, dass wir 1-2 Minuten drüber reden. Wolfgang, du bist bei der Berlinale. Wie war dein Tag heute oder wie waren deine Tage bisher? Heute war mein Tag relativ kurz bei der Berlinale, damit ich hier sein kann. Ich habe nur Weiß gesehen, einen Film, der aber außer Konkurrenz läuft. Ansonsten sehe ich natürlich am Tag mehr als nur einen Film. Wie viele? Manchmal 3, manchmal 4. Gott. Und ja, dementsprechend, wenn sie dann sehr schlecht sind, dann steckt das einem in den Knochen und am Abend und man muss dann viel trinken, um zu vergessen auch. Es ist bislang sehr durchwachsen, muss ich sagen. Mhm. Also wirkliche Höhepunkte waren noch nicht dabei. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht nur mein Eindruck, weil man unterhält sich ja auch mit vielen Kollegen oder gestern habe ich mich auch mit einigen normalen Zuschauern unterhalten, die viel sich auf der Berlinale ansehen. Und auch die sind enttäuscht, dass man so viel Mittelmäßiges sehen kann oder auch so viel, wo man gar keinen Zugang zu findet und man sich auch einfach fragt, warum wurde das überhaupt ausgewählt? Ist es überhaupt sinnvoll, dass so viele Filme laufen?
laufen, hätte man sich da nicht beschränken sollen. Also es ist eine alte Kritik natürlich an der Berlinale, die man aber auch in diesem Jahr wieder anbringen kann. Und man hat so den Eindruck, als würde Dieter Koslik weder sich noch uns ein Geschenk mit seiner letzten Berlinale machen wollen. Du hast genickt. Hanna, ist das auch dein Eindruck aus eigenem Erleben oder sagst du nur, ja, kann ich mir vorstellen, dass es so ist? Ich muss leider in der Hinsicht passen, weil ich erst aus London zurückgekommen bin. Ich war letzte Woche in der Jury dort und deswegen beginnt meine Berlinale morgen. Deswegen, ich habe einige der Filme, die Außerkonkurrenz wie Weiß oder sowas gesehen, weil ich die Awardscreener zu Hause habe. Dadurch ein paar Filme von denen, die jetzt bei den amerikanischen, also bei den Oscars und sowas, die Contenders sind, die habe ich schon gesehen, aber von den Berlinale, ich sag mal gerade die Wettbewerbsfilme, kann ich gar nicht mitsprechen gerade. Wolfgang, ist das eigentlich wahr, dass die Jury manchmal gar nicht alle Filme im Kino sieht? Es scheint so zu sein. Also zumindest ist es so, dass die Jury hin und wieder dabei ist im Festspielkino, also am Potsdamer Platz im Berlinale-Palast. Und dann ist es aber auch so, dass die Jury hin und wieder fehlt, gerade oft bei den Filmen, die morgens um 9 gezeigt werden. Sie kommen also dann gerne erst zu der 12 Uhr Vorstellung. Ich glaube aber, dass sie dann die Möglichkeit haben, die im Hotel sich anzusehen. Also es ist wohl nicht so, dass sie sich die Filme nicht ansehen und dann trotzdem falsche Entscheidungen treffen. Also sie treffen die falsche Entscheidung, nachdem sie die gesehen haben, zum Beispiel im letzten Jahr. Wir wollen ja gar nicht so lange über die Berlinale reden, weil die allermeisten wahrscheinlich auch keinen einzigen Film gesehen haben. Ich auch nicht, Hans auch nicht. Deswegen schaue ich hier nur in glückliche Gesichter. Genau. Ja? Aber wir haben uns was anderes ausgedacht und das ist dein Segment jetzt. Mach mal Mats ab, Tyler. This is the Pepsi that your father drank. And his father drank before he met your grandmother. This is the first Pepsi on the moon. What? No. Okay, fine. This might be the first Pepsi on Mars. This is the Pepsi for this model. And his mom. Hi, Cindy. Show him how it's done. This is the Pepsi that was right for Ray. Uh-huh. And your Uncle Drew, who is still breaking ankles. This is the Pepsi that's back from the future. And back for one last ride. Boom. This is the Pepsi that Britney once popped. And this one is for the king of pop. This is the Pepsi for those who are forever fun. This is the Pepsi for every generation. Dieser Film lief nicht auf der Berlinale, aber beim Super Bowl 2018. Und es ist ja auch kein Spielfilm, sondern ein Werbespot. Und die Regisseurin dieses Werbespots sitzt neben mir. Hanna, ich habe mir den Werbespot angesehen und fand ihn ungeheuer gelungen in der Art, also das, was er machen soll, nämlich ein Getränk bewerben, einen Softdrink, den ich auch mag, obwohl ich das Konkurrenzprodukt mehr schätze, das sage ich an dieser Stelle. Dennoch, was interessant an diesem Spot ist, ist ja, dass wir in einer Welt leben, die kaum noch Kontinuitäten uns bietet. Also wir leben in einer postmodernen Vielfalt, die aber auch zugleich eine postmoderne Zerstreuung ist. Eine Welt, in der wir uns schwierig auf lange Traditionen noch berufen können, wo Wurzeln ständig gekappt werden, wo auch nicht mehr wir in drei Generationenhäusern leben, wo wir auch oft nicht am gleichen Ort bleiben. Wir sind sehr, sehr globalistisch auch in unseren eigenen Lebensweisen geworden, zumindest ein großer Teil, nicht alle. Und man fragt sich natürlich, was ist dann noch das, was sinnstiftend ist, was Kontinuität schafft, was noch so bleibt. Und das sind tatsächlich die Marken. Die großen Marken haben es geschafft, wie Geschwister für uns da zu sein, haben es geschafft, dass wir denken, naja, es ist doch immer so gewesen. Ja? Also der Vater trank Cola, der Sohn trinkt Cola und die Enkeltochter wird irgendwann auch Cola trinken. Alle trinken dieses Getränk gerne. Und das macht der Spot ja auf zwei Ebenen. Einmal, dass er das historisch zeigt, im Übrigen einen ganz interessanten Trick anwendet, wenn gesagt wird, und das war das erste Mal Pepsi auf dem Mars,
Und dann wird gesagt, naja, also so war es ja jetzt nicht. Was man damit tut, ist natürlich zu sagen, also wir machen keine Fake News. Also wir, aber, was heißt das? Das ist ein sehr, sehr clever, so vorzugehen. Wenn man sagt, also Moment, nee, das ist gelogen, das war natürlich nicht, wurde auf dem Mars Pepsi getrunken, dann bedeutet das, alles andere, was wir sehen, ist wahr. Und das ist eine sehr, wir springen dann zum Mond. Ja, und das ist eine sehr gute Strategie, um zu sagen, dass, also das war jetzt falsch, aber alles andere ist wahr. Und man zeigt das einmal eben mit einem Verweis auf die Historie, auf Figuren, mit denen man sich sofort identifizieren kann. Also es ist ja auch für jeden was dabei. Und dann auch nochmal in der eigenen Konzernhistorie, weil ich glaube, die sind fast 30 Jahre lang, war Pepsi dabei, immer beim Super Bowl mit einem Spot. Und sie beziehen sich dann nochmal auf legendäre Spots wie Michael Jackson oder eben Britney Spears. Oder lassen eben Cindy Crawford nochmal auftauchen mit ihrem Sohn Presley Gerber. Also das heißt, auch da hat man sozusagen diese Generation wieder aufgefangen. Das ist also eine sehr gute Strategie, um diese Kontinuität reinzubringen und um uns sozusagen in einer sehr diffusen Welt einen gewissen Anker, eine Sicherheit zu geben. Was natürlich auch sehr traurig ist, dass wir sozusagen nur noch die Marken als Identitätsstiftendes erleben. Aber als Werbefilmerin absolut clever darauf reagiert. Und hast du sozusagen diese Grundidee gehabt und präsentierst die dann? Oder vielleicht kannst du mal sagen, wie man überhaupt dazu kommt, dass man sagt, man zeigt auch gleichzeitig nochmal auf der Metaebene, das ist ja auch nochmal was, dass also auch nochmal in dem Werbespot Werbung thematisiert wird. Also die Werbung wird ausgestellt als Werbung und funktioniert natürlich gerade deshalb besonders gut. Also früher hat man einfach einen Werbespot gehabt und wir haben dann eben diese Werbung aufgenommen und jetzt markiert der Werbespot sich nochmal deutlich als Werbung, spielt also mit diesen Referenzen und wirkt genau deshalb besonders gut, weil wir sozusagen auch dadurch eine ironische Distanz haben, aber wie wir wissen, ironische Distanz sorgt dafür, also wenn ich mich nicht traue, dir zu sagen, ich liebe dich, dann ist es geschickter, ich sage, wie die Poeten sagen würden, ich liebe dich, und dann kann ich es einfacher sagen, aber es funktioniert trotzdem. Sich jeder merken, ja, ne? Guter Trick. Grundsätzlich ist so, dass man als Regisseurin in der Werbebranche nicht die Ideen selber schreibt. Also das vielleicht vorweg gesagt. Das kann Ausnahmen geben. Ich hatte auch schon mal eine internationale Trivago-Kampagne, die dann in 17 Ländern lief, die per Zufall ich geschrieben habe. Aber grundsätzlich ist es so, dass eine Werbeagentur an einen herantritt und sagt, okay, hier auf einer halben Seite skizziert, das ist unsere Idee. Hast du Lust? Interessant in der Werbebranche ist, wenn die Frage ist, hast du Lust, da mit dabei zu sein, dass das nicht bedeutet, wir geben dir den Job, sondern das bedeutet, es gibt einen Pitch, das unsägliche Pitch-Verfahren heutzutage, in dem man dann sich mit anderen zwei Regisseuren, meistens in der Regel ist es ein Pitch von drei Regisseuren, sozusagen darum bewirbt und man bewirbt sich damit, dass man eine Interpretation schreibt. Also sprich, man schreibt so, sehe ich die Tonalität. Das ist der Humor, den ich herausarbeiten will. Für mich war ein ganz wichtiger Aspekt damals, auf keinen Fall sich zu ernst nehmen, weil dem Spot, den wir hier sehen, geht voraus, diese, ich weiß nicht, wie viele das kennen, macht vielleicht Sinn, das gleich mal anzuschauen. Pepsi hatte vorher einen Spot gemacht, der ein relatives Debakel war, nämlich er hat versucht, im Grunde genommen politisch den Zeitgeist oder verschiedenste Themen, gesellschaftskritische Themen aufzugreifen und zu einem, ich sag jetzt mal, Happy-Clappy-Brei aus wir sind doch alle eine Einheit zusammenzuführen. Sprich, sie haben versucht, ein bisschen die Women's March-Demonstration, ein bisschen die Black Lives Matter-Demonstration, ein bisschen noch, okay, Islam gehört auch zu unserer Kultur, Bewegungen, also all möglichen positiven Bewegungen, die es gibt, aufzugreifen und in einen Spot zu machen und noch den sich dann überlegt, und wer ist jetzt unser Testimonial für den Spot oder wer ist der Star, den wir noch damit in Verbindung setzen könnten? Und dann haben sie zu allem Unglück Kendall Jenner gewählt. vielleicht gucken wir uns das mal an. Ja, lass uns angucken.
Gut. Ja, also ich glaube, man kann wahrscheinlich ist kurz zusammenfassend sagen, er ist wirklich selten dumm. Also es ist, ist von der Wahl von Kendall Jenner über den Versuch, all diese wichtigen Bewegungen zu banalisieren. Der Spot führte dazu, dass ein wahnsinniger Aufschrei stattfand, also Aufschrei im Internet, aber auch Aufschrei branchenintern, und die Tochter von Martin Luther King Jr. tweetete, hätte mein Vater nur gewusst, wie einfach es wäre, im Sinne von dem Polizisten einfach nur eine Pepsi geben. Und ich erwähne den Spot, weil ich glaube, es ist ganz interessant, dass Pepsi hat, also im Grunde eine 30-jährige Markengeschichte, die man sich aufgebaut hat, von auch sehr viel positiven Assoziationen, die Menschen dann zu der Marke haben, also mit so einem Spot sehr schnell sehr viel zu versauen. Also es wirklich sagen muss, hier ist ein Markenwert und man hat es wirklich verkackt. So. Mhm. Und interessanterweise ist dann, okay, was macht man danach? Also was macht man als Marke, nachdem man dermaßen im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, aber nicht auf die Weise, wie man es möchte. Und im Grunde, was Pepsi gemacht hat, ist, sie haben im Grunde gesagt, wir besinnen uns auf unsere eigentlichen Kompetenz, nämlich wir haben ein Getränk und B, haben wir eine sehr lange Geschichte und wir sind für eine sehr lange Zeit haben wir Musiker, Athleten gesponsert. Und die sind Teil sozusagen, ich sag mal, Teil unserer Markenhistorie geworden. Und im Grunde genommen war deswegen der, zurückzukommen zu der Frage, was ist der Ansatz dann gewesen, zu sagen, man kann sich jetzt nicht ernst nehmen. Also man muss im Grunde was kreieren, eine Markenbotschaft kreieren, wo man sagt, okay, wir gucken mit einem gewissen Augenzwinkern auf die Historie. Wir zelebrieren im Grunde einfach Pepsi als Teil von einem gewissen Aspekt von Popkultur. Mhm. Und in diesem Pitch war das sozusagen auch mein Ansatzpunkt, zu sagen, okay, es muss ganz stark mit Humor gearbeitet werden. Man kann, selbst die Celebrities dürfen sich nicht zu ernst nehmen. Wenn Cindy Crawford auftritt, das war, Cindy Crawford hatte vor, ich glaube 92 damals, einen sehr berühmten Super Bowl Spot, der besonders in der männlichen Zielgruppe sehr gut ankam, wie sie aus dem Auto stieg und ihr Haar so schüttelte, wie es sonst keiner kann. Und im Grunde hat man das ja jetzt nachgestellt, und selbst Cindy Crawford darf sich nicht so ernst nehmen. Und es sind all diese Aspekte, glaube ich, wo man zeigen kann, wie es eine Marke vorher versucht hat, politisch Themen aufzugreifen, wie man es nicht machen sollte. Und wie man danach im Grunde sich besonnen haben, zu sagen, okay, lass uns auf das konzentrieren, was wir wirklich Hard Facts, wir haben Künstler gefördert oder wir haben sie Künstler im Grunde genommen einfach supported. Was ist denn das Ziel von so einem Werbeclip, den du jetzt gemacht hast? Sollen die Leute am Ende denken, ich gehe mir jetzt eine Pepsi kaufen? Na, im Grunde genommen ja. Kapitalismus, ja. Sollte man sich danach eine Pepsi kaufen? Und das ich würde es so ausdrücken, das Ziel ist, wir erinnern uns alle, ist ja für eine große, breite Masse, wir erinnern uns, okay, oh, Cindy Crawford damals, die fand ich gut. Oder ich bin Basketball-Fan und denke, Uncle Drew, cool. Oder ich denke, bin Formel 1, also beziehungsweise auf amerikanische Äquivalent-Fan. Das heißt, dieses Gefühl, die positiven Assoziationen von diesen Markenbotschaftern geben mir das Gefühl, ich möchte einer von denen sein, ich möchte dieses Life sein, ich möchte dieses Lebensgefühl, was sie mir transportieren, das möchte ich auch. Und wie bist du jetzt auf diese Art von Spot gekommen? Du musstest ja auch was pitchen. Also Die haben, das zurückzukommen zu, wie läuft das in der Werbung? Grundsätzlich ist das Skript geschrieben. Das heißt, als Regisseur ist es so, dass man sich wählen kann, will ich für diese Marke arbeiten oder will ich nicht für die arbeiten? Das ist die erste Frage. Ich persönlich gehe da tatsächlich auch so ran, dass ich bei vielen einfach Nein sage. Also es gibt jetzt bei Coca-Cola zum Beispiel. Nein, ich habe zum Beispiel McDonald's, Burger King, viele Banken. Also es gibt tatsächlich viele Zigaretten, was früher noch Zigarettenwerbung gemacht wurde. Aber Zigarettenwerbung ist doch eine hohe Kunst. Ist eine hohe Kunst, aber man sieht sie kaum noch, leider. Ich glaube, da sitze ich zwischen den zwei falschen Leuten. Ich dampfe mittlerweile. Also. Erster Raucher. Ich glaube, man muss dann selber wissen, was ist eine Marke, hinter der man stehen kann und hinter der man nicht stehen kann. Für mich war Pepsi, okay, finde ich als interessante Historie. Und das Skript steht und dann als Regisseur macht man im Grunde genommen, versucht man das, was die Agentur geschrieben hat, besser zu machen. Weil als Hintergrund ist es so, ich weiß nicht, viele hier aus der Werbebranche am Ende auch sind. Im Grunde haben ja die Artdirektoren oder Texter in den Werbeagenturen nicht unbedingt einen Film, wirklich einen Filmhintergrund. Also sprich, oft
oft ist das Denken noch mehr auf Print ausgerichtet. Und natürlich ist Wissen da, aber es ist dann immer ein Prozess, wenn der Regisseur an Bord kommt oder mit die Telefonate mit dem Regisseur zu beginnen, zu sagen, okay, wie machen wir da was? Ein Film, der aufs nächste Level gehoben wird. So würde ich sagen. Die Werbung hat sich, oder die Filmwerbung hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte massiv verändert. Am Anfang war es das Herausstellen von Qualitäten eines Produktes. Hm. Nicht? Wenn für Nivea geworben wurde, wurden wir darüber informiert, wie toll das für unsere Haut ist und wie ewig jung wir damit bleiben. Schön. Das ist, glaube ich, nicht mehr das, womit heute geworben wird, sondern heute versucht Werbung, wenn ich das richtig sehe, Lebensgefühl auszudrücken und anzusprechen, sodass Menschen, die dieses Lebensgefühl haben oder gerne haben möchten, der Illusion anheimfallen, dieses Produkt verschafft mir dieses Lebensgefühl. So funktioniert ja, glaube ich, die modernere Werbung. Wir, oder der Hintergrund unseres Gesprächs ist ja auch, dass wir ein bisschen fragen wollen, was hat Werbung eigentlich zu tun mit der gesellschaftlichen und politischen Realität? Inwieweit greift sie sie auf? Darf sie sie aufgreifen? Inwieweit funktioniert das? Und wo funktioniert es nicht? Du hast ja eben bei dem ersten Pepsi-Spot schon gesagt, da wurden im Grunde sämtliche gesellschaftlich aktuellen Baustellen von der Frauenfrage über die Rassenfrage, über die Gewaltfrage, wurde alles angetippt, aber keins davon wurde in irgendeiner halbwegs seriösen Weise behandelt. Und dadurch entstand sozusagen dieses komplette Versagen. Und man fragt sich eigentlich, warum hat das keiner vorher gemerkt? Was ist deine Einstellung? Wie ist das Verhältnis zwischen gesellschaftlicher Realität, auch sagen wir gesellschaftlichen Konfliktlinien, Frontlinien und Werbung? Wie weit darf Werbung da gehen? Kann Werbung da gehen? Hast du eine grundsätzliche Position dazu? Und vielleicht sollten wir dann danach den Gillette-Spot angucken, weil das ja im Moment ein ziemlich heiß diskutierter Spot ist. Ja, ich habe grundsätzlich die Haltung, dass ich es gut finde, wenn Marken eine Haltung haben. Das ist also in der Kurzfassung in einem Satz erstmal gesagt. Also ich finde es gut, wenn Marken eine Haltung haben und sagen, können die Spots gleich anschauen, wie jetzt zum Beispiel Gillette, also als Marke einen Werbespot gemacht haben, in dem sie im Grunde genommen sagen, Männer, wir können das doch besser als viele Verhaltensweisen, die einfach uncool sind oder einfach so im Grunde genommen für mich einfach Common Sense sind, so verhält man sich nicht. So. Und im Grunde genommen haben sie einen Werbespot gemacht, wo sie das wo sie einfach nur ausdrücken, etwas, was völlig normal sein sollte. Und es ist interessant, dass es einen derartigen Aufschrei gab von bis zu Männern, die fotografieren, wie sie in Gillette-Rasierer in den Müll werfen und diese Bilder dann tweeten. Und vielleicht gucken wir ihn kurz mal an. Aber darf ich kurz einhaken? Wenn wir uns das jetzt anschauen, und es ist absolut, sie zeigen selbstverständliche Dinge, zum größten Teil zumindest, und ich frage mich aber, ob nicht genau das gerade diesen Zorn auch hervorgebracht hat, nämlich dass sie sagen, ihr für wie dumm wollt ihr uns verkaufen? Wir sind ja nicht so, dass wir irgendwie nur brutal sind. Wir sind ja nicht wie Fritz Honka jetzt in der Goldene Handschuh in dem Film, ja, sondern wir sind ja vollkommen anders. Das heißt, hier wird sozusagen etwas getan. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich erwachsenen Leuten erzähle, es ist schön, wenn man einen guten Tag sagt und sich die Hand gibt und die Tür aufhält. Also im Prinzip, glaube ich, ist dieser Spot geht sehr schief deshalb, weil er eigentlich für fast alle Männer Selbstverständliches so präsentiert als, mein Herr, jetzt müsst ihr aber erstmal lernen und bald seid ihr dann auch dort angekommen. Ja, das ist richtig. Ich glaube, da sind wir genau in der Debatte drin. Ist es überhaupt als, kann man es sich als Marke rausnehmen, Dinge, also im Grunde vorzuschreiben, wie man sich zu verhalten hat? Ob das jetzt selbstverständlich ist, dass man sich so verhält oder nicht selbstverständlich? Lass uns den Spot gucken und dann, übrigens, wer mitreden will, wie gesagt, der Platz hier ist frei. Ja, oder wer den Gillette-Spot toll findet oder ja, total beschissen, lasst es uns wissen. Also wer jetzt auf Gillette oder wer lieber Wilkinson nimmt. Ja, oder, ne? Also Gillette-Freunde sind willkommen. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I
actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says and there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing, to act the right way. Bro, not cool, not cool. Some already are. In ways big. Yo, men, for everyone. And small. I am strong. I am strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Ich fand es gerade ganz interessant, dass Sie gesagt hatten, some men already are. Also dieses Vorbild oder wie man heutzutage zu sein hat, das widerspricht ja vollkommen der Logik, was du auch gerade gesagt hast, dass die meisten Männer ja anständig und genauso sind, wie man sich das gesellschaftlich vorstellt. Aber hier wird suggeriert, dass quasi eine Minderheit schon so funktioniert, wie Gillette sich das vorstellt. Und die allermeisten hier von uns auf der Bühne und hier nicht. Und dann werden aber auch Dinge gezeigt, die ich halt auch problematisch finde, wenn die als toxische Männlichkeit, ist ja eben dieses Wort, bezeichnet werden. Also dass Jungs auf der Wiese rangeln und die Väter dann da stehen und sagen, Boys will be Boys. Ich sehe darin ehrlich gesagt kein Problem. Es ist auch nicht irgendeine essentielle Männlichkeit, die sich so immer dann ausdrückt. Aber es ist auch kein Problem, wenn Jungs das tun. Ich verstehe auch ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das hier in Berlin ist, auf dem Land ist es bei uns in Koblenz vielleicht noch anders, ich verstehe auch diese Anmachszene nicht. Also da steht eine Frau geht vorbei und er ruft ihr was zu und dann wird er sofort gestoppt von dem Mann. Also muss er, wie macht man das hier in Berlin? Man guckt, ob die bei Tinder ist oder was macht man da? Also ich frage mich wirklich bei dieser Szene, wo das Problem da ist. Na, ich glaube, dass das deine männliche Perspektive ist. Wahrscheinlich. Weil ich glaube, dass wahrscheinlich die meisten Frauen hier im Raum die Situation kennen, dass es einfach unangenehm ist, über eine Straße zu laufen. Und ich kann mir das Extrembeispiel sehen. Ich habe, als ich 16 war, in Guadeloupe gelebt, was ja einfach noch eine andere Kultur ist. Und dieses permanente Pss, 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 wenn man über die Straße läuft, ist einfach unglaublich nicht respektvoll, also unrespektvoll. Aber, es ist aber einfach, der Mann macht sich ja nur bemerkbar. Also wie soll er sich sonst bemerkbar machen? Gar naja, nicht, es oder? Ist ja einfach... Ist ja, ich frage das wirklich. Ich glaube, es gibt eine andere Weise, eine Frau kennenlernen zu wollen, als ihr Pss, Pss, oder Ähnliches hinterherzurufen. Ja, das macht er ja nicht. Also er will sie ja ansprechen. Naja, aber ich glaube, es gibt auch eine andere Weise, eine Frau anzusprechen, als sie auf der Straße ein Kompliment zuzurufen. Und ich glaube, dass das ist schon, was ich sagen will, ist, dass die Szene, und ich glaube, deswegen ist es ja so interessant, dass ich persönlich habe mir den Spot gesehen und dachte, cool. Ich finde, man kann über diese Rangelszene, stimme ich dir vollkommen zu, ich habe auch gedacht, okay, das kann man sich drüber streiten. Aber die anderen Sachen, was Werbung, glaube ich, ist am Ende des Tages ja auch ein Werkzeug, was einfach bestimmte Tendenzen stärkt oder eben schwächt. Und ich finde, was der Spot versucht zu machen ist, er versucht, ich sag jetzt mal, könnte jetzt entweder normal sein oder anständig sein, cool zu machen. Also versucht im Grunde genommen, anständiges Verhalten dem eine Coolness zu geben. Und das, wenn man jetzt auf dem Beispiel mit der Straße bleibt, ist zu sagen, hey, es ist cool, wenn du siehst, da läuft eine Frau über die Straße und der wird Catcalling, nennt man es im Englischen, ich weiß gar nicht, wie man im Deutschen sagt. Und konnte mal weiter angemacht, dass du als Typ sagst, ey, komm mal, lass das mal. So, weil es ist ein unangenehmes Verhalten, weil jede Frau, und ich glaube da, das meine ich mit der unterschiedlichen Erfahrungswert, jede Frau hat im Hinterkopf nachts hier durch Berlin laufen, man wechselt die Straßenseite, wenn jemand hinter einem läuft. Ich würde niemals nachts durch einen Park laufen. Und ich habe mal geboxt. Aber es gibt gewisse Verhaltensweisen, glaube ich, wo sich die männliche und die weibliche Realität einfach unterscheidet. Und wo ich jedem Mann auf der Straße dankbar wäre, wenn er sagen würde, lass mal.
So, und ich glaube, deswegen, vielleicht ist das der interessante Aspekt. Ich glaube, dann hätte man nur, glaube ich, auch die diese Szene als eine gefährlichere darstellen müssen, weil die ist hier im schönsten Sonnenschein in der Promenade und dort gehen die vorbei und es ist ein, wie man das hier kennt, wir sind hier in Berlin-Mitte, ein Sehen und Gesehen werden und insofern muss man das, glaube ich, nochmal anders einordnen als jetzt eine Parkszene, wo man dann dort eine Frau alleine entlang gehen sehen und dann irgendeiner sagt, ach, die mache ich jetzt mal im Dunkeln an. Ja, also, dass das natürlich nicht geht, ist ja aber ich glaube, bei Tag ist es auch nicht cool, das will ich damit sagen. Ich finde es auch bei Tag nicht cool. Ich möchte mal an der Stelle mich interessiert, wie haben wir was früher gemacht? Frauen angesprochen. Ja, das sind Betriebsgeheimnisse, die man doch nicht einfach so coram publico weitergibt. Da soll jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Wer von euch, sehr simple Frage, wer findet es eher gut, wer findet es eher doof, diesen Spot? Also wer hat eigentlich eher ein positives Verhältnis zu diesem Spot und zu dem, was seine Botschaft ist? Mögen die mal bitte einfach die Hand heben? Wenn die eine oder der andere sich traut, hinzukommen und sagen, warum das eigentlich positiv ist, sehr herzlich willkommen. Wer findet das eigentlich eher doof, wie das da gelaufen ist, gezeigt wird? Das ist ziemlich pari-pari, ne? Ziemlich. Was glaubst du denn, dass der Pitch, also was die Idee des Spots war, also was hat Gillette quasi euch Regisseuren quasi so an die Hand gegeben? Ich glaube, das, was ich eben sagte, dieses lass uns anständiges Verhalten cool machen. Lass uns, und ich glaube, da ist auch tatsächlich, es ist ja noch so, das Macho-Verhalten ist schon cool. Also das, weißt du, dieses Buddy, ich sag mal, Locker-Room-Talk und all diese Themen. Es ist heute noch cool. Nee, es ist nicht mehr cool, aber es gibt immer noch, finde ich, es gibt wenige Statements, die sagen, lass uns bewusst sagen, dass das gegenteilige Verhalten cool ist. Im Grunde gibt es unterschwellig, dass alle Leute, die das als Common Sense empfinden, was anständiges Verhalten normal ist. Aber es gibt wenig Statements, öffentliche Statements, die sagen, wir machen das jetzt cool, dass man sich anständig verhält. Und ich finde, es ist absolut richtig zu hinterfragen, braucht man das? Muss man das machen? Ist es nicht eh normal? Aber ich kann nur sagen, von meiner Erfahrung als Frau, ich finde, wir sind noch nicht so weit, als dass es normal wäre. Okay. Wer bist du und schön, dass du da bist. Hallo, ich bin Janis. Du hast vorhin gesagt, dass du das gut findest, wenn eine Marke eine Haltung hat. Und meine Frage ist, kann eine Marke überhaupt eine Haltung haben oder kann sie sie nicht nur propagieren? Und ich wähle bewusst dieses Wort, weil ich habe das Gefühl, das ist auch das Problem in diesem Werbespot. Ich habe nicht das Gefühl, das, was sie mir vermitteln wollen, hat irgendwas mit dem Produkt zu tun oder mit ihrer Firmenphilosophie. Und das finde ich auch selten bei dieser Vermittlung von Lebensgefühl oder so, und das ist mein großes Problem mit Werbung, das hat ja nichts für mich mit dem Produkt zu tun. Und wann hat wirklich eine Marke eine Haltung? Ich glaube, bei Gillette ist es interessant, dass, und ich glaube, das kann man ihnen auch in dem Sinne vorwerfen, was bei vielen anderen Marken genau das Gleiche ist, sie springen im Grunde genommen ja jetzt auf etwas auf. Also sie springen jetzt auf einen, ich sage jetzt mal, Zeitgeist auf. Und in der Vergangenheit hat Gillette, es gibt viele Werbefilme, wenn man das mal ein bisschen recherchiert, die genau ein eher gegenteiliges Macho-Bild bewerben. Und das auch im Internet ist ein bisschen recherchiert, wirklich Leute, die diese Spots eins und eins nebeneinander geschnitten haben. Und es ist völlig absurd. Aber ich glaube, warum Gillette im Grunde genommen denkt, dass sie was dazu sagen können, ist, weil sie von vornherein ein Männlichkeit beworben haben oder das Teil waren von einem männlichen Lifestyle. Also das Teil Männlichkeit ist ein sehr wichtiges Wort in der Markenbotschaft von Gillette. Ja. Es ist natürlich komplett absurd, dass eine Rasiermarke, also ich glaube, das ist das Grundnatur der Werbung, dass eine Rasiermarke sich für die Fahne schreibt, wir sind die Männlichen. Aber ich glaube, vielleicht nochmal auf die Anfangsfrage, warum ich das sagte, ich finde das gut, weil ich glaube, dass die wenn man dann sagt, die würden das nicht machen, ne? Was machen die für eine Werbung? Ich glaube, dass die Schwierigkeit mit Werbung grundsätzlich ist, dass es geht, nicht keine Haltung zu haben.
So, ich glaube, das ist keine Haltung, würde ja bedeuten, wir machen jetzt etwas, was überhaupt nichts mit unseren heutigen Themen zu tun hat. Das heißt, was jetzt zum Beispiel Pepsi gemacht hat, was Pepsi aber auch gemacht hat nach diesem, wie gesagt, Debakel mit Kendall Jenner. Aber ich würde gerade sagen, dass das hat was. Also dein Spot hat ja was mit der Wirklichkeit zu tun. Wir haben dort etwas, womit wir uns sehr stark identifizieren können. Wir haben verschiedene Figuren, mit denen wir uns identifizieren können. Es ist eine sehr heutige Ästhetik und auch ein heutiges Lebensgefühl, auch eine Art des Humors, also des ironisch nochmal gebrochenen, dass man nicht einfach sagt, oh, das scheint ein gutes Getränk zu sein, das kaufe ich mir, sondern dass man das auch schon weiß, dass es Werbung ist. Das, finde ich, hat etwas sehr Gegenwärtiges, sehr Modernes. Und hier, das hat das natürlich auch, aber so, dass ich das gesagt bekomme. Schaut her, wir als Konzern haben uns entschieden, nun auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen. Und das ist sicherlich, weil es so ungeheuer unsubtil ist, so problematisch. Denn ich würde mal sagen, das Männerbild, das dort propagiert wird, also der Mann, der auch genauso seine emotionale Seite zeigt. Wir sehen ständig in Werbespots, ob es für Banken, Versicherungen oder sonst was ist, Väter, die ihre Kinder zum Kindergarten bringen, die in der Küche stehen und kochen und so. Also wir sehen die ganze Zeit moderne Männer, aber nicht so, dass nochmal gesagt wird, schaut hierher, das ist ein moderner Mann, es gibt wenige, aber bald werden es mehr sein. Und ich glaube, das ist dieses Unsubtile, erinnert mich eher an die Werbespots der 50er Jahre, wo man noch andersrum warb und sagte, wenn Sie dieses Produkt kaufen, meine Liebe, dann machen Sie Ihren Ehemann besonders glücklich, wenn er müde von der Arbeit kommt. Und jetzt wird das einfach umgedreht, aber es bleibt in dieser ähnlichen narrativen Struktur verharren. Und ich finde es dann eben, was du angesprochen hast, eigentlich sehr interessant, eben diese Frage, kann ein Konzern überhaupt eine Haltung haben? Nun, Gillette gehört zu Procter & Gamble, überhaupt ein Konzern, der, glaube ich, so mit am meisten für Werbung ausgibt. Naja, es ist schon interessant, warum Procter & Gamble jetzt nicht mal einen Werbespot macht, wo er anspricht, was so am Amazonas läuft mit dem Regenwald und der Abholzung und so weiter. Das heißt, es ist natürlich ein sehr dankbares Thema, mit dem man sozusagen die Konzernstrukturen und auch Machenschaften, um es mal so zu sagen, nicht weiter stört. Also es ist sehr billig, das jetzt gerade zu machen. Und es ist auch auf diesen Zug aufspringen, weil das eben auch einen medialen Hype mehr produziert, als wenn sie jetzt wirklich gegen eigene Konzerninteressen, nehmen wir mal, oder sagen, wenn es wären neue Konzerninteressen, jetzt zum Beispiel sowas ansprechen würde. Es ist ein bisschen wie bei Trump. Also wenn Trump was Chauvinistisches twittert, dann ist natürlich der Skandal groß. Aber es ist schon erstaunlich, wenn jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen ja geschehen, Trumps Interessen da in Venezuela sich als nicht nur humanitär entpuppen oder wenn es darum geht, dass das Atomwaffenabkommen aufgekündigt wird, dann gibt es keine Shitstorms. Also dann passiert nicht so eine mediale Empörung. Selbst für die politisch korrektesten Trump-Gegner fühlt sich dann doch so an, als würde Hillary regieren. Ja? Und das ist eine interessante Geschichte, dass man gerade mit diesen Dingen in den sozialen Medien eine solche Aufmerksamkeit produzieren kann. Und insofern ein cleverer Schachzug natürlich. Ja, ich glaube, die Frage nochmal, was du gestellt hattest, kann eine Marke das überhaupt? Und ich glaube, ohne Frage ist dahinter natürlich ein rein kapitalistisches Ziel. Also es wäre natürlich naiv zu glauben, dass Gillette einen Werbefilm macht, weil sie die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Das ist natürlich nicht so. Aber ich glaube, was ich meinte, und vielleicht ist es sinnvoll, da nochmal einmal auf das Thema Besetzung hinzukommen, weil ich finde es gut, wenn Marken sich überlegen, was ihre Haltung in der heutigen Zeit ist. Ob sie die jetzt laut kommunizieren oder extrem laut wie in diesem Spot oder sie zumindest für sich wissen. Weil ich glaube nur, was nicht funktioniert, ist keine zu tun, als ob man neutral sein kann. Weil das sich spätestens, da hatten Thilo wir kurz am Telefon drüber gesprochen, spätestens wenn es zu der Frage kommt des Castings, also sprich, wen besetzen wir denn jetzt in unseren Werbefilm? Und selbst wenn das ein, ich sag mal, eine harmlose Geschichte ist wie der Vater, der das Kind zu Bett bringt oder sonst was, ist es ja so, dass jetzt die Frage ist, wie sieht denn dieser Mann aus? Oder wie sieht diese Frau aus? Welche Hautfarbe hat die denn? Und welche Hautfarbe hat die eher nicht? Oder welche Hautfarbe soll die nicht haben? Und meine Erfahrung in der Werbebranche ist so, dass es irre ist, wirklich irre ist, und man den Alltagsrassismus, den man in diesen Meetings, in denen man das Casting vorstellt, erlebt. Und was heißt das? Was, praktisches Beispiel. Ich würde vielleicht ganz kurz nochmal dir die Chance geben und dann, ich würde das als eigenen Punkt nämlich machen. Ja. Es ist jetzt schwierig zusammenzufassen. Also ich würde von mir aus sagen, ja, es kann ein Produkt oder ein
eine Herstellung mit einer Haltung geben. Wir hatten im Podcast vor einigen Wochen das Shift Phone, also ein Telefon, was wirklich versucht, so ökologisch wie möglich hergestellt zu werden. Und für mich ist halt, dass jetzt auch dein Pepsi-Spot für mich das Problem, er propagiert dieses Familienleben, aber ich sehe in keiner Aktion des Konzerns, dass dieses Familienleben unterstützt wird oder dass die Raumfahrt zum Mars unterstützen oder ja, sondern ich sehe, also ich bin jetzt mit Pepsi nicht bewandert, ich kenne mich zum Beispiel aber mit Coca-Cola aus und da sehe ich zum Beispiel die Probleme oder sehe ich Probleme, weil die zum Beispiel mit Monsanto zusammenarbeiten und dann ist halt für mich die Frage, ist eine Werbung da nicht eine Lüge, weil sie eben versucht, eine Haltung zu propagieren und wäre es nicht besser, die Konzerne würden eigentlich anfangen, irgendwie wirklich eine Haltung zu haben und dann wäre ja die Frage an dich, die daraus folgt für mich, ist dein Beruf nicht eigentlich überflüssig? Mhm. Ja, ich glaube, dass ja, ist eine sehr gute Frage, finde ich, weil ich sehe meinen Beruf ein bisschen wie die Markt, nicht ganz, weil im Grunde die Personen, die Skripte schreiben, also die Werbefilmskripte schreiben, würde ich sagen, sind ja die modernere Form der Marktschreie früher auf den Märkten. Also wenn man auf einen Markt gegangen ist und dann gab es da überall Äpfel und dann gab es die rufen, hey, wir haben die besonders sonnigen, die haben besonders viel Sonne abbekommen oder dann ist der andere, der ruft, meine sind viel röter oder so. Also letztlich ist das ja früher, wie es war, wenn man auf den Markt gegangen ist und das ist heute, finde ich, was die Werbung ist. Und ich finde, die Werbefilme sind vielleicht die professionalisierte Form davon, die sagen, okay, wir stellen einen Typen hin, der hat eine Schauspielausbildung. Der kann viel besser schreien als die anderen. So. Und ich glaube, dass der Beruf wäre, oder die Werbung an sich wäre überflüssig, wenn wir sagen, dass wir die Marktschreier nicht mehr brauchen. Also dass wir eigentlich auf den Markt einfach gehen können und sagen, naja, ich weiß, ich muss Äpfel kaufen, also gehe ich jetzt einfach Äpfel kaufen und ob ich die jetzt da links in der Ecke oder da hinten oder rechts kaufe, ist egal. Und das ist nicht so, ich weiß nicht, ob ich leider sagen soll, weil ich selber zwiespältiges Verhältnis habe zu der Werbung an sich, aber ich glaube, ich kann die Frage nicht beantworten, ist der Beruf überflüssig. Aber solange es nicht so ist, dass es die Marktschrei nicht gibt, ist der Beruf noch nicht so. In einem anderen Wirtschaftssystem, ganz sicherlich. In einem sicherlich. Wirtschaftssystem, ja. Genau, in einem nicht kapitalistischen Wirtschaftssystem. Wäre das so? Und so muss ja auch permanent ein Bedürfnis entfacht werden, was gar nicht so da ist. Also es sind ja eben bei vielen Produkten, dass man, also wir haben ja alle die Möglichkeit, uns zum Beispiel Duschgel zu kaufen und alles macht so in etwa sauber, also ist ja eigentlich kein Problem. Aber man muss natürlich irgendwie schauen, wie kriegt man das Produkt, ein neues Produkt, wieder an den Mann, an die Frau und muss sich natürlich damit Werbung etwas auch einfallen lassen, ein Narrativ entwickeln, ein Lebensgefühl kreieren, dass sozusagen überhaupt der Anlass besteht und man nicht dazu kauft. Es gibt ja ganz wenige Produkte, die einfach ohne Werbung funktionieren, also so Grundprodukte vielleicht, wo es eh nur 3 oder 4 von gibt, wo man nicht groß drüber nachdenkt. Also ich glaube, kaum jemand hat jetzt Mehlwerbung im Kopf, also ich zumindest nicht. Und man geht in den Supermarkt und kauft halt das Mehl und wenn man vielleicht ein Biomehl war, kauft man das, aber man denkt nicht irgendwie am Mehl, das ist so ein tolles Lebensgefühl. Ist aber auch möglich, dass das noch entsteht. Es entsteht, glaube ich, auf so einem hohen Sektor, also gerade so in der Biobranche entsteht das, wo sozusagen auch Mehl mit Aura aufgeladen wird, was wir jetzt erstmal so sagen, naja, man kauft Mehl, Zucker, Salz, da ist nichts mehr dabei, aber auch bei, also gerade in dem hohen Segment Bereicherungsökonomie nennt das ja Luc Boltanski, dort erleben wir auch, dass so Sachen wie Messer, Salz und so weiter, irgendwelche Würste werden aufgeladen mit einer Erzählung, oft auch mit einer langen Tradition, mit Herkunft, da werden ja tatsächlich große Geschichten gemacht, um dann sozusagen eine neue Begehrlichkeit zu bringen, damit die Leute nicht einfach das kaufen, das Mehl, das Salz, was sie immer schon gekauft haben. Ja. Aber sonst Mehl und Viehmehl. Du bist dran? Ja. Bisschen hingezwungen, aber... Wow, was für ein Wort. Sehr schön. Danke. Wer da merkt man den Fernsehprofi. Ja. Ich bin Sabrina und ich glaube, ich habe eigentlich eine ähnliche Haltung zu Werbung wie mein Vorredner. Deswegen nutze ich jetzt einfach mal die Möglichkeit, dort direkt anzuschließen und auch vielleicht an die letzte Folge vom Aufwachen-Podcast vielleicht anzuschließen. Denn ich sehe das tatsächlich so ein bisschen so wie mit dem, was
LebenskämpferInnen Werbung für Abtreibungen nennen, dass man für etwas wirbt, ist an sich schon verkehrt. Was wir machen dürfen, weil Werbung an sich von der Idee her zielt ja immer auf die Beeinflussung des Individuums ab. Und an sich, was wir brauchen, ist ein fairer Informationswettbewerb. Aber in dem Moment, in dem Werbung greift, ist es ja eigentlich unfair. Denn da geht es darum, wer kann sich die beste Werbung leisten oder wer findet die besten WerbemacherInnen. So, also in dem Moment ist es eigentlich schon gar nicht mehr fair. Und also wenn wir zum Beispiel, was du ja auch eben meintest, ist, dann müssen halt die Konzerne gute Produkte machen und nicht die Produkte gut bewerben. Also dass wir dann quasi, wenn wir gute Produkte haben, dann können wir darüber informieren, wie gut unsere Produkte sind, aber wir werben nicht. Das heißt, wir täuschen keine Illusion vor, sondern wir informieren einfach darüber. Und ich glaube, das kann auch helfen in Bezug auf eine Re-Regionalisierung des Marktes, dass wir sagen, wir brauchen ja gar nicht die Marke, die global Leute überzeugt, gekauft zu werden, sondern wir brauchen vielleicht wirklich in Bezug auf Nachhaltigkeit eher regionale Märkte wieder. Und da hätten wir dann halt diesen Marktplatz, von dem du gesprochen hast, in dem halt einfach informiert werden kann. Aber dieser Marktplatz ist halt nicht global, sondern eher regional oder überregional, aber trotzdem nicht global. Aber würdest du sagen, dass der regionale Markt anders funktioniert, weil mein Eindruck ist gerade beim regionalen Markt, es gab jetzt in Rheinland-Pfalz, ich glaube aber auch nicht nur dort, eine Kampagne, die hieß Heimatshoppen, wo sich also verschiedene, man hat den Heimatbegriff ja positiv aufgeladen, auch die Grünen haben das gemacht, man hat, ist auf diese Welle aufgesprungen und hat versucht, da jetzt hiesige Geschäfte und Produzenten mit ins Boot zu nehmen und hat eine sehr professionelle Werbekampagne gemacht und zugleich gibt es auch dann noch diese Premium-Produkte auf dem Land, also diesen besonderen Schnaps, diese besondere Butter, diesen besonderen Käse. Und die arbeiten eigentlich dann in ihrer Werbung so, wie man eine teure Uhr bewerben würde oder ein teures Kleid. Aber das, also kommt ja darauf an, ob du wirbst oder ob du informierst, würde ich sagen. Also wenn du ein hochwertiges Produkt hast, was auf die und die Art und Weise gefertigt ist, ist es ja was anderes, als wenn du die Illusion von einem hochwertigen Produkt hast. Und wenn du halt auf diesem regionalen Markt bist und du hast dort Produkte der einen Art und der anderen Art, dann sage ich, dann ist es eine Art von faireren Wettbewerb, dass die Konsumentinnen entscheiden können, möchte ich dieses Produkt oder möchte ich jenes? Möchte ich das, was vielleicht nur 200 Meter von meinem Haus entfernt gefertigt wurde oder möchte ich das, was, keine Ahnung, 5 Löcher mehr im Käse hat? Keine Ahnung, also du weißt, was ich meine. Ja, ich wäre nur skeptisch, ob es überhaupt so etwas wie reine Informationen geben kann. Ob nicht sozusagen gerade auch eine regionale Herkunft zu beschreiben, eben ganz stark werbenden Charakter hat und ein unglaubliches Verkaufsargument ist, weshalb sich ja auch viele Konzerne bemühen, oder zumindest Ketten sich ja gerade bemühen, Restaurantketten, nicht mehr als Ketten erkennbar zu sein, dass man denkt, ach, das ist aber schön, dass hier so ein netter Italiener aufgemacht hat. Man weiß gar nicht, dass das eine riesen Konzernstruktur dahinter steht. Insofern ist es also in meinen Augen sehr fraglich, ob es überhaupt funktionieren kann, dass man reine Informationen hat, ob es nicht viel angenehmer auch ist, wenn man mit einem gewissen Zynismus der Werbung begegnet. Das ist zum Beispiel meine Haltung, zu sagen, es ist doch auch schön, wenn man elegant und gewitzt belogen wird. Ist das nicht auch was Tolles? Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, der Germanist in mir sagt, bevor es den Begriff der Filmwerbung gab, gab es sehr viel länger den der Brautwerbung. Über Jahrhunderte. Und ich glaube, dass zu jung, erklär's mal kurz. Ich glaube, dass auch die Brautwerbung was Brautwerbung ist, ja, wo ein Mann um eine Braut geworben hat. Ja. Und ich glaube so war auch das darin, bei dir noch? Bitte? So war das bei dir noch? Du hast deine Frau so geworben. Ich glaube, auch bei dir ist das noch so, wenn du es vielleicht auch nicht weißt. Dieses Werben um einen anderen Menschen ist ja auch nicht, glaube ich, mich zu erinnern, die reine Information, sondern man versucht dann schon die Vorzüge dieses Produktes, das man dann selber isst, besonders deutlich herauszustellen und den anderen davon zu überzeugen, dass sozusagen Zielobjekt der Werbung, dass die Entscheidung für dieses Produkt die beste ist, die man überhaupt treffen kann. Das war bei der Brautwerbung so und ich glaube, es funktioniert auch bei der kommerziellen Werbung heute noch in ähnlicher Weise. Ich
möchte, bevor du drankommst, die eine Frage, die vorhin ein bisschen zurückgestellt war, aber nochmal stellen. Du hast, weil wir, also das Interessante ist ja das gesellschaftliche Verhältnis, was in Werbung und Werbefilmen deutlich wird. Das ist ja unser Thema. Du hast vorhin gesagt, es ist unglaublich, was es da auch in deiner Erfahrung an Alltagsrassismus bei Entscheidungen darüber, wie wir Werbung machen. Darauf wollte ich gleich kommen. Ich hatte nochmal zum Gillette-Spot an sich eine Frage. Erstens, warum haben wir keine schwulen Männer gesehen? Also irgendwie ein schwules Pärchen oder so weiter. Das ist mir aufgefallen. Das gehört ja dann auch zur normalen zur Normalität heute dazu. Und das andere, das würde mich von dir interessieren. Wie viel Mut gehört eigentlich zu so einer Haltung von Gillette? Also ich meine, das ist ja quasi eine Haltung, die Mehrheit der Gesellschaft ja akzeptiert und sogar gut findet. Und wir finden gut, dass es MeToo gibt. Und es ist ja nur eine kleine, wahrscheinlich meistens männliche Mehrheit, die sich darüber aufregt. Also ich fände, man sollte Gillette eher dafür beklatschen, wenn sie quasi eine Haltung propagieren, die halt noch nicht eine gesellschaftliche Mehrheit hat. Zum Beispiel, keine Ahnung, hätten sie vor 20 Jahren für die Homo-Ehe schon sich stark gemacht. Dann hätte ich gesagt, wow, Gillette, geil, das ist eine Haltung. Aber jetzt, es ist dann so auf den Zug aufspringen und wir sind halt auch da. Us too, quasi. Ja. Ich meine, absolut, es ist auf jeden Fall, springen sie auf den Zug auf. Und vielleicht um nochmal natürlich springen sie auf den Zug auf, natürlich haben sie daran ein kapitalistisches Interesse, weil wir in einem kapitalistischen System leben. Und deswegen ist auch der einzige Grund, glaube ich, nochmal auf die Frage, wäre es besser, gar keine Werbung? Klar, also ich glaube, das wäre schön, wenn wir alle nicht den Filter vor uns setzen müssten und wüssten, dass uns eigentlich die ganze Zeit nur Produkte verkauft werden wollen, die wir alle gar nicht brauchen. So, weil wir eigentlich wissen, wir brauchen eigentlich nur Mehl und Zucker, um Kuchen zu backen. Aber ich glaube, warum macht Gillette sowas? Man muss trotzdem sagen, wir, die wir hier in Berlin leben und denken, das ist absoluter Common Sense, denken, wird keine Kontroverse intern ausgelöst haben. Aber das ist, glaube ich, falsch. Weil in einem Konzern, der so groß ist, ist das und so viele Etagen, also eine Idee, die von einer Werbeagentur geschrieben wird, durchläuft ja dann tausende Etagen innerhalb dieses Konzerns. Dann gibt es, die Etage wird hier abgenickt, dann geht es eine Stufe höher, dann muss es da abgenickt werden, dann muss es da abgenickt werden, bis der Oberste das mit abnickt. Das heißt, dass all diese Gremien an Marketing-Menschen all das abgenickt haben, zu sagen, uns ist völlig bewusst, dass wahrscheinlich wir ziemlich vielen Männern ans Bein pinkeln. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das keine Überraschung für die ist, dass sie das gemacht haben. Das war vielleicht sogar das Ziel, dass sie quasi eine Woche lang in den Medien rauf und runter, vielleicht, die einen regen sich auf, die anderen finden es gut, die streiten übereinander, aber es geht immer um Gillette, um diese Werbung, die sich dann nochmal angeguckt wird. Vielleicht, wobei ich mir bei denen nicht sicher bin, ob sie diese Kontroverse so stark, ich glaube bei dem Nike Kaepernick-Spot, den wir auch noch angucken können, damit hundertprozentig haben sie es erwartet, wo ja auch die Leute die Bilder tweeten, wo sie ihre Turnschuhe in den Müll werfen. Kommen wir gleich zu. Aber ich glaube, beim Gillette war es schon noch ein bisschen der Bass, den es ausgelöst hat. Ich glaube, auf dem Ausmaß war es doch eine Überraschung. Ja, also meine Frage wurde quasi beantwortet. Ich saß so lange hier und stelle sie mal trotzdem. Wir schauen das ja alles mit einer deutschen Brille. Die ganze Diskussion, klar, schwappt viel über, dieses Gender-Thema schwappt sehr stark rüber. Und was auch sehr wichtig ist natürlich, aber in den USA sind ja noch andere Themen und du hast es schon leicht angesprochen, zwar auf weiblicher Seite, dass verschiedene Hautfarben, die Menschen haben, dass sie Diskriminierung verspüren. Und es ist ja eine absichtliche Entscheidung gewesen scheinbar, dass sie alle hier weiß sind, weiße Männer, und eigentlich in jeder Szene eigentlich ein weißer Mann irgendwas Blödes macht und der Schwarze sagt, hey, stopp mal, das ist uncool. So, und ich glaube, in den USA ist dieses Bewusstsein für Schwarz-Weiß viel stärker als jetzt bei uns, weil selbst Pepsi hat bei uns nicht so denselben Stellenwert wie Cola, und ich glaube, in den USA ist das auch eher ebenwürdig. Und es war ja auch eine absichtliche Entscheidung wahrscheinlich, auch den weißen Männern, die ja auch nicht alle Rassisten sind, ans Bein zu pinkeln. Ich weiß nicht, ob der Gedankengang, also ich sag mal so, meine Erfahrung der Gedankengang in solchen Abteilungen ist, glaube ich, dann weniger, wir pinkeln jetzt den weißen Männern ans Bein, als der Shitstorm, den wir auslösen, wenn jetzt diese komplette Reihe schwarz gecastet wäre.
der lenkt das Thema nochmal in eine andere Debatte, die an der Stelle gar nicht so gemeint ist. Ja, wenn du verstehst, was ich meine. Hätte da kein asiatisch aussehender Mann einer dabei sein können? Unter der Casting-Welt der Gentleman als Latino. Ja. Aber ich glaube, weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass die und gerade was du sagst, ist vollkommen richtig. In den USA ist das irre anders als bei uns. Also die auch die Political Correctness der Worte, die man verwendet. Also sprich, Black darf man ja gar nicht sagen. Also sprich, es wird auf jeden Fall immer African American, Hispanic. Also es gibt sehr, sehr klare Wortgebrauch, was auch schon absolut No-Gos sind. Und es ist eine ganz andere Kultur und eine ganz andere Relevanz haben diese Themen, als sie bei uns haben. Also muss man wirklich sagen. Also und ich glaube, dass auch in England, ich war jetzt letzte Woche in der Jury, wo die besten Arbeiten der Werbebranche von England 2018 bewertet wurden. Und man hat ganz klar einen Trend erkannt, dass die Themen, also Female Empowerment Themen sind. Genauso wie man ganz klar gesehen hat im Positiven, dass auf jeden Fall mehr ethnische Vielfalt, sagt man das, ne? Ethnische Vielfalt in den Hauptrollen zu sehen ist, was ein sehr guter Trend ist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, es gab einen Spot, der, finde ich, hat dieses Thema wunderbar zusammengefasst. Und zwar war das ein Spot für Female Empowerment, der sagte, schön, dass wir jetzt da alle drüber reden und schön, dass es irgendwie so viele Spots und Debatten darüber gibt. Aber eigentlich das, was wir wollen, ist, bezahlt uns einfach alle nur gleich. Und das, finde ich, trifft so den Nagel auf den Kopf, weil es geht darum, okay, es ist jetzt, ist das Thema, MeToo ist Thema. Und manche Leute haben das Gefühl, okay, warum zur Hölle reden wir da noch drüber? Weil es ist doch so offensichtlich, dass man sich so verhält. Aber also Talk is cheap, aber... Talk is cheap, ja. Das ist jetzt, glaube ich, die aber Luft. Aber das ist eine Sache, die man ja überall beobachten kann, also dass das Ökonomische eigentlich ausgeblendet wird. Ja. Also ich hätte auch gerne den Gillette-Werbespot, in dem wir sagen, wir zahlen überall so Steuern, wie es sich gehört. Machen die auch nicht, ja. Und genauso ist es eben auch bei der Gender Pay Gap, die unausgesprochen bleibt, beziehungsweise man schaut dann, ob man sie irgendwie vielleicht in der Vorstandsetage hinbekommt. Aber man möchte immer sehen, wo wird dann noch gearbeitet für diese Firma gerade und wie sieht es da mit gerechten Löhnen aus und überhaupt mit gerechten Löhnen auch für Männer sieht es da wahrscheinlich auch zum Teil sehr düster aus. Und das ist, glaube ich, jetzt ein großes Ablenkungsmanöver auch dann. Und insofern müssen natürlich die ganzen emanzipatorischen Bewegungen auch ungeheuer aufpassen, dass sie nicht insoweit inkludiert werden von diesen Konzernen, dass man ihnen quasi, es ist so wie beim Boxen des Klinischen, ja, man wird umarmt, aber eigentlich damit man sich nicht mehr wehren kann. Kredibilität letztlich wegnehmen. Und dass sie das rausnehmen und dass plötzlich alle sagen, ach, ihr seid ja wie Gillette. Und man aber sagen muss, nein, nein, eine richtige feministische Bewegung geht sehr viel weiter, als irgendwie zu sagen, ja, mit diesem Rasierer werden sie ja neuer Mann. Und das ist ein sehr großes Problem, sehe ich da drin tatsächlich. Deswegen weiß man manchmal gar nicht, ob das so gut ist, dass das ankommt. Also man kann natürlich sagen, es ist ein gutes Zeichen, dass es in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Zum anderen aber nimmt das auch den sozialen Bewegungen, die es alle gibt, etwas an Kraft. Und dann wird das Ganze problematisch. Und das ist natürlich etwas, was der Kapitalismus immer beherrscht hat. Und das ist ja auch etwas, was Marx und Engels im Kommunistischen Manifest schon ansprechen. Da sagen sie, dass im Kapitalismus alles Stehende und Ständische verdampft. Das heißt, dass auch so etwas wie eine patriarchale Ordnung nicht unbedingt an den Kapitalismus gekettet ist, sondern der Kapitalismus braucht das nicht. Der kann auch mit ganz neuen Strömungen prima zurechtkommen, vielleicht sogar besser zurechtkommen. Wir müssen uns nur mal überlegen, was unserer Wirtschaft blühen würde, wenn jetzt mal alle Frauen quasi einen Streik beschließen würden und sagen, wir wollen wieder wie in den 50er Jahren zu Hause bleiben. Ja, Deutschland würde ja total zusammenbrechen. Das heißt, der Kapitalismus ist ja sehr darauf angewiesen, zum Beispiel jetzt auch auf eine, man nennt es zum Teil She-Economy. Und deshalb muss man sich immer wieder fragen, inwieweit dann manche Dinge überhaupt subversiv sind oder gerade das befeuern, was auch verlangt wird. Und es wird eine ganz heikle Sache für diese sozialen Bewegungen, sich eben vom Neoliberalismus nicht vollkommen vereinnahmen zu lassen. Also das nennt ja Nancy Fraser progressiven Neoliberalismus, der genau das immer geschafft hat und dafür dann sorgt, dass jetzt gerade so diese ganzen Antiströmungen stattfinden, ob mit Trump oder Rechtspopulisten in Europa, die es also schaffen zu sagen, ja, mit uns gibt es hier kein Gillette und neue Männlichkeit und so, wir versprechen noch das alte Bild. Und das ist sehr, sehr problematisch, dass plötzlich soziale Bewegungen mit Konzerninteressen verquickt werden und die sich kaum aus diesem Würgegriff lösen können und dadurch auch
ja, sehr, sehr zu kämpfen haben. Ja. Ich stimme dir vollkommen zu, es ist ein ganz, ganz, ganz schmaler Balanceakt. Ich glaube nur, was die Kraft von, was man nicht vergessen darf, ist, wir, die wir hier alle in Berlin leben und in der Hauptstadt, in der Großstadt und ich glaube, sag mal auf USA bezogen, LA und New York, und dann gibt es ja diesen schönen Begriff der Flyover States, also dieses alles, was so dazwischen liegt. Und Sachsen-Anhalt. Und Thüringen. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass die Werbung eine Kraft hat. Und das ist, dass wir sie leider gleichzeitig nicht wählen können. Also sprich, dass während wir wählen können, welche Filme wir uns auf Netflix angucken, welche Filme wir uns im Kino angucken und welchen Einflüssen wir uns aussetzen, ist die Werbung ja dazu da, uns zu penetrieren. Und selbst wenn wir sie nur 3 Sekunden erst wegklicken können, werde ich trotzdem 3 Sekunden auf YouTube vorher damit penetriert. Das heißt, wenn man es über die Flyover States in Deutschland oder in USA drüber nachdenkt, dann finde ich es unter dem Aspekt gut, gewisse Themen reinzubringen, die vielleicht dort sonst noch nicht im Mainstream ein sehr viel zwiespältigeres Verhältnis haben, als sie für uns in den Großstädten die Tendenz haben. Ja, aber ist es nicht auch ein Problem, gerade bei diesem Gillette-Werbespot, dass er es so sehr ausstellt? Ich habe eben schon gesagt, es gibt ja andere Spots, die einfach eine Vielfalt zeigen, aber ohne, dass sie die deutlich machen. Ich will eine ganz kleine Anekdote erzählen, die mich damals sehr traurig gestimmt hat. Und zwar bin ich regelmäßig nach Köln ins Theater gefahren, als Karin Bayer dort Intendantin war, weil es dort hervorragendes Theater zu sehen gab. Und ich habe das sehr geschätzt, also war zig Male da. Irgendwann saß ich in Trier in einer Vorlesung und die Literaturwissenschaftlerin, die die Vorlesung hielt, sprach über Diversity in Ensembles und sagte dann plötzlich, ja, das Besondere am Schauspiel Köln ist ja, dass das besonders divers besetzt ist. Das heißt, viele Ensemble-Schauspieler haben dort einen Migrationshintergrund. Etwas, worüber ich nie nachgedacht habe, woraufhin ich aber bei jedem darauffolgenden Besuch tatsächlich anfing, Migrationshintergründe auf der Bühne zu zählen. Ich habe mir sogar die Namen angeguckt und dachte, ja, klingt nicht deutsch und so. Das heißt, ich bin plötzlich in ein quasi rassistisches Muster gefallen, weil das so transparent jetzt war und als sei das jetzt sozusagen etwas, was besonders wichtig ist, was ich zuvor als Selbstverständlichkeit angesehen habe. Insofern finde ich diese so starke Markierung immer von jetzt auch hier mit Schwarzen, jetzt auch hier mit lesbischen Frauen sehr, sehr problematisch, weil damit kommen wir nicht zu diesem Schritt der Selbstverständlichkeit, sondern markieren es immer noch stärker. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil ich diese Erfahrung selber habe, wenn ich habe Regie gemacht und habe mich immer als Regisseur verstanden, oder Regisseurin, in welchem Wort man auch immer jetzt verwendet, aber und fand es plötzlich sehr seltsam, als vor ungefähr 3-4 Jahren jetzt gesagt wird, die weibliche Regisseurin. Und das ist interessant, dass das so hervorgehoben wird, weil es für mich ja, es ist wohl jetzt ein Ding, so, ne? Aber es ist eine schwierige Debatte, weil ich auf der einen Seite, ich glaube, es ist ja am Ende des Tages, es ist ein Zweig der Quotendebatte. Findet man das gut, das hervorzuheben, oder findet man es nicht? Ich bin persönlich der Meinung, dass man muss gewisse Themen in ein Ungleichgewicht bringen, so, oder auch hervorheben, damit sie normal werden. Und so in dieser Phase herrscht ein vielleicht für viele Leute eine absurde, es ist unnötig, es zu erwähnen, aber bis eine Gleichheit erreicht worden ist, scheint es der einzige Weg zu sein. Mich würde mal bei der Besetzung, also beim Cast dieser Spots interessieren, ob es offen ist für das Unternehmen, ob wir quasi einen Afroamerikaner als Hauptdarsteller haben, als Protagonisten und im Hintergrund dann weiß, Latino, asiatisch, oder ob am Ende oder im Hintergrund alles quasi vertreten sein kann, jede Minderheit, alles Mögliche, aber der Protagonist oder die Protagonistin muss immer weiß sein. Ja, das ist das so? Nein, das ist nicht so. Und ich dachte immer, das sei so. Ich dachte, wir wohnen ja in Deutschland und irgendwie wir sind alle weltoffen und so weiter. Und bin schockiert tatsächlich auch schockiert wirklich in diesen Treffen. Es läuft in den Prozessen so ab, dass man als Regisseur ja dieses Briefing bekommt, das Skript, und dann brieft man den Casting Direktor und sagt im Grunde, so und so stelle ich mir die Leute vor, dann castet man die und dann macht man seine Auswahl und die stellt man dann dem Kunden und der Werbeagentur vor. Und ich, um jetzt vielleicht mal ein konkretes Beispiel zu nennen,
hatte letztes Jahr eine Situation, wo wir die Nadel im Heuhaufen suchten, in der Hinsicht, als dass wir einen Schauspieler suchten, der A, eine Schauspielausbildung hat, also gut ist, B, tanzen sollte er können, er sollte auch noch eine Tanzausbildung haben. Der sollte zufälligerweise Dienstag, Mittwoch nächste Woche zur Verfügung stehen, zum Casting zu kommen. Relativ gut aussehen, charmant sein und auch noch die Woche drauf Zeit haben, zu unserem Dreh zu kommen. Ne? Und wir haben nur 5 Tage Zeit, die Person zu finden. Und casteten in London, also es ist relativ, dieser Casten wie Nadel im Heuhaufen. Und ich fand eine Person, die absolut perfekt bei jeder dieser Punkte, die ich aufgezählt, einen riesengroßen Haken dahinter machte. Und war mein Favorit, den ich dem Kunden völlig begeistert vorstellen wollte. Und dieser Schauspieler war zufälligerweise schwarz. Und der, ich stellte ihn begeistert vor, wollte jetzt seine Rolle abspielen von dem Casting. Und die Kundin sagte nur, Kundin aus London, ist immer ein deutsch-britisches Unternehmen, sagte nur, den musst du jetzt einfach gar nicht zeigen, weil der Film läuft auch eine Woche in Ungarn. Punkt. Dann wird nicht, dann vorstellen, es sitzen 15 Menschen in einem Raum, sagt keiner was dazu. Und weil ich relativ allergisch auf dieses Thema bin, fragte tatsächlich auch, was heißt das? Also was bedeutet das? Und man sagte sie, ja, in Ungarn ist, der wird nicht gut ankommen, dann dieser Hauptdarsteller. So zwischen den Zeilen herumzureden, er wird nicht gut ankommen und das geht dann natürlich nicht, weil er läuft halt auch ganz kurz in Ungarn, der Film. Sorry. Und ich fand, das ist jetzt ein Beispiel von Tausenden, die ich nennen kann. Das ist aktuell, ja? Das ist von letztem Jahr, genau, Herbst letzten Jahres. Und ich finde, das ist wahnsinnig schockierend, dass, ich sag mal, die rechtsorientierte Politik eines Landes und ein kleiner Markt, jetzt mal kapitalistisch betrachtet, Ungarn ist ein kleiner Markt im Vergleich dazu, dass dieser Film auch in Deutschland und in England große Märkte läuft. Und es ist jetzt ein Beispiel davon, wo die Wahl dessen, was wir als Verbraucher dann am Ende sehen, also wer ist das Gesicht dieser Marke? Was ist normal? Also was ist, was du beschrieben hast, können wir nicht einfach Väter sehen, die zu Bett bringen in normalen Situationen? Und meine Erfahrung ist nur, dass es leider immer noch ein Kampf ist in normalen Situationen, wo es nicht bewusst das Thema gepusht wird, wo nicht bewusst gesagt wird, wir haben übrigens Schauspiel mit Migrationshintergrund, ist immer noch diese, was meine Frauen sagt, die gläserne Decke, was bei anderen Ethnien, ich weiß nicht, was der Begriff ist, aber im Grunde, wo ganz klar nicht durchgekommen wird. Das heißt, ohne uns die Rolle anzuschauen, haben wir den Backup-Schauspieler besetzt für diesen Film, der okay war, und aber nicht im Ansatzweise so gut war und nämlich im Ansatzweise auch diesen Film so gut gemacht hätte wie der andere. Aber sein Störfaktor war geringer. Sein Störfaktor war reduziert. Das ist offenbar dann doch ein Kriterium, dass da, wo Werbung eingesetzt wird, die Auftraggeber nicht nur darauf achten, wie wird unser Produkt oder die Lebenseinstellung, mit der wir das Produkt verbinden, positiv wahrgenommen, sondern vielleicht mindestens genauso darauf achten, wo müssen wir hier mögliche negative Konnotationen, und das sind im Zweifelsfall extrem konservative, reaktionäre, kulturelle Einstellungen, die dürfen wir überhaupt nicht, die dürfen wir überhaupt nicht erzeugen. Und das Vermeiden von negativer Konnotation wirkt offenbar im Zweifelsfall stärker als der positive, progressive Impuls, den man damit geben kann. Und ich glaube, das geht zurück auf, was ich zum Anfang sagte, ob ich es gut finde, wenn Marken eine Haltung haben. Und ich glaube, das Gillette-Beispiel ist ein sehr extremes Beispiel. Aber eigentlich, was ich sagen wollte mit diesem Satz auch, es geht nicht, nicht eine Haltung zu haben. Es bezieht sich immer auf diese Casting-Situation. Weil es geht als Unternehmen, wenn man sagt, wir haben keine Haltung, dann ist in dem kapitalistischen System ist dann so ein Argument wie, der Film läuft auch eine Woche in Ungarn, ist dann ja tatsächlich ein Argument. Weil es nur darum geht... Das ist so eine scheinbar Nicht-Ideologie, aber ja, in Wahrheit ist das es natürlich ist eine pure Ideologie. Genau, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man halt nicht, man kann nicht so tun, als ob wir keine Haltung haben. Und sonst wird es so bedeuten, dass wir im Grunde genommen immer nur gucken, worauf reagieren die Leute da. Und ich glaube, wo wir später noch drüber sprechen werden, auch der Brexit-Film, wenn man nur noch darum geht, worauf reagieren die Leute emotional
und das sozusagen als Spiegel nimmt, wen besetzen wir, was stellen wir dar, dann leben wir nicht in der Gesellschaft, in der ich leben will. Ich glaube, man muss da bewusste Entscheidungen treffen. Ich habe eine Zeit lang in Südafrika gelebt, vor ein paar Jahren, und da habe ich einen Werbespot für einen Wasserhersteller, wer ist das hier? Wasserversorger? Wie heißt das? Ein Wasserproduzenten. Selters, ne? Ja, Mineralwasser. Ja. Und da stand dann auch im Werbespot am Ende in Südafrika gedreht. So, wir waren eine Gruppe von 20 Jungen und Mädchen, die geknutscht haben. Es war so eine Art heiße Szene und man kann sich nur mit Mineralwasser löschen. Und den hast du jetzt uns nicht mitgebracht? Nee, will ich euch auch nicht zeigen. Aber wir waren alles Weiße. Und ich dachte mir so, also okay, hätten sie so getan, als wenn das jetzt nicht in Südafrika, sondern in den Bergen von Österreich wäre, dann könnte man es nachvollziehen. Aber warum haben sie geschrieben, wir haben es in Südafrika gedreht und alles nur weiße, junge Menschen? Ich glaube, die Absurdität ist, ich hatte jetzt im Winter gerade für eine südeuropäische Marke geworben, die nicht so weiß aussehen. Also einfach nicht keine klassisch kaukasisch, sondern man würde... Im Grunde genommen würde man sagen, man könnte in dieses Casting, um dieses Bild dieses Landes darzustellen, Hispanic einladen, Latinos, also was die Begriffe dieser Castingwelt sind. Nichtsdestotrotz habe ich das rausgebrieft und mir wurde im Grunde genommen gesagt, nee, kannst du nicht machen, die müssen alle weiß sein. Ich meine, okay, das ist ein Paar, es geht um Mann und eine Frau. Warum zur Hölle kann nicht, warum können wir nicht mixed casten? Ja, die Männer, die identifizieren sich dann nicht mit denen, mit der Rolle. Ich meine, okay, aber die sehen ja selber nicht so aus. Also, das ist so, als wenn ich sage, man hat einen, sag mal, Südeuropäer, der denkt, er sieht aus wie ich. Und, aber er sagt, nee, das ist aber das Ideal, wie sie sich halt sehen wollen. Und deswegen kann auch das Casting nicht so stattfinden, wie eigentlich die Realität ist. Und dann wird es natürlich richtig absurd. Dass es nicht mehr darum geht, zu sagen, wir bilden überhaupt das ab, sondern wir versuchen so ein quasi Pseudo-Schönheitsideal. Wer bist du? Hi, ich bin Henrik und ich wollte noch mal kurz anschließen an das, was ich sag mal Wolfgang gesagt hat, wegen der Besetzung und dem, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, dass es eine ethnisch pluralistische Besetzung ist, dass das problematisch sein könnte. Das muss ich aber als weißer Mann kritisch beurteilen, weil das ist halt das Privileg, das wir als weiße Männer haben, zu sagen, naja, für mich sind doch alle gleich oder ich sehe das gar nicht auf der Bühne, welche Hautfarbe da jetzt welche Rolle spielt. Wenn man aber aus der marginalisierten Bereich kommt, dann ist es eben genau ein Riesenproblem, besetzt zu werden, beispielsweise als Schauspieler. Ich weiß das. Und das nehme ich auch an, aber ich wollte das nur nochmal nutzen, hier die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass das sozusagen als weißer Mann immer leichter gesagt ist, zu sagen, naja, das stört mich eher, wenn ich jetzt weiß, das wird da besonders viel Aufmerksamkeit oder Wert drauf gelegt, dass es eine diverse Gruppe ist, die da auf der Bühne steht, weil uns betrifft das ja meistens nicht, die unterdrückenden Strukturen. Ich glaube, das Problem ist eher, dass nicht das, also mich stört das natürlich überhaupt nicht, mich stört, dass man es exponiert, um dadurch sozusagen die Identität, die ethnische Identität zum Thema zu machen, anstatt zu sagen, die hat ein hervorragendes Schauspielerensemble. Und das ist auf jeden Fall so gewesen. Und man kann sich eben fragen, ob das nicht eine, weil das ist ja problematisch, bei dem weißen Schauspieler sagt man, ja, ist ein toller Schauspieler. Aber wenn man anfängt, bei anderen ethnischen Minderheiten plötzlich zu sagen, erst die ethnische Minderheit betont und dann sagt, kann auch noch gut schauspielen, dann wird das eben sehr problematisch. Und das kann eben durch diese Verschiebung stattfinden. Insofern wäre ich für mehr Selbstverständlichkeit sowieso, weil die Bühne noch mehr eigentlich als der Film, weil die Bühne natürlich viel mehr mit Theatralik arbeitet und viel mehr auch mit Verfremdung arbeiten kann als der Film, der immer stärker im Realismus da ist. Die Bühne ist eigentlich der entscheidende Ort, wo Transformation stattfinden kann, wo also mit Identität radikal gespielt werden kann. Und das hat ja eine uralte Theatertradition, eben im Shakespeare-Theater, wenn Männer Frauen gespielt haben. Genauso erleben wir das ja auch heute ganz oft, wird König Lear oder wird Hamlet von einer Frau heute gespielt.
gespielt. Das heißt, auf der Bühne ist all dies möglich, weil wir sozusagen immer mit unseren Identitäten spielen. Insofern ist es für mich ein Skandal, dass man jetzt gerade auf Bühnen wieder anfängt, diese Identitätsdebatte so zu führen, dass man sagt, wir haben auf der Bühne, wir haben jetzt ein Stück, das spielen, da kommt eine türkische Figur vor und die muss auf jeden Fall ein Schauspieler spielen, der Türke ist. Was total verrückt ist, weil man auch nicht sagt, dass der König muss von einem König gespielt werden oder so. Und wenn man damit anfängt, ich finde, das darf, diese ethnische Frage darf überhaupt gar keine Rolle bei einer Rollenbesetzung spielen, weil sonst sind wir ja genau wieder da angefangen, dass wir sagen, so, wir stellen jetzt das Klischee hin und wir wollen das jetzt nochmal genauso wiederfinden. Die Bühne ist ja eben nicht die Realität, sondern die Bühne kann tatsächlich etwas anderes darstellen. Und das ist gerade eine ganz heikle Debatte, kriegt man ja auch immer bei Theatertreffen und so weiter mit, dass man immer sagt, ja, diese Figur muss natürlich von dem und dem repräsentiert werden auch, was vollkommener Unsinn ist. Jeder kann alles auf der Bühne sein. Lass mich da eine Frage anschließen, dann wollen wir nochmal den Nike-Spot bitte sehen. Ist ein Unterschied in der Besetzung, in den Castingmöglichkeiten zwischen Bühne und Film? Ist es so, das wäre jetzt meine These, dass im Theater auf der Bühne mehr ausprobiert werden kann, weil das immer eine direkte Beziehungssituation ist. Jede Bühne, auch wenn es im Fernsehen übertragen ist, erstmal ist es ein direkter Austausch für ein real vorhandenes Publikum. Da sind auch Feedback- und Kontrollmechanismen. Das hast du beim Film wesensmäßig nicht. Bedeutet das, dass Film da stärker auf Nummer sicher geht, um mögliche Irritationen, die man im Theater ausgleichen kann oder auf die man reagieren kann durch den direkten Bezug, weil man das da nicht hat. Ist also Bühne das sozusagen das experimentiermöglichere Medium gegenüber dem Film, wegen dieser Verhältnisses zwischen Akteuren und Publikum? Ich glaube, zum einen deswegen, aber vor allem natürlich, weil Film das viel teurere Medium ist. Also sprich, eine Theaterproduktion zu machen, finanziell ist jetzt im Vergleich dazu, einen Film zu machen, das finanzielle Risiko ist dann natürlich ein völlig anderes. Und das ist deswegen, es ist doch interessant, also finde ich auch bei der Debatte darüber zu sprechen, der unglaubliche, ich weiß, ihr hattet schon mal über Black Panther gesprochen, oder auch Crazy Rich Asians, dass dieser wahnsinnige Hunger von Menschen danach, einen anderen Cast zu sehen oder einen Cast zu sehen, der sie abbildet, so, dass das natürlich, dass der nicht zu leugnen ist und dass der unglaublich, ich persönlich finde das wahnsinnig wichtig, dass man bewusst das Bild, also ich sag mal, den Hautfarbenmix auf den Bildschirm, ob es in der Werbung ist oder ob es im Spielfilm ist, ganz gezielt und ganz bewusst verändert, weil einfach die Ratio sowas von absurd ist und sowas von diskriminierend ist und das an der Zeit ist da eine, also längst überfällig ist, da all diesen Talenten, die wir immer links liegen lassen, endlich die zu sehen. Also unabhängig davon, weil es menschlich das Richtige ist, aber auch, ich finde den Gedanken immer grausam zu sagen, wie viele unglaublich gute schwarze Schauspieler gibt es, die wir überhaupt nicht sehen, weil sie nicht die Chance bekommen, überhaupt zeigen zu können, was sie drauf haben, was sie ihr Talent zeigen zu können. Und das liegt sicherlich auch daran, dass wir ein sehr problematisches Verhältnis haben zu dem Begriff Identifikation. Mhm. Tatsächlich ist es in Studios und bei der Werbung, du hast das jetzt gerade beschrieben mit dem Spot, der dann in Ungarn auch gezeigt werden sollte. Also Identifikation ist etwas Entscheidendes und Identifikation wird so gesehen, dass nur mit jemandem, der so aussieht wie ich, der mein Geschlecht hat, der meine Herkunft hat, mit dem kann ich mich identifizieren. Das stimmt nicht. Auf der Bühne stimmt das sowieso nicht und ich glaube deswegen, bei der Bühne ist das schon lange, auch schon vor Bertolt Brecht, aber mit Bertolt Brecht, mit dem Verfremdungseffekt, dann sowieso offenbar geworden, dass das blödsinnig ist, dass man irgendwie meint, ich kann nur mit der Identität, die mich auf der Bühne repräsentiert, mitleiden. Und man erlebt es im Film jetzt auch. Es ist ja, ich bin kein Fan von Black Panther bekanntermaßen, aber es ist ja so, dass sehr viele
also ein riesengroßes weißes Publikum den Film gut findet und sich auch mit den Helden identifizieren kann. Genauso kann man ja auch Mitleid mit E.T. haben, ohne dass ich ein Alien bin. Ja? Also das ist ja vollkommen verrückt. Bei der Werbung ist es natürlich nochmal anders, weil diese Identifikation auch noch einmal wichtiger ist. Aber ich glaube, auch dort wird man feststellen, dass Identifikation nicht so einfach ist, dass ich in den Spiegel sehen will, sondern gerade in der Werbung zeigt man ja bei anderen Dingen auch, wie gern man ein Zerspiegeln hätte. Denn in der Regel sind die Leute, die zum Beispiel für den neuen Anzug oder so werben, attraktiver als ich es bin und ich kaufe mir ein bisschen diese Identität. Und ich muss sagen, bei aller Ideologiekritik, die ich an den Tag lege, natürlich, es klappt. Und ich rauche natürlich auch die Zigarettenmarke, mit der man sich wirklich wie ein Cowboy fühlt. Lass uns den Nike-Spot gucken. If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, good. Because calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Don't try to be the fastest in your school. Be the fastest ever. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. If you have only one hand, don't just watch football, play. And if you're a girl from Compton, become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. Ja, was waren eure Reaktionen, als ihr den Spot das erste Mal gesehen habt, wenn ihr die noch wisst? Ich fand es sehr cool, dass Nike Kaepernick gesagt hat, wir machen das. Das vielleicht erstmal vorweg gesagt. Vielleicht sollten wir kurz sagen, wer Colin Kaepernick ist. So. Das ist ein Footballspieler gewesen, glaube ich, ein Quarterback. In Amerika wird vor jedem Sportereignis die Nationalhymne gespielt, man soll eigentlich immer mitsingen mit der Hand auf der Brust und er hat sich quasi, glaube ich, so hingekniet. So aus Protest, stiller Protest und dafür wurde er bestraft. Donald Trump hat sich unter anderem bei dem Clubbesitzer seines NFL-Teams beschwert und die haben sich dann zusammengetan und haben gesagt, okay, also in der heutigen, in der diesjährigen Saison ist es so, es ist verboten. Also welcher Spieler das macht, wird sofort rausgeschmissen. Bei Kaepernick war das immer noch ein bisschen... Ist rausgeschmissen worden? Ja, genau. Aber das war die Folge dieser ganzen Kontroverse über Monate hinweg, weil sich andere auch angeschlossen haben und jetzt wurde er ausgeschlossen, die anderen, denen ist es untersagt worden. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass der Protest von ihm gegen die Polizeigewalt gegen Afroamerikaner geht. Also sprich, dass er gesagt hat, ich möchte nicht fröhlich auf dem Platz stehen und die amerikanische Hymne singen, während Polizisten schwarze Leute erschießen. Und ich fand es wahnsinnig, mich hat es sehr beeindruckt, dass eine Marke sozusagen gewählt hat, dass sie das machen, weil Kaepernick ist erstmal eine unglaubliche Persönlichkeit, aber auch natürlich wird er wahnsinnig kontrovers gehandelt, weil ich glaube, das ist in unserer Kultur auch sehr fern, aber dieser Respekt vor der Flagge ist ja in den USA doch, oder der Respekt vor der Hymne, ein sehr großes Thema. Aber da fällt mir eine sofortige Parallele ein, Mesut Özil. Es wurde immer wieder darüber geredet, wenn bei der Nationalelf er die Hymne nicht mitgesungen hat, wurde immer getuschelt. Also jetzt nicht von allen, aber es gab immer auf Twitter und überall immer so, warum singt ihr da nicht mit? Ja, und es ist, man muss sich jetzt vielleicht, deswegen sage ich, dass ich das beeindruckend fand, man muss sich jetzt vorstellen, dass eine deutsche Marke Mesut Özil nehmen würde und sagt, hör zu, wir wissen, viele haben eine sehr unterschiedliche Haltung dazu, zu seinem Abgang und zu dem Tweet, den er gemacht hat, aber wir finden es gut oder wir legen ihm die Hand auf die Schulter und sagen im Grunde genommen, wir stehen hinter dir. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut mit dem Beispiel Mesut Özil, wie kontrovers der Schritt von Nike war. Und ich persönlich finde den gut. Ich glaube, am Ende des Tages wichtig bei dem Gespräch darüber ist es immer, glaube ich, im Kopf zu behalten, es ist Werbung. Das heißt, da steht natürlich ein kapitalistisches Interesse dahinter. Und ich glaube, das Interesse, was dahinter steht, ist das Wissen, dass die Generation, wie nennt man sie, Z, ne? Generation Z am Ende des Tages
die sogenannten aktivistischen Käufer sind. Also sprich, dass es uns nicht egal ist, was eine Marke so macht. Dass es die Generation ist, die sagt, ich kaufe mir eher, also Nike ist natürlich auch gerade in der jungen Zielgruppe sehr verbreitet, zu sagen, ich finde das cool, dass sie das gemacht haben und deswegen kaufe ich mir eher Nikes. Und wir nehmen in Kauf, dass eine unglaublich große Menge an Menschen ihre Nikes verbrennen wird. Also es gibt viele Videos von verbrannten Turnschuhen. Wir nehmen in Kauf, dass auch die, ich sage jetzt mal, Polizeigewerkschaft böse Briefe schreibt, weil sie sagen, wir finden, wie zur Hölle kann eine Marke, also indirekt, weil Kaepernick dafür steht, in diese Debatte mit eingreifen und da eine Haltung zu haben. Und das ist, finde ich, das ist schon spannend in der Hinsicht, dass doch, wenn man jetzt darüber spricht, die Kraft davon zu sagen, sie stehen dahinter, macht natürlich was in der Gesellschaft. Zugleich ist Nike oder auch Pepsi oder Gillette, das sind natürlich alles Konzerne, die too big to fail sind. Das heißt, natürlich gibt es immer wieder diese Aktionen. Ich werfe jetzt meine Turnschuhe in den Mülleimer, aber man kann sicher sein, diese Leute, die das damals gemacht haben, haben wahrscheinlich jetzt schon wieder die neuen Nikes gekauft, weil es fast keine Alternativen gibt, beziehungsweise man kann dann zu Adidas gehen und die machen dann das nächste Mal so einen Spot. Das ist ja auch interessant, bei Coca-Cola war das so, parallel zu deinem Super Bowl-Spot lief ja ein Coca-Cola-Spot, der ganz klar so auf Identitäten, also egal wer du bist, wo du herkommst, welches Geschlecht du hast, alle trinken Coca-Cola, also die haben jetzt dann gerade das gemacht und insofern können die Leute hören auf Pepsi zu trinken, gehen zu Coca-Cola, dann bekommen sie da wieder die Botschaft und können wieder zurück zu Pepsi. Also das ist natürlich für diese Konzerne ganz dankbar. Ich glaube auch, dass uns das aber noch zu einem anderen Thema führt, dieser Spot, nämlich insofern, als dieser Spot ja eine große Frage aufführt, das ist ja eigentlich ein linker progressiver Protest, den er da gemacht hat mit der Hymne. Und er wäre natürlich jetzt auch das ideale Gesicht für eine linke Bewegung, aber jetzt ist er zunächst einmal auch Werbegesicht damit zugleich. Und da schließt sich die Frage an, inwieweit man heute werbestrategisch denken muss, auch als soziale Bewegung, als politische Bewegung, um in der Gesellschaft stattfinden zu können. Also das ist Wolfgang, diese große Frage, die gestellt wird, können linke Memes und sowas. Hör sofort auf zu reden, weil, und das war jetzt wirklich genial, du hast die perfekte Überleitung gemacht zu dem Spot, den wir jetzt singen werden. Da geht es genau um die Frage progressive Bewegung und Werbung. Das wird jetzt eine kleine Überraschung für einige. Okay. Welchen meinst du? Ich meine jetzt der, den du mir eben als ersten gesagt hast. Der Vodafone. We miss you. Ach so. Ja, das ist der Clip. Vielleicht magst du kurz, Hanna, alles anmoderieren. We miss you ist dein erster Clip gewesen ever? Das ist anders als die anderen Arbeiten, mit denen als Regisseur sozusagen angestellt wird, um eine mit einem fertigen Skript, wo man im Grunde nur das umsetzt, ist das eine Kampagne, die ich selber entwickelt hatte, mit dem Gefühl damals, dass... Na, jetzt kann ich nicht so viel sagen. Nee, okay. Nee. Also es ist... Ja. Es ist der Clip, mit dem deine professionelle Karriere und internationale Karriere begann. Das kann man so sagen. You leave it alone, boy. I already told you yesterday. Okay. I give you five. Hey, come here. And promise me you stay off the streets. I don't want to see you tomorrow. I promise. Here. Now take this now. Get on out of here. Move. And not on the streets. We missed you.
Sag was dazu. Mein Gedanke damals mit der Kampagne war, damals hatten es gab relativ viele Umweltspots, die eben so sagen, okay, mach das nicht, mach jenes nicht, denk dran, deinen Müll zu trennen, fahr nicht so viel im Auto. Und ich hatte das Gefühl, ich wollte eine Umweltkampagne machen, und weil mir das Thema selber sehr am Herzen liegt, und merkte, dass mich spricht es überhaupt nicht an. Ich mag es überhaupt nicht, wenn man damit erzählt, was ich zu tun habe. Und es geht auch komplett am Thema, finde ich, vorbei, weil es am Ende des Tages um unsere Beziehung zur Natur geht. Und das war so ein bisschen der Gedankenprozess, dann zu sagen, ich entwickle etwas, wo es darum geht zu sagen, die Natur vermisst uns. Die hat vielleicht einfach Bock, dass du mal wieder in den Wald kommst. Weil unter dem Gedanken, dass wenn du, wenn dir etwas wichtig ist, dann behandelst du es automatisch gut. Wenn du irgendwie deinen Freund magst, bist du zu dem nicht scheiße. Wenn du ihn nicht mehr magst, bist du nicht mehr so nett. So, und ich glaube, das ist ähnlich mit unserer Beziehung zur Umwelt. Dass wenn die uns wichtig ist, dann fangen wir automatisch aus der Emotion heraus an, unser Gefühl zu verändern. Und das war hinter der Kampagne, die dann zu einer interessant ist, dass wir wollten die eigentlich einer Umweltorganisation schenken. Also einfach sagen, hey, wir haben das hier produziert, das war eines meiner Abschlussprojekte an der Filmhochschule vor 8 Jahren. Und die sagten, nee, das wollen wir nicht. So auch nicht umsonst. Weil sie sagten, nee, wir wollen nicht mit Emotionen werben, sondern wir wollen nur mit Fakten werben. Ist interessant zu dem, was du eben sagtest. Und muss man dazu sagen, vielleicht um noch die kurze Pointe dieser Geschichte abzuschließen, dass 7 Jahre später genau diese Marke auf mich zukam und sagte, wir wollen unbedingt einen ganz emotionalen Werbefilm, kannst du uns da was schreiben? Ich hätte noch ein anderes Beispiel, vielleicht Wolfgang, magst du daran anschließen? Wenn ich noch ein Wort dazu sagen darf, ja. Das ist mir aufgefallen, wir haben natürlich eine aufklärerische Botschaft am Ende eingeblendet stehen und zugleich eine enorme Emotionalisierung von Anfang an durch die Musik, dann durch den Schnitt und natürlich auch eine Szenerie, die emotional ist. Ja, wer Bambi gesehen hat, weiß Bescheid und so. Aber das auch, glaube ich, eine Grundfrage ist bei der Werbung, die ja fast immer mit Emotionalisierung arbeitet. Hans hat es ja gesagt, bis auf die frühe Werbung, das schreibt ja Vance Packard in seinem Buch Die geheimen Verführer. Lange Zeit hat man Zahnpasta immer so mit Info beworben, was das alles für gegen Karies tut und so, bis man irgendwann merkt, ja, die Leute wollen ein Lebensgefühl, frischen Atem und so weiter, und das muss man einfach vermitteln. Das erleben wir heute. Inwieweit Werbung das dann überhaupt noch kann aufklärerisch sein, oder inwieweit wir heute dann soweit ist, dass wir auch auf Emotionalisierung setzen müssen, um überhaupt noch ein Publikum zu erreichen, was ja offenbar diese Organisation auch jetzt verstanden haben will, wenn sie dich jetzt angefragt hat. Ich glaube, dass der Weg, und da über die Themen, die wir später sprechen, Richtung Brexit, ja leider, finde ich, das Beispiel dafür sind, dass wir in unserer sehr hektischen Zeit Informationsüberfluss einfach durch Emotionen angesprochen werden, weil das die einzigen Dinge, die durchdringen zu uns. Und für mich war die Erfahrung dieser Kampagne das Schöne daran, dass weil ja diese Umweltorganisation unseren Spot nicht wollte, führte, haben wir dann eine eigene Webseite kreiert, wo es darum geht, eigentlich war nur ein Aspekt davon, dass Leute ihre Gedanken hinterlassen konnten. Und mich hat es wahnsinnig berührt, dass etwas, was ich mir in meiner kleinen Studentenkammer ausgedacht hatte, was aus meinem Gefühl herauskam, Leute Nachrichten hinterließen aus allen möglichen Ländern, die schrieben, ich weiß genau, was du meinst, ich mache erstmal meinen Laptop zu und gehe spazieren. Und das war so, wow, okay, das ist irre, der Effekt zu sagen, dass das ein 2-Minuten-Film dieses Gefühl, manche Leute daran erinnert hat, dieses, stimmt, Natur, mit der habe ich ja eine Beziehung gehabt oder habe ich eine Beziehung. Und das hat mich sehr fasziniert, im Grunde genommen an der emotionalen Kraft, aber auch der Verbundenheit letztlich von Gefühlen, die uns dann kontinentübergreifend. Und Thilo, du wolltest jetzt noch eins zeigen. Ein Satz aber noch dazu. Das Interessante ist, wir haben vorhin über den misslungenen Pepsi-Spot gesprochen. Das waren zum Teil die gleichen Symbolbilder, die du verwendet hast. Nämlich der Polizist, der hat ja hier eine tragende Rolle gespielt. Und der hatte auch in dem misslungenen Pepsi-Spot eine Rolle gespielt. Das heißt also, du hast die Ikonografie benutzt, aber sie hier in einen sinnvollen, positiv emotionalisierenden
Zusammenhang gestellt, der authentisch wirkte, während bei Pepsi das komplett schiefgegangen ist. Ja. Das bedeutet, es kommt eben nicht nur darauf an, welche Ingredienzien man reinrührt in den Topf, sondern wie auch das Rezept aussieht, mit denen man sie verwendet. Also Polizist ist nicht gut oder böse, immer Träger staatlicher Autorität, aber er kann, wie hier, dazu genutzt werden, um eine extrem hohe Emotionalität positiv überraschend zu setzen, während er beim Pepsi-Spot ins absolut Unglaubwürdige rutschte mit das Verhältnis zwischen Demonstrant und was natürlich an der Offenheit der Botschaft auch hier liegt, die viel konkreter an dem Pepsi-Werbespot ist und hiervon, dass Mutter Natur spricht oder Natur spricht, ich vermisse dich, ist das sozusagen auch erstmal mehr Common Sense, bis auf, also bei mir zum Beispiel gar nicht. Ja, ja, ich habe sofort an den Zizek-Slogan gedacht, Mother Earth is a crazy bitch. Ja. Und Mutter Natur und Vater Staat. Ja. Wir kommen mal zu einem Spot, den du gemacht hast für, wir sind zwar hier beim Telefonica Basecamp, aber für Vodafone. Und die Frage an Wolfgang, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber du kannst uns ja mal sagen, ob Telefonica so einen auch gemacht hätte. So many male presidents, so few women. Why is it so difficult for mums to get back to work after having kids? Why is it that millions of women still have no access to technology? I know, right? Why do you think of a pilot as a man and a flight attendant as a woman? Tell me about it, darling. Can someone really earn more just because of their gender? Don't worry, baby! I'm coming for you! And why are almost all the superheroes men? Cut! And why do I only get to be the love interest? Tell me, why? I have no idea. Wolfgang? Ja. Gibt es da eine Verbindung zu dem Gillette-Spot? Ich denke schon, man kann sie erkennen. Und hier haben wir aber kein Feindbild kreiert, gegen das gekämpft werden muss, sondern es werden rhetorische Fragen gestellt, weil sie eigentlich sich schon von selbst beantworten lassen, wenn man es sieht. Warum ist das eigentlich noch so? Warum sind Frauen dort nicht vertreten oder unterrepräsentiert? Insofern spricht er natürlich ein ähnliches Thema an, macht es nur nicht mit dieser Vorwurfshaltung, was sicherlich auch, also ich bin mir jetzt sicher, dieser Spot hat keinen Skandal produziert, sicherlich irgendwelche Leute. Nee, der war auch, glaube ich, was auch der Unterschied ist für den Internationalen Frauentag als Kampagne ausgerichtet. Ja, ja. Und gut, der Spot ist in seiner Deutlichkeit natürlich da. Ich muss sagen, ich liebe Filme nicht, die so stark auf mich einreden und Werbespots dann auch nicht. Beziehungsweise ich möchte lieber geködert werden. Da habe ich was für dich. Pass mal auf. Also der Renault-Spot, können wir den nicht mal zeigen? Genau. Weil ich ja Autofahrer bin, auch mit dem Auto nach Berlin gekommen bin. Ich fahre noch Diesel, ja. Aber so viele Anzüge hätte ich im Zug nicht mitnehmen können. Deswegen bin ich mit dem Auto gefahren. Und habe mich ein bisschen so gefühlt, glaube ich, wie in dem Spot. Heute kaufe ich mir ein Auto, heute kaufe ich mir einen Ford. Ich kaufe mir ein Auto, heute kaufe ich einen Ford. Ich kaufe mir ein Auto, heute kaufe ich mir einen Ford. Kaufe mir ein Auto, einen Ford. Ford, 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 Das spricht mich an.
Ich weiß. Ich glaube, das hat was mit diesem Wort Zielgruppe ich weiß, zu tun. Ich weiß natürlich, es ist Werbung. Ich weiß, die wollen mir was verkaufen. Ich weiß, auch wenn ich das Auto kaufe, wird es nicht ganz so sein. Aber zumindest an die, für die Illusion gibt man ein bisschen Geld aus. Und das ist sowieso das, was Werbung ja wunderbar kann. Und was Werbung auch sehr stark mit dem Film verbindet, eben dieses Spiel mit den Illusionen. Man hat die Möglichkeit, sich in die Hauptdarstellerin oder den Hauptdarsteller zu verlieben. Man weiß, er kommt nicht irgendwann aus der Leinwand zu einem, außer bei Woody Allen in The Purple Rose of Cairo. Aber es ist irgendwie, wenn man halbwegs aufgeklärt ist und ein bisschen Adorno und so gelesen hat, dann kann man sich einem solchen Spot ohne weiteres aussetzen. Und ja, beim nächsten Autokauf überlegt man nochmal. Also was hier deutlich wird, wenn man ein paar jetzt von deinen Spots hintereinander gesehen hat. Erstens, du erzählst gerne. Ja? Du bist ja weniger Collage als eher klassische Narration. Das ist ja ein Stück weit ein modernes Märchen, was du hier erzählst. Zweitens, du arbeitest relativ stark mit Musik. Musik sowohl emotional als auch rhythmische Setzung, die du dann auch in den Filmschnitt überträgst. Ich glaube, das sind sozusagen auch deine Herzensangelegenheiten. Und drittens, hier wie auch bei dem Telefonica-Spot, ist immer eine Ebene von Humor und Selbstkritik mit drin, die das Ganze nicht so ernst macht. Und glaube ich deswegen, und bei dir hat es funktioniert, eher eine Verführung ist als eine Belehrung. Und ich würde, du hast jetzt die ganze Zeit genickt, schön, ich möchte einen anderen Werbespot, auch einen Autospot zeigen. Kommst gleich. Welchen? Mercedes? Ja, den Mercedes und zwar nicht den Eagle. Ein Werbespot Mercedes, der 19 Jahre alt ist, und jetzt guck mal hin, Wolfgang, ob der dich auch anspricht. Und wenn du nach Hause kommst? Nicht bei dem Wetter. Bist du sicher? Nicht bei dem Wetter. Denkt sie nicht, dass du nach Hause kommst? Nicht bei dem Wetter. Ja, wirkt immer. Wir sehen hier einen 19 Jahre alten Spot, ja, wo wir Gender Equality im Übrigen drin haben. Den nimmt sich nämlich jeder, was er gerne hätte. Ja, Mann und Frau. Das ist also hochemanzipatorisch, wenn man so will. Es ist hervorragend erzählt, auf eine ganz tolle Pointe aus. Und betont natürlich das, was Autofahren auch ist. Ulf Poschert würde sagen, Freiheit. Ja, und ich glaube, diese Freiheit nimmt man sich hier raus. Insofern ein herrlicher Spot. Und ja, wer da eben klatschen wollte, soll das ruhig tun. Der war nicht von Hanna. Der war nicht von Hanna. Hier wird für Mercedes jetzt schon geklatscht. Dieser einzige Spot, der nicht von Hanna ist, bekommt Applaus. Wie findest du den, sorry noch eine Sekunde, wie findest du den Spot professionell? Der ist fast älter als du. Könnte man heute sowas so noch machen oder überhaupt nicht mehr? Ich muss sagen, ich habe ja einen sehr schlechten Winkel gehabt hier, um ihn anzugucken. Weiß ich nicht. Spricht mich jetzt nicht an, aber ich glaube, wie ich sagte, ich bin auch nicht die Zielgruppe. Ich glaube, es ist Wolfgang vielleicht eher nicht die Zielgruppe. mich spricht er nicht an. Aber das heißt nicht, dass er nicht funktioniert. Ich bin mir sicher, dass er super gut funktioniert. Ja, also er hat mindestens damals funktioniert. Und ich glaube, die Elemente, das hat man eben bei der Reaktion bei euch gezeigt. Ich habe den Spot 20 Jahre lang im Journalistentraining eingesetzt, wenn es darum geht, wie erzählen wir Geschichten und was macht Geschichten interessant? Unter anderem das, wenn man sagt, wir lenken, wir erzählen sozusagen im Gehirn des Zuschauers eine Geschichte. Vor der letzten Einstellung habe ich ja hier gehört bei einigen, oh oh, ne?
jeder meinte zu wissen, was jetzt als nächste Einstellung kommt, nämlich der Typ kommt rein und ertappt seine Frau in Flagranti mit dem anderen. Und dann ist es doch ganz anders. Und diese überraschende Wendung, das ist ja eine klassische Figur auch des großen Erzählkinos. Wir werden überrascht und wir akzeptieren es und lieben es sogar, dass wir in die Irre geführt werden, wenn es nicht bösartig geschieht, sondern mit einem ironischen Augenzwinkern. Und du hast recht, da steckt auch ein Stück weit Emanzipation drin. Da nimmt sich nicht nur der Kerl, was er will, sondern auch die Frau nimmt sich, was sie will. Das ist also eine interessante Mixed-Media-Botschaft. Und unterschwellig wird diese Art von Freiheit und Lebensgefühl eben mit dieser Karre verkauft. Das ist, so funktioniert. Wäre heute nicht mehr möglich. Ich bin durch Tempo 30 hier in Berlin mittlerweile. Ich bin total weil wir gerade bei Mercedes spät sind. Ich habe auch noch einen coolen Spot gefunden, der mich angesprochen hat als Aufwachen-Podcast-Macher in Sachen sauberer Diesel. Ja. Auch it's a Mercedes-Benz. Oh, my word. Where is it? It's gone. The new Mercedes C250 turbo diesel. Very clean. Oh. Very quick. Did you see it? No. ich würde nur einen Spot zeigen wollen und wieder von Hannah, der letzte. Aber Thilo, wollen wir? Ja. Zwischendurch doch nochmal, wie heißt es? Du kannst ja schon mal auswählen. Ich bin Filmstudent und ich habe mich, als ich mein Studium angefangen habe, habe ich mir gesagt, ist mir egal, was ich später mal mache, aber ich will nicht Werbung machen. Jetzt hast du eine sehr starke Narrative immer wieder in deinen Clips und da stellt sich für mich jetzt die Frage, wieso nicht Film, wieso nicht Kurzfilm, wieso nicht Musikvideo, wieso Werbung? Ich entwickle meine Spielfilmprojekte nebenher. Also das vielleicht aber beantwortet, für mich war nach der Filmschule die Werbung, wie ich hatte es eben Wolfgang erzählt, wie die Möglichkeit einer zweiten Filmschule zu machen. Nur in einem Rahmen, wo ich wahnsinnig viel ausprobieren kann. Also sprich, ich drehe vielleicht im Februar, darf ich einen mexikanischen Tempel in ein Studio bauen. Ja? Ich fühle mich oft tatsächlich dann wie ein Kind so in einer Schokoladenfabrik, wo man sagt, oh wow, okay, wir bauen gerade einen mexikanischen Tempel in diesen Raum. Und zwei Monate später drehe ich eine Unterwasserszene. Und weitere vier Monate später drehe ich einen Race mit dem DeLorean von Zurück in die Zukunft, was Kindheitsträume weckt. Und ich glaube, das beantwortet so ein bisschen, was ich habe selber ein sehr kritisches Bild zur Werbung und im Grunde die Fragen, die ihr stellt. Mein Wunsch wäre im Grunde genommen, dass das nicht die Dinge, die beworben werden, dass in den Konzernen dann diese Unterschiede gemacht werden. Zu sagen, okay, wir werben für Frauenrechte, cool. Wir machen wirklich ein Gleichheitsverhältnis. Aber für mich rein persönlich, also jetzt rein von Filmstudent zu Filmemacher, ist es so, dass es tatsächlich die Werbung eine Möglichkeit bietet, wahnsinnig stark sein Handwerk auszuprobieren und wahnsinnig stark letztlich sein Handwerk auch dadurch zu schärfen. Also sprich, ich habe jetzt unfassbar viel gedreht in den 6,5 Jahren nach der Filmschule. Und wenn ich nur Spielfilm gemacht hätte, gerade in Deutschland, bedeutet das, dass man im besten Falle alle 3-4 Jahre einmal am Set steht. Und jetzt kann man sich vorstellen, was dann der Erfahrungshintergrund oder auch was die Fähigkeiten dann sind zwischen einem Regisseur, der einmal alle 4 Jahre was drehen darf und dann sein Baby macht und jemanden, der natürlich, sag ich mal, permanent die unterschiedlichsten Sachen ausprobieren kann. Und für mich ist es so, dass die Werbung eine Möglichkeit ist, auch um sag ich mal, A, mein Handwerk zu schärfen, B, natürlich am Ende des Tages auch mir die Möglichkeit zu verschaffen, zu sagen, okay, jetzt mache ich einfach mal 4 Monate, schreibe ich nur an meinem Skript. Und das ist natürlich eine Freiheit, die man so erstmal, also ja, die man so erstmal haben muss. Ja. Ich habe noch einen Clip, der richtet sich an Wolfgang, den Autofahrer. Vielleicht lässt er dich überlegen, eine andere Form der Mobilität zu wählen. Und gleichzeitig spiele ich den, weil ich das Schlimmste, den ich von Hannah kenne, weil das der absolut absurdeste und unrealistischste von allen ist.
leicht anschnallen und ich hab einen Chauffeur und treffe auf jeder Fahrt einen netten Kontrolleur. Vor ihm sind alle gleich, ob Manager oder Friseur. Als ich den gestern gesehen habe, dachte ich natürlich, vielleicht doch einen Fehler gemacht, mit dem Auto gekommen zu sein, aber dann hört man die anderen Sachen, so wie es sonst auch in der Bahn manchmal zugehen kann. Und ja. Aber was war der Sinn dahinter? Warum wollte die Deutsche Bahn so einen Clip machen? Das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Je größer die Lüge, desto eher wird sie geglaubt, oder was? Ich glaube, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich glaube, das müsste man die Marketing... Also warum hat dich denn das interessiert? Warum mich das interessiert hat? Ein Tag mit Nico Rosberg und Iggy Pop abhängen im Zug. Das habt ihr in einem Tag gemacht? Nein, nein. Oh. Nein, aber Iggy Pop war einen Tag da. Es hat mich tatsächlich interessiert zu sagen, Nico Rosberg ist, finde ich, natürlich wahnsinnig interessante Persönlichkeit von dem, was er erreicht hat. Und aber auch hat, finde ich, ein Image, oder zumindest ich, den ich nicht kannte, dachte, jemand, der sehr kontrolliert ist, sehr auch durch den Beruf einfach wahnsinnig diszipliniert ist. Und die Herausforderung zu sagen, okay, wir tanzen durch den Zug. Das ist so weit weg von der Komfortzone der meisten Menschen. Und das hatte mich interessiert. Aber was wollte die Deutsche Bahn damit vermitteln? Dass man durch das schönste Land der Welt tanzend fahren kann? Nein, im Grunde genommen, es gibt verschiedene Features, es gibt verschiedene Schnitte von den Filmen, die deutlich mehr auf die Bahn-Features einziehen, als das der Schnitt jetzt gerade macht. Und die Bahn wollte an der Stelle, glaube ich, dieses Gefühl von Flow, also die Dinge, die ineinander greifen. Und weil er sagt, es hat wenig mit der Realität zu tun. Ja, ich kenne diese, ich sag mal, die Bahnkritik, muss aber sagen, dass ich tatsächlich durch diesen Job kennenlernte, ich leider die Millionenzahlen vergessen, aber wie unfassbar viele Menschen die Deutsche Bahn transportiert im Vergleich zum Beispiel zu einem Unternehmen wie Lufthansa, ein Flugzeug, wo dann das deutsche Meckern dieser Bahn so ein bisschen ins Verhältnis gerückt wird. Und deswegen aber der Flow tatsächlich, also ich sag mal, vieles läuft, doch sehr berechtigt ist. Hanna, als Selbsterfahrung gönnt man dir das natürlich, aber die Botschaft dieses Films ist doch letztlich, Leute, vergesst alles, was ihr ansonsten über die Deutsche Bahn wisst. Das ist ein Stück weit Verarschung, objektiv. Isn't it? Weiß ich nicht. Also ja, weiß ich nicht. Nee, kann ich so nicht sagen, weil ich meine, das ist das, was ich sage, dass ich weiß, dass es so ein bisschen das deutsche Hobby ist, über die Bahn zu meckern. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich diesen SWOT gemacht habe, sondern... ich habe weitestgehend sehr positive Erfahrungen. Ich finde das unglaublich entspannend, bei meinen vielen Flugreisen Bahn zu fahren. Ich finde das wahnsinnig. Wenn sie kommt. Wenn sie kommt. Aber ich glaube, es lohnt sich tatsächlich vielleicht wirklich mal die Statistiken anzuhören, wie viele transportiert werden im Vergleich zu Lufthansa und wie, wenn man dann doch denkt, wow, okay, das sind ganz schön... Aber wenn man auch schaut, wie schlechter es geworden ist, also wie viele Verbindungen nicht mehr da sind, in der Anstalt wurde das ja jetzt mal sehr genau aufgedröselt, dann ist das ja auch nicht einfach eine persönlich subjektiv empfundene Erfahrung. Also ich habe auch schon Glück gehabt, aber tatsächlich ist es ja schlechter geworden, zudem die extrem hohen Kartenpreise, wo man natürlich weiß, dass sich eine Familie das nicht leisten kann und ins Auto steigt und fährt. Also deswegen hatte ich das, ja... Du bist bei dem Bahnspot spontan nochmal hochgekommen. Ja, das hat aber gar nichts mit der Bahn zu tun. Also ich habe in letzter Zeit eher positive Erfahrungen gemacht, aber davon ganz abgesehen. Ich würde gerne nochmal an die Frage von meinem Vorredner anschließen, wie eben auch schon. Ich hätte das auch noch gefragt, hätte er das jetzt nicht gefragt. Und wollte mal so ein bisschen vielleicht eine Analogie in den Raum stellen, die vielleicht etwas hinkt, aber egal. Ich zum Beispiel studiere Soziologie und möchte später in der Wissenschaft arbeiten. Und du hast ja quasi gesagt, du hast in der Werbebranche besonders viele Spielräume, quasi deine Kreativität auszuleben, eigenes auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und so weiter und so fort. Ist ja klar, denn da ist ja, wo das Geld ist. Wenn jetzt Herr Seehofer zu mir kommen würde oder das Innenministerium und sagen würde, machen Sie doch mal eine Studie und erklären Sie uns, warum Flüchtlinge uns oder geflüchtete Personen uns die Arbeitsplätze wegnehmen, dann würde ich ja auch sagen, nein, danke, auch wenn vielleicht hinter einem Auftrag des Innenministeriums viel mehr Geld liegt, als wenn ich mir irgendwie mit meinen eigenen Geldern das probieren zusammen
irgendwie zu schustern. Und dann kann ich aber eine unabhängige Studie zu Integration und Migration machen. Also ich weiß, es hinkt etwas, aber vielleicht macht es auch ein bisschen deutlich. Meinst du die Frage, wie kann man überhaupt in der Werbung arbeiten? Also eigentlich gefragt letztlich. Das hatte ja quasi der Vorredner auch so leicht angedeutet als Frage. Also trotzdem ist man ja, also du sagst, dort gibt es viele Möglichkeiten für dich und ich freue mich auch für dich, wenn du dort irgendwie viel ausprobieren kannst, aber trotzdem muss man das ja auch moralisch dahinter stehen. So wie ich nicht Auftragsforschung machen würde, jetzt mal so in 15 Jahren Vorwort gedacht, würde ich auch keine Auftragsbevölkerungsbeeinflussung machen. Ja, ich finde diese Frage, kann man in der Werbebranche arbeiten, ist im Grunde genommen ja völlig berechtigt. Und ich finde auch, also vielleicht so gesagt, ich habe mir selber sozusagen sehr viele Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, oder es ist ein Thema, ohne Frage. Ich glaube aber, dass halt in dem System, in dem wir leben, was, ob man es gut findet oder nicht, kapitalistisch ist, ist die Frage, wofür setzt man seine Skills ein? Das Beste wäre für was Soziales. Deswegen ist gut, dass du studierst. Das Beste wäre, wenn Ärzte und so weiter, wir werden Krankenschwestern, Lehrer. Wenn man das nicht ist, wenn man seinen Beruf woanders sieht oder seine Berufung, dann bedeutet es, finde ich, der Unterschied in der Werbung zu arbeiten nicht anders, als wenn man sagt, man arbeitet jetzt bei O2. Man im Grunde genommen auch sagt, oder bei jeglicher anderen Marke, bei jeglichem anderen Unternehmen, weil man im Grunde genommen einfach in dem Moment sozusagen bei dem System mitmacht. Und das ist fragwürdig, ob man das tun soll, stimme ich vollkommen zu. Ich für meinen Teil finde für mich meine Mitte, dass ich sage 90% der Sachen, die reinkommen, ab und mache bei dem Rest, wo ich das Gefühl habe, da kann ich als Marke dahinter stehen. Ich mag die Bahn zum Beispiel, sage ich zu. Und das ist mein Weg sozusagen damit. Ich glaube, den muss jeder für sich selber definieren. Hi, ich war noch, Entschuldigung, ein bisschen krank, ich war noch bei dem Bahnspot. Ich meine, also ich weiß nicht, ob ihr das nicht so gesehen habt, aber ihr habt euch ja gerade gefragt, worum es da eigentlich geht. Und ich muss sagen, ich fand den eigentlich recht gut, den Spot, und auch sehr selbstironisch. Ich weiß nämlich, dass die Bahn ein enormes Problem mit der Wagenreihung hat. Deswegen wollte ich das Geheimnis lüften, weil sie eben zu wenig Fahrer haben und tatsächlich nachts nicht das Personal haben, um die Züge zu wenden. Deswegen rückwärts in die Bahnhöfe reinfahren. Ne? Und das war ja eben genau dieser Claim oder auch dieser Clou am Anfang mit der Anzeige auf dem Smartphone. Und dann musste er einmal durch den ganzen Zug, um an seinen Wagen zu kommen. Und also ich denke mal, das war der eigentliche Clou. Also somit schon eigentlich ganz sinnvoll aufgelöst, fand ich. Und auch durchaus selbstironisch, gerade bei dem Personalmangel und so. Was natürlich völlig unrealistisch ist, ist, dass es eigentlich keinen anonymeren Ort gibt als den Zug, wo jeder auf seinen Rechner startet oder E-Book oder Smartphone. Und da natürlich die Bahn als, ich meine, es ist ja unglaublich privilegiert, man muss unglaublich privilegiert sein, um Bahn zu fahren, gerade ICE, und da eben so eine kulturelle Diversität gezeigt wurde, das ist natürlich total unrealistisch. Aber ich meine, so generell sehe ich da schon eine Selbstironie und fand ich eigentlich ganz gut. Also wollte ich nur mal kurz lüften, das Geheimnis. Vielleicht noch ganz kurz, die Bahn ist ja ein Staatsunternehmen, was hat sowas gekostet? Kostet Nico Rosbeck da mehr als die ganze Produktion? Ich habe keine Ahnung, was Nico Rosbeck gezahlt wird. Also das sind Zahlen, die ich überhaupt... Und die Produktion an sich, weißt du, wie teuer sowas ist? Ich versuche mich zu erinnern, aber ich glaube, ich dürfte das auch tatsächlich nicht sagen an der Stelle. Und vielleicht weiß sie es. Also, da schreibt man so ein bisschen Geheimhaltungserklärung. Okay, jetzt habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin hier hoch. Hey, wer bist du? Nele, hallo. Ja, hallo Nele. Ich wollte erst mal sagen, ich finde es total interessant, dass ihr jetzt bei dem Deutsche Bahn Clip sofort draufgegangen seid, ist das überhaupt realistisch und ist das nicht irgendwie falsch dargestellt, und bei dem Nike-Vortrag vorher komplett auf die Schiene, oh, das ist toll, und die nehmen diesen Football-Spieler mit rein und zeigen dieses Revolutionäre, obwohl, und da habt ihr diese Marke an sich, diese Nike-Marke an sich gar nicht so betrachtet, also bei Nike oder jetzt, was vorher auch angesprochen wurde, bei Coca-Cola oder ich weiß es nicht, wie es bei Pepsi ist, aber
diese Marken sind ja auf keinen Fall ohne Tadel. Und da fand ich, ich wollte nur kurz sagen, dass ich es total interessant fand, wertfrei formuliert, wie ihr jetzt bei der Deutschen Bahn auf diesen Aspekt irgendwie ein bisschen eingegangen seid. Also ich wollte es nur sagen, ich habe gedacht, das muss ich jetzt loswerden. Und ja. Aber das ist sehr, sehr, sehr richtig. Und das war auch zu beobachten bei dem Gillette-Spot in der ganzen Debatte, ist, dass es zum Teil viele Texte gab, die sagen, ja, gehört zu Procter & Gamble. Wir wissen ja, aber, und jetzt reden wir lieber über das andere. Also das heißt, bei den Konzernen ist so allen klar, die sind ja eigentlich problematisch. Amazon ist problematisch, Google ist problematisch. Aber das ist so sehr da, dass man sagt, naja, aber jetzt wollen wir auch mal wieder Spaß haben. Während man hier sozusagen bei einem etwas kleineren Unternehmen und wo sozusagen jeder auch direkte Erfahrungen insofern hat, wir alle haben mal einen verspäteten Zug oder das E-Ticket klappt nicht und all das. Deswegen können wir uns an diesem Konzern besser abarbeiten und uns interessiert natürlich überhaupt nicht oder fast gar nicht, was irgendein Konzern mit den Regenwäldern anstellt, was der im Kongo verloren hat oder so. Das heißt, deswegen ist dieser Bezug so stark da und ich glaube, da muss man auch wirklich nochmal sich selbst auch immer das ins Bewusstsein rufen, dass diese Konzerne ganz große, schlimme Strategien verfolgen. Nicht nur was einzelne Projekte anbelangt, sondern der Erfolg dieser Aktienkonzerne beruht auf Ungleichheit in allen möglichen Belangen. Und wenn man das nicht mitreflektiert, dann kann man eigentlich gar nicht darüber reden. Also dann blendet man die Welt aus. Das ist ein bisschen, wenn man als Meeresbiologe über Fische redet, aber nicht einmal mitreflektiert, dass sie im Wasser schwimmen. Ja, ja, ja. Also deswegen fand ich diese Anmerkung von Nele auch, da fühle ich mich sehr getroffen und zwar zu Recht. Dankeschön. Vielleicht abschließend eine Sache noch, bevor wir die Werbung abschließen. Ich glaube, eine Sache, die man nie vergessen darf, ist, dass am Ende des Tages wir alle die Kaufentscheidung haben oder wir alle entscheiden können, was wir da am Ende des Tages mit unterstützen wollen oder auch nicht mit unterstützen wollen. Also sprich, wenn man sagt, okay, deswegen finde ich das bei Gillette ist auch das gute Beispiel zu sagen, okay, ich finde es doof, dass sie das so geworben haben, dann möchte ich das auch verbalisieren, dann muss aber die Konsequenz auch sein, dann kauf auch nichts mehr davon. Und ich glaube, das ist das Beispiel jetzt, wo eine Werbung einen ärgert, aber es ist natürlich auch das Beispiel dafür zu gucken, was eben, ich glaube, der Filmstudent-Kollege angesprochen hatte, das Ideal wäre natürlich, dass alles, was beworben wird, dass das in die Unternehmen reingeht. Und ich glaube, wenn man ganz konkrete Hinweise hat, wo man weiß, so ist Dinge, die einem nicht passen, die nicht so sind, dann muss die Konsequenz sein, dass man das Produkt wechselt. Eigentlich wären wir mit dem Thema Werbung durch, aber du sitzt da und hast jetzt natürlich das Wort. Das ist nett. Ich bin Christian von Detektor FM. Ich habe eine Frage noch. Wir haben jetzt immer so über Werbung gesprochen. Sind die Marken wirklich so oder ist Gillette jetzt besonders feministisch? Aber das ist ja nur so ein Spot, den die machen. Ne? Es ist ja nicht so, dass jetzt Gillette anfängt, ganz viele feministische Projekte zum Beispiel zu sponsern, sondern die machen diesen einen Spot. Und der spricht dann manche an. Könnte man nicht perfide sagen, dass vielleicht so ein bisschen wie als das damals mit Trump und Cambridge Analytica so rauskam, dass das Beste für die Marken wäre, für jeden einen Spot zu machen. Also einen für den Feministen, aber auch einen für den Rechtskonservativen, der seinen Sohn schlägt, damit dann der eben auch den Rasierer kauft. Also zum Beispiel bei Videospielen haben wir das ganz oft, dass sie sagen, die Sachen sind nicht politisch, obwohl sie politisch sind, damit Leute, die Linker denken, sagen, ah okay, das sind weibliche Hauptcharaktere, also ist das schon irgendwie doch was Politisches wahrscheinlich, aber die anderen sehen das dann gar nicht. Also wäre nicht aus kapitalistischer Sicht ist eigentlich gut, verschiedene Spots zu machen. Und erlebst du das vielleicht auch? Also, dass man dann sagt, okay, für die Ukraine machen wir dann halt einen anderen Spot, wo dann ein weißer Schauspieler drin ist. Das Schlimme ist, das gibt es tatsächlich. Also nicht in dem, ich kenne das nicht so, dass es auf dem gleichen Markt gemacht wird. Also im Sinne von nicht, wenn es für Deutschland natürlich Schnitte. Aber es gibt so auf jeden Fall Kampagnen, die kontinentübergreifend sind. Ich habe jetzt selber noch auf keiner gearbeitet, deswegen habe ich kein konkretes Beispiel, aber bei der man verschiedene Schauspieler mitcastet und dann sozusagen Schauspieler zum Teil gleiche Szenen spielen, weil sie in unterschiedlichen Märkten gezeigt werden. Also sprich, das einfachste Beispiel wäre jetzt ein Film, der vielleicht in Deutschland laufen soll und in Asien. Und da soll jetzt einfach ein asiatischer Hauptdarsteller sein, damit das läuft in
Japan, die Japaner sich mit identifizieren, wohingegen in Deutschland soll es ein deutscher Schauspieler sein oder deutsch aussehender Schauspieler sein, damit sie Deutsche mit identifizieren. Das wäre jetzt die harmlose Variante davon, aber ja, das ist eine perfide Frage, wenn man sie sich weiter durchdenkt. Danke, und du hast auch ohne das zu wollen und zu wissen, aber danke dafür, wieder eine Überleitung gemacht durch den Hinweis auf Cambridge Analytica. Die spielen nämlich auch in Brexit, The Uncivil War, eine Rolle. Bevor wir da gleich einen kleinen Trailer sehen, Thilo hatte ja die Hausaufgabe gestellt, möglichst viele sollen versuchen, sich diesen Film anzugucken. Wer von euch hat den Brexit-Film in der einen oder anderen Form gesehen? Können die mal die Hand heben? Na, doch, immerhin. Das sind ja auch Winterferien. Ja, das sort. Okay, es gibt einen kleinen, es gibt einen Trailer dazu, und dann wurde ich verdonnert, meine Hausaufgabe, eine Filmkritik dazu zu machen. Ich würde gerne eine ganz kurze Zwischenfrage stellen, weil ich habe noch eine letzte Frage zur Werbung, wenn wir jetzt das Thema ändern. Also ich kann wieder hau rein, komm. Was mich, und das ging mir auch... Wer bist du? Hallo, ich bin Yannick. Ich mache gerade ein Praktikum in der Werbefirma, also das ist... Alles Fragen, die mich gerade sehr bewegen. Was mich bei der Kaepernick-Nummer und der Gillette-Nummer interessiert hat, ist, dass das natürlich immer, man behandelt Probleme, aber ich studiere Geschichte, und meiner Meinung nach liegt eine der Ursachen für diese Probleme ja oft in finanzieller Ungleichheit in der gesamten Gesellschaft. Und jetzt sind das aber Werbefilme für Aktiengesellschaften, und die Hauptbesitzer dieser Aktien sind wahrscheinlich gar nicht so daran interessiert, dieses Problem anzugehen. Aber andererseits weiß ich das auch nicht genau. Wie wahrscheinlich schätzt du es ein, dass es möglich ist, auch mal einen Werbeclip über finanzielle Ungleichheit zu machen? Glaubst du, das könnte irgendwann passieren, oder glaubst du, das ist einfach in den Hierarchien, in den Unternehmen komplett verboten? Ich glaube, das ist diese Utopie, die ich anfangs fragte, also auf die Frage, fände ich es gut, wenn Unternehmen eine Haltung haben, und meine Antwort, ja, ich fände es gut, ist genau das, dass ich meinte, ich fände es gut, wenn ein Unternehmen, wie man vielleicht früher bei einem traditionellen Familienunternehmen sagte, dass es sagt, ich, war das nicht mal bei, ist Doktor, nicht Dr. Oetker, sondern HIP. HIP, nicht bei HIP, HIP, genau. Ja. HIP, wo quasi sich ein Mensch mit einem Namen und einem Gesicht hinstellt und sagt, ich bürge für die Qualität dessen, was ich herstelle. Und eigentlich finde ich, ist das, so sollte eigentlich ein Konzern funktionieren. Dass man sagt, ich bürge für die Qualität, und ich bin auch bereit, mit meinem Namen dafür zu bürgen, mit meinem Gesicht dafür zu bürgen. Und das ist meiner Meinung nach natürlich das Problem dessen in unserem kapitalistischen System, dass es halt nur noch um Gewinnmaximierung geht. Deswegen die Chance, dass so ein Werbeclip gemacht wird, bestimmt als Social, also gibt es bestimmt auch. Es gibt ja auch Social-Werbeclips. Sicherlich nicht von einem Konzern aus. Ne? Genau. Also ein Konzern, der vielleicht noch irgendwie soziale Ungleichheit antreibt, aber der wird jetzt nicht sagen, enteignet oder so. Das kann man nicht. Man kann natürlich Konzerne finden, die sozusagen als Aushängeschild haben, dass sie faire Arbeitsbedingungen haben oder dass sie in Deutschland produzieren. Trigema wäre ja der Fall, die mit dem Affen immer werben, auch ein genialer Einfall. Warum hat er das gemacht, der Krupp? Weil ein Affe billiger ist als ein Schauspieler. Tolle Idee, er ist halt Schwabe. Und der wirbt natürlich sehr stark damit, dass in Deutschland produziert wird, dass jeder Angestellte, alle Kinder der Angestellten die Möglichkeit haben, eine Ausbildung im Betrieb, glaube ich, zu machen. So war es zumindest immer. Und sowas findet man dann schon. Aber dass diese Ungleichheitsfrage, die der Kapitalismus ja braucht, also um überhaupt zu funktionieren, dass die in Frage gestellt wird und dann noch von einem Konzern, das wäre vielleicht eine Guerilla-Strategie. Einfach dann bei so einem Super Bowl mal was anderes zufällig in den DVD-Player dann reindrücken. Dankeschön. Jetzt wechseln wir ein bisschen das Thema, in dem wir in Wahrheit die ganze Zeit schon sind. Wie ist nämlich, und Werbung ist dann eben auch ein Stück weit eine Form von Kurzfilm, wie ist das Verhältnis von filmischer Umsetzung, Darstellung und gesellschaftlicher Realität? Konkret, kann Spielfilm es schaffen, sehr aktuelle gesellschaftliche Realität, und Brexit war und ist ja nun mal eine,
so umzusetzen, dass es A, spannend ist und B, aber dem historischen Sachverhalt immer noch gerecht wird. Das soll jetzt unser nächstes Thema sein. Fahr mal ab. Everyone knows who won, but not everyone knows how. We are about to ask the biggest question a nation has asked itself in a generation. In or out? Things are going to get pretty nasty. I will get us across the line whatever way I can. Dominic Cummings is an egotist with a wrecking ball. We have to hack the system. Hack it? You turn up for 5 minutes and you think you know the lot. This is just a game to them, but the risk to you... There's no risk, there's nothing to lose. 3 million extra voters that the other side have no idea exist. You are kidding me. This should be an amicable contest. War. Total war. They can say anything they want with zero consequences. Trumpets, please. Let's take back control! Come on. There is a new politics in town that you cannot control. Benedict Cumberbatch in a new feature-length drama, Brexit, the Uncivil War. Ja, das war der Trailer und jetzt sollte ich eine Filmkritik dazu machen. Das ist überhaupt nicht meine Baustelle, deswegen, und das kann ich überhaupt gar nicht so, wie Wolfgang das aus dem Handgelenk und mit Stichworten macht. Deswegen bitte ich um Gnade, auch dafür, dass ich das aufgeschrieben habe und jetzt einfach vortrage. Also bitte gib mir diese 3,5 Minuten. Wenn die Berichte über die Rezeption des Brexit-Films in Großbritannien, wo er am 7. Januar auf Channel 4 ausgestrahlt wurde, Channel 4 ist öffentliches Fernsehen in Großbritannien, aber über Werbung finanziert, die haben da so eine Doppelstruktur. Wenn diese Berichte zutreffen, dann zeigen die Reaktionen auf den Film eine ebenso gespaltene Gesellschaft, wie sie im Brexit-Votum selbst und auch erst recht in der seitdem folgenden Diskussion schon deutlich geworden ist. Das würde ich dann schon als ein erstes Qualitätsmerkmal werten wollen. Der Film geht jedenfalls da, wo er spielt, in Großbritannien, den Menschen offenbar nicht am Arsch vorbei, sondern wird zustimmend oder ablehnend als relevant empfunden. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, ist bei einer Filmkritik vielleicht ungewöhnlich, aber hier muss es sein, die Zuschauerquoten waren so, diesen Film haben 1,1 Millionen Menschen gesehen. Das ist keine schlechte Zahl, aber es ist auch nur ein Fünftel der Zahl, die am selben Abend bei ITV und BBC ein Drama und ein Fußballspiel gesehen haben. Ein Fünftel. Wenn reales Zeitgeschehen filmisch umgesetzt werden soll, und zwar nicht journalistisch oder dokumentarisch, sondern fiktional, was jeder Spielfilm ja immer ist, dann stellt sich die Frage, wie wird das reale Geschehen und vor allem, wie werden dessen innere Triebkräfte in sinnlich nachvollziehbare Form gebracht? Dramatisierung, die sich bei einer realen Stoffgrundlage, wie also hier gegeben, in einem Spagat befindet, den der erfundene fiktionale Film so nicht aushalten muss. Das ist neben der zeitlichen Nähe zum realen Ereignis eine weitere Komplikation dieser Art von Film, aktuell gesellschaftsbezogener Spielfilm. Diese doppelte Herausforderung will der Film Brexit bewältigen, indem er das Making-of der Leave-Kampagne thematisiert und es auch personalisiert, indem er das real existierende Mastermind der Kampagne, den Politikberater Dominic Cummings, zur filmischen Hauptperson macht. Angelegt als Heldenfigur mit dämonisch düsteren Zügen, für die Benedict Cumberbatch eine zuverlässig funktionierende Besetzung darstellt. Er spielt immer solche Rollen. Das dramaturgische Setting ist eigentlich relativ klassisch und fast konventionell. Der Hauptfigur stehen Widersacher gegenüber, nämlich die Macher der Remain-Kampagne. Die Hauptfigur wird außerdem begleitet von Nebenrollen im eigenen Lager, die es auch in der politischen Realität gab, wie Nigel Farage oder Boris Johnson. Wie gesagt, das ist ein klassisches Setting, das alle dramaturgischen Möglichkeiten eröffnet, die ebenso klassisch konventionell fast genutzt werden, bis hin zu ethischen Diskursen über Schuld und Verantwortung. Das ist ordentliches Handwerk, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
Zentrum der Erzählidee ist zum einen, dass Cummings von Anfang an eine emotionalisierte Kampagne entwickelte, die nach den hoffnungs- und angstbesetzten Sehnsuchtskern der Menschen suchte, die außerhalb vom festgefügten Ja-Nein-Lagern standen. Dazu nutzte er, im Gegensatz zu den traditionell arbeitenden Remain-Konkurrenten, auch die Möglichkeiten von Social Data. Aus dieser Kombination von genialischer Intuition der Hauptfigur, symbolisiert im Slogan Take Back Control, den er wundersamerweise in seiner endgültigen Form fasste im Zusammenhang mit Schwangerschaftsvorbereitung bzw. Geburtsvorbereitung für seine hochschwangere Frau, da fand er das. Und technozistischer Datenherrschaft symbolisiert im Versprechen, wir liefern euch 3 Millionen Wähler, von denen die anderen nichts wissen. Nur über Social Data. Daraus resultiert im Film letztlich der Erfolg der Brexiteers. Die Figuren auf der politischen Bühne von Johnson über Cameron bis Farage sind zwar alle auch da, aber in dieser Erzählung sind sie eigentlich eher Randfiguren. Und genau hier stoßen, finde ich, Bewertungskriterien aneinander und auch gegeneinander. Der Film liefert nämlich eine Menge Material zum Nachdenken, was da eigentlich tatsächlich passiert im Brexit-Verlauf, der ja in Wahrheit ein tiefer Spaltungsprozess der britischen Gesellschaft war und ist. Die für mich stärkste Szene des Films ist die, als in der Diskussion in einer klassischen Focus Group, mit denen Sozialforscher arbeiten, die Diskussion zwischen Gruppenmitgliedern über die Wahrnehmung ihrer eigenen sozialen Lage in einem dramatischen Crescendo mündet, das Verunsicherung und Verlorenheit exemplarisch zuspitzt. Ich finde, allein wegen dieser Szene ist der Film das Ansehen dann eben doch wert. Zum Material des Nachdenkens, das der Film dankenswerterweise liefert, gehört natürlich auch der Blick auf die Möglichkeiten und Missbrauchsmöglichkeiten von Big Data als manipulative Tools. Das ist alles wahr. Das wissen wir auch seit Obama und Trump. Und dennoch, wie weit ist es wahr? Liefert dieser Film nicht auch eine verlockend einfache Erklärung, wie Bewusstseinsbildung und politische Entscheidungen zustande kommen und vielleicht einfach so gemacht werden können? Wem Verschwörungstheorien helfen, sich ein Bild von der Welt zu machen, wie sie angeblich funktioniert, der könnte hier dankbar zugreifen, wenn er sich auf die Kombination von Dämon und Daten fokussiert. Von der englischen Filmkritik ist Brexit überwiegend ziemlich positiv gerankt worden, meist 4 von 5 Sternen, wenn man sich mal auf die Sternekategorien einlässt, was nicht deine Lieblingsvorstellung ist. Eine Kritikerin aber gab nur 2 Sterne mit einer interessanten Begründung. Sie nannte den Film verantwortungslos, weil die politischen Akteure, die Camerons, Johnsons und Farages, eben eher als kloneske Trottelfiguren dargestellt würden und damit ihre Bedeutung und Gefährlichkeit im politischen Prozess völlig unterschlagen würde. Das ist, finde ich, eine sehr berechtigte Kritik an diesem Film. Der zeigt aber immerhin, ja, das fiktionale Kino kann politische Gegenwartsfragen seriös aufgreifen und behandeln. Insofern mehr davon und am besten noch besser. Ja, ich glaube, ich muss dich abwerben hier von Jung und Naiv zur Filmanalyse. Hast du Zeit? Nein, lass uns über die... Nee, aber es ist wunderbar auch schon diese Grundprobleme des Films auf den Punkt gebracht, aber auch die Szene, die du rausgreifst, die stärkste ist, haben Thilo und ich uns eben noch unterhalten und waren uns sofort einig, ja, das ist ja die stärkste Szene des Films. Und diese Frage, wie werden eigentlich Politiker dargestellt, das ist etwas, was man jetzt immer wieder natürlich finden kann und was natürlich sehr nah auch an gewisse Verschwörungstheorien rückt, dass man sagt, das sind nur noch die Clowns oder die Marionetten und es gibt andere Mächte im Hintergrund, die eigentlich agieren. Hier ist es nun jetzt dieser unglaubliche Stratege, der das macht. Jetzt gerade nächste Woche läuft ein Film in den Kinos an, der heute auf der Berlinale Premiere hatte, Weiß, also über Dick Cheney, wo im Prinzip auch George W. Bush, am Ende sogar auch Rumsfeld und einige andere als Idioten dargestellt werden, die nichts begreifen, während Dick Cheney sozusagen der eigentliche, der schweigsame Mann ist, der alles lenkt. Und
natürlich gibt es solche Figuren auch und natürlich gibt es solche Strategen, die enorm intelligent sind und den meisten Politikern was voraus haben, weil das zeigt man natürlich, indem er da so provinzielle Geister denkt, die irgendwie sagen, ja, welche Flyer machen wir dann am liebsten? Und er sagt mal, ja, wir sind in der Digitalisierung angekommen. Das gibt es natürlich. Zugleich ist natürlich dieser so starke Fokus auf diese Figur problematisch, weil sie eigentlich zeigt, da ist einer, der macht sozusagen die Politik des Landes und die anderen sind nur noch die Marionetten dieses Strategen, was ich nicht glaube. Also ich würde dem Film jetzt keine 4 von 5 Sternen geben. Wenn wir bei den Sternen wären, würde ich, glaube ich, 2 vergeben. Ich habe ihn zweiteilig gesehen, einmal mal vor 2 Wochen mir die Hälfte angeguckt und habe dann vorgestern mir die andere Hälfte angeguckt und ich hatte schon wieder vergessen, was die erste Hälfte war. Also habe ich alles nochmal geguckt und habe dann festgestellt, also so toll ist dieser Film nicht. Die stärksten Szenen sind diese Peer Groups und weil da so viel zusammenkommt. Also ich habe da nochmal realisiert, wie die Remain-Kampagne eigentlich, was sie für eine Aufgabe hatte, nämlich welche Menschengruppen, welche Leute man eigentlich zusammenbringen musste. Also bei den Leaves waren sie alle einig, ist alles scheiße, EU ist schuld und oder wir haben jetzt einen Sündenbock und können endlich mal denen da oben was zeigen. Aber was konnten die Remainer denen da oben zeigen oder wie konnten sie ihren Frust ausdrücken? Das war nicht klar und darum war das waren die besten Szenen. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass ich eine überlange Folge Stromberg gucke. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Also diese ganzen Büroszenen und irgendwie Benedict Cumberbatch hat quasi den Stromberg gespielt, ohne die Jokes natürlich. Das fand ich schwierig. Ich fand auch, wenn ich ehrlich sein muss, dass Cumberbatch in diesem Cast, und das kann natürlich sein, dass ich mit der deutschen Brille darauf gucke, weil ich die anderen Schauspieler so nicht kenne, aber Cumberbatch hat mich gestört. Also ich habe die ganze Zeit Benedict Cumberbatch gesehen. Ich habe nicht quasi einen unbekannten Schauspieler gesehen, der mir jetzt zeigt, wer Dominic Cummings ist und ob ich mich mit ihm beschäftigen sollte. Ich habe gar kein Interesse daran, mich mit Dominic Cummings weiter zu beschäftigen, weil Cumberbatch mich nicht interessiert. Also das war das und ja, wir können ja über andere Szenen später noch reden. Was hast du von dem Film gehalten? Um aufs Punktesystem zu kommen. Nein, ich fand, mir stand die Form des Films ein bisschen im Weg zum Inhalt. Also mich hat die sehr hektische Schnittweise, die ja, glaube ich, dieses Getriebene des Charakters mir nahe bringen wollten, stand für mich, hat mich nicht den Charakter näher gebracht, sondern es hat mir genau im Weg gestanden. Deswegen fand ich es, ich habe mich gestresst gefühlt, während ich den Film geguckt habe. Das heißt, dieses Gefühl hat sich übertragen, aber es hat mir nichts dazugegeben. Das heißt, aus rein filmemacherischer Hinsicht hätte ich mir gewünscht, dass ich mehr als Zuschauer respektiert oder in die Hand genommen werde und mehr auch die Möglichkeit bekommen, die Motive der Charaktere zu verstehen. Ich glaube, das ist aus filmerer Hinsicht, aber auch aus inhaltlicher Hinsicht, habe ich Dominic Cummings Motivation, warum macht der Typ da mit, bis zum Ende nicht verstanden und musste mir dann selber zusammenreimen. Vielleicht hat ihm einfach jemand eine Herausforderung gegeben und er wollte beweisen, dass er sie kann. Oder er wollte beweisen, er hat, ich sag mal, die Freude am Spiel. Und das ist so, ich weiß nicht, wie ihr das, die den Film gesehen haben, mit was ihr rausgegangen seid, was eigentlich seine Motivation war, diese Kampagne anzuleiten und da zum Erfolg zu kommen. Erinnerst du dich an die letzte, also weiß nicht, ob das die letzte Szene war, aber diese fiktive, es hat ja nicht stattgefunden, diese parlamentarische Befragung, wo er dann nochmal antwortet. Und da habe ich mich gefragt, okay, ist das denn sein Antrieb gewesen? Okay, er hat ja gesagt, dann der Westen, alle westlichen Nationen sind visionslos, wir haben keine Vision mehr für unsere Zukunft, was hier alles stimmt. Und er wollte quasi das System, er sagte, das System ist kaputt und ich habe euch jetzt die Chance gegeben, durch den Brexit und was ich mit geschafft habe, dass es ein Reset gibt, aber ihr seid alle so doof und habt das System einfach neu rebootet. Ihr habt die gleiche Software quasi nochmal hochgefahren. Und da war ich dann wieder so, jetzt mag ich den Film dann doch, weil das sind ja genau die Lehren, die wir nicht gezogen haben. Und die ziehen wir immer noch nicht. Also die Wahl von Donald Trump, die auch meinetwegen das Erstarken der AfD oder der Brexit, wir haben immer noch nicht verstanden, dass wir tatsächlich in neuen Zeiten leben und vielleicht war das auch die Message des Films. Ich weiß es nicht.
gewisserweise fast eine hoffnungsfrohe Message, wenn man sagt, es ist also möglich, etwas völlig anderes zu machen. Es hätte ja auch in eine komplett andere Richtung gehen können. Es gibt ja nur einen kleinen Seitenhieb mal, wo gesagt wird, ja, mit diesem Social Data System, also direkt Leute zu adressieren, auch Leute zu adressieren, die vorher nie adressiert wird, auch personalisiert zu adressieren und nicht mit irgendwelchen abstrakten Spots. Das ist ja etwas, was Obama ja ins Weiße Haus gebracht hat. Und da haben wir das ja auch wenn wir das vielleicht zum Teil nicht genau wussten, aber wir haben das ja alle bejubelt und beklatscht, dass der Yes, we can, der schafft das. Und man muss sich natürlich da fragen, inwieweit es also ein Hoffnungsschimmer gibt, dass man tatsächlich das auch für anderes nutzen kann. Oder stellt sich hier die Frage, darf man das nicht? Weil es ist ja im höchsten Maße manipulativ, was da spielt, noch viel stärker als das, was wir jetzt mit offiziellen Werbespots gesehen haben, die zwar überall sind, die aber zugleich eben mich nicht jetzt da bei meinem innersten Bedürfnis abholen, weil sie das kennen, sondern sie treffen es vielleicht zufällig oder nicht. Wie du sagst, eben die Mercedes-Werbung spricht mich nicht an, mich spricht sie an. In einer Welt, die so organisiert wäre, hätte man für dich eine Werbe gefunden, die dich anspricht und dich für Mercedes begeistert. Und insofern ist das immer manipulativ. Und das ist für mich auch diese große Frage, wenn wir ja über Populismus diskutieren. Und es gibt ja auch eben linke Theoretikerinnen, zum Beispiel wie Chantal Mouffe, die sagt, wir brauchen eigentlich einen linken Populismus, um dem rechten Populismus etwas entgegenzuhalten. Eine sehr kluge Politologin, die sich stark auf Carl Schmitt bezieht, die aber eine Erklärung in ihrem Plädoyer für linken Populismus schuldig bleibt, nämlich bleibt das Volk dann immer unaufgeklärt? Weil man kann natürlich sagen, eine Kampagne kann so funktionieren und damit kommt dann ein Bernie Sanders an die Macht oder wer auch immer. Aber wann kommt dann sozusagen der Prozess, wenn sozusagen wir nicht mehr Bürger als Kunden adressieren, die jetzt sozusagen überredet werden müssen? Wann kommt dann eigentlich dieser Prozess, wo dieser Kunde zum aufgeklärten Bürger wird? Und das ist ja auch das, was hier bei der Brexit-Geschichte ist. Wir haben am Ende zwar Kunden, die da was gemacht haben, aber es geht ja eben nicht weiter in gar keiner Richtung, dass man sagt, wir machen jetzt aus denen, die gewählt haben, die vielleicht ja auch also mit einer Begründung, mit einer gar nicht so unvernünftigen sagen können, wir finden eine solche nationalstaatliche Konstruktion in Ordnung und das meint nicht, dass wir damit fremdenfeindlich werden oder so. Finden wir gut, aber wir wollen sozusagen jetzt daran arbeiten, dass wir eine aufgeklärte Bürgerschaft haben. Das kommt ja, erleben wir in Großbritannien nicht und das bleiben eigentlich auch diese Theoretiker wie Chantal Mouffe schuldig, inwieweit das überhaupt dann funktionieren kann. Und deswegen ist diese große Frage, die sich auch gerade in Amerikaner sehr stark stellen aus dem linken Spektrum, können Linke eine Meme-Kultur und so, die zielt natürlich darauf ab, dass man erstmal was in Gang bekommt, dass man tatsächlich sowas wie Cum-Ex oder so skandalisiert und nicht immer nur bei den Themen bleiben, die die Rechten einem vorgeben. Aber man muss auch zu einem Punkt kommen, wo man sozusagen über die Emotionalisierung, über die reinen Affekte hinauskommt, dass man nur durch aufgeklärte Bürger auch tatsächlich dann ein anderes System bekommen, weil es nutzt nicht, dass die nur einmal dann eben brav das Kreuz bei den anderen gemacht haben, wenn dann alles so bleibt wie vorher. Die sind nämlich ja dann auch, und das haben wir ja auch in Amerika gesehen, bereit dann nach 8 Jahren Obama zu sagen, warum nicht mal was anderes jetzt? Ich möchte an der Stelle nochmal auf die, also mich interessiert wirklich, wie wird ein realer gesellschaftlicher Prozess, ist das überhaupt möglich, ihn adäquat in der filmischen Erzählung umzusetzen? Und 1:1 ist es nicht möglich. Die Frage ist, wie weit sind Annäherungswerte drin? Und wir diskutieren jetzt darüber, dass an einigen Feldern es diese Annäherungswerte offenbar gibt. In anderen werden sie richtig verpasst. Und das setzt sich in der Rezeptionsgeschichte des Films, also nach der Ausstrahlung, fort. Das Interessante ist, dass es in relativ großer Zahl Zuschauer gab, die innerhalb der ersten paar Minuten, also bis zur ersten Werbepause, ausgestiegen sind. Viele von denen haben dann auch in Foren getwittert und sich zu Wort gemeldet. Und die meisten waren so, dass sie gesagt haben, ich gucke mir den Scheiß nicht länger an. Und die einen haben gesagt, weil ich sehe ja, das ist ja hier eigentlich eine verkappte Kampagne für die Leave-Leute. Und die anderen sagen, ich will mir das nicht länger angucken, weil hier nur nochmal glorifiziert wird,
Das eine ist die verkappte Kampagne für die Innenleute, also für die Remain-Leute, und die anderen sagen, hier wird aber nochmal das Leave-Projekt glorifiziert. Das heißt, dieser Film ein Stück weit überschreitet dann eben offenbar doch nicht die Lager, die in der Spaltung gesellschaftlich da waren oder sind, sondern bestärkt sie nochmal und verliert unter Umständen in der Ausstrahlung und Rezeption die Leute, auf die es eigentlich ankäme, dass man nämlich die eigene Position nochmal reflektiert. Das wäre dann sozusagen eine Schwäche dieses Films, wenn das passiert. Ich glaube, die Schwierigkeit an dem Format selber ist einfach, dass es in seiner Art relativ nah noch versucht, am Dokumentarfilm dran zu sein. Wohingegen jetzt den Film, den Wolfgang ansprach, Weiß zum Beispiel, der den Porträt ganz klar sich auf die emotionale Charakterstudie einer Figur konzentriert, aber in einem Format, was überhaupt nicht so tut, als sei es halb dokumentarisch, sondern es stellt im Grunde genommen eine Geschichte dar, die gut recherchiert ist, zeigt aber auch Facetten, die nichts mit seiner Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Und ich glaube, für mich ist das der Punkt, weswegen der Film nicht funktioniert hat, weil er für mich zu nah versuchte, etwas darzustellen, was quasi dokumentarisch ist. Aber am Ende des Tages sind es diese Momente von... Liegt das an der Zeitnähe oder ist das eine dramaturgische Frage? Das liegt an der Aufmachung, dass er auf der einen Seite, finde ich, die visuelle Sprache hat diesen Charakter. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass der Film relativ emotionslos ist. Also sprich, dass er versucht, relativ neutral zu erzählen. Und das sind für mich die zwei Punkte. Ich weiß nicht, Wolfgang, wie es... Ich sehe das auch so, würde aber sagen, dass Weiß natürlich auch dokumentarisch arbeitete, neben sehr viele dokumentarisches Material vorkommt und auch kommentiert wird. Wir haben da eine Erzählerstimme, sodass Weiß oft an einen Michael-Moore-Film tatsächlich erinnert. Das ist ein sehr interessanter Effekt. Das ist auf jeden Fall bei beiden Filmen der große Versuch, da direkt Aufklärung zu leisten in Form von Kommentaren, in Form von Dialogen, die nicht groß zu entschlüsseln sind. Also dass ich muss auch nicht bei Dick Cheney erstmal herauslesen, was das für eine Person ist, sondern ich bekomme permanent gesagt, was das für eine Person ist, was natürlich erstmal was sehr Unfilmisches ist. Hier bekomme ich auch die ganze Zeit etwas gesagt. Was eine Qualität aber jetzt des Brexit-Films ist, ist, dass er etwas darstellen kann, was eigentlich für uns unsichtbar ist, nämlich das, was in sozialen Medien passiert. Also wir wissen natürlich, da gibt es Hasskommentare und so, aber wie funktionieren wirklich so solche Gruppen? Und das schafft man, indem man eben diesen Raum hat, wo man diese verschiedenen Stimmen hört. Man kann sich vorstellen, das ist also jetzt, eigentlich ist das ein Drehbuch geschrieben von Facebook oder von Facebook-Algorithmen, die einmal so und einmal so funktionieren. Dass ein Film schafft, so etwas zu verdichten in so einer ganz konzentrierten Form, da geht einem wirklich ein Lichtlein auf, gar nicht so sehr in dem, wie das jetzt genau dann vonstatten gegangen ist, weil ich das auch tatsächlich nicht glaube und zu stark, dass der Knoten geschürzt ist, damit das so aufgeht. Aber so eine Szene ist etwas, was wirklich eine filmische Qualität ist, die ein Zeitungsartikel zum Beispiel nicht leisten könnte. Und die Szene danach war dann für mich das Einleuchtende, weil der Remain-Manager, ich komme jetzt auf seinen Namen nicht, hat ja quasi diese Szene mit der Peer Group ausgewertet und meinte dann so, Alter, deren Kampagne, also die Leave-Kampagne hat schon vor 20 Jahren begonnen und wir haben vor 2 Monaten begonnen. Das war für mich so, okay, das war auf jeden Fall auch ein Grund, warum die Leave-Kampagne gewonnen hat. Und er sagt dann auch noch, Alter, wir sind alle mitschuldig. Also die britische Regierung hat auch immer, wenn es ihnen gerade gepasst hat, auf die EU gezeigt, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Wenn die Opposition, keine Ahnung, Labour, hat auf die EU gezeigt, wenn irgendwas scheiße war. Tory hat auf die EU gezeigt, wenn irgendwas scheiße war. Wir haben also quasi die ganze Saat des Brexits über Jahrzehnte gesät. Und die andere Seite erntet das jetzt. Das war für mich der Moment des Films. Also mich würde mal von euch gleich nochmal interessieren, was ihr dann über die Leave-Kampagne gelernt habt. Also ist euch da irgendwas ins Gedächtnis gekommen? Bevor wir dann zu dir kommen. Ach so, okay, ja, dann in dieser Reihenfolge. Sie hat den Film nicht gesehen, darum würde ich kurz nochmal beim Film bleiben. Ja, ja. Habt ihr was über Leave gelernt? Du bleibst da. Man hat über Leave nicht viel gelernt, es kommt ja auch nicht über die Leave-Kampagne meinst du jetzt? Ja. Die Leave-Kampagne hat man insofern gelernt, als eine... Es wird... Also es ist ja eine Suche erstmal nach Keywords, die man braucht und die
immer wiederholt werden müssen, bis sozusagen sich das Ganze einsetzt. Und diese Keywords sind aber schon da. Und das ist jetzt nicht so, dass das von außen gesetzt wird. Das ist ja immer diese große Frage bei der Werbung. Ist das Begehren zuerst da, das dann befriedigt wird? Oder produziert die Werbung ein Begehren, das dann erst geweckt wird? Man sagt, oh ja, das wollte ich ja immer schon haben. Hier ist es so, die sind ja zu abgehoben, als dass sie wissen können, was da eigentlich los ist in der Bevölkerung. Sie ahnen es. Und deswegen müssen sie Befragungen machen, müssen daran und merken plötzlich, ach ja, Türkei, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass die Türkei nicht EU-Mitglied wird und wir finanzieren sozusagen dann, wenn wir in der EU bleiben, die Türkei. Das ist also etwas, was überall verstreut zu finden ist und das muss man aufgreifen. Das ahnen sie und das finden sie dann bestätigt. Insofern ist es also eine interessante Form der Marktforschung, die man da erleben kann. Und das hat mich schon sehr fasziniert, wie das läuft, dass man überhaupt mal rausfindet. Und das gibt es aber auch in Wahlkämpfen natürlich hier. Also bei dem rheinland-pfälzischen Wahlkampf zum Beispiel für Malu Dreyer hatte man rausgefunden, dass Offenheit unglaublich positiv konnotiert ist in Rheinland-Pfalz. Und dass man ganz stark darauf setzen kann, obwohl es die sogenannte Flüchtlingskrise gibt. Und das hat sich auch gezeigt, dass das so funktioniert. Wie das genau erhoben wurde, ist mir unklar. Aber hier sehen wir einmal, dass hier tatsächlich eine eigentlich abgehobene Elite versucht, jetzt sagt man ganz genau, und die lässt die reden und reden und reden, bis sie dann das herauskristallisiert, was eigentlich falsch läuft, ohne dass sie mit denen auf der Metaebene sprechen können, sondern sie versuchen es einfach so herauszufinden in der Kneipe beim Billardspiel. Und das ist etwas, was man lernt und was man, glaube ich, eben, wenn man das mal dann gefunden hat, hat es eine andere Kampagne unendlich schwer, weil diese Leave-Kampagne ja vor allem ganz stark auf Negation ist. Und das ist ja auch was Steve Bannon immer sagt, dass Negation viel stärker wirkt, als positiv irgendwas zu setzen. Und das war ja eben bei Trump genauso. Und das ist ja auch bei vielen rechten Parteien in Europa so, dass es dann sehr schwer wird, überhaupt noch was Positives dagegen zu setzen. Insofern war das zumindest da ziemlich verloren. Man hätte vielleicht eine hegelianische Negation der Negation gebraucht. Ja. Die gab es. Das positive Gegenmodell zu dieser emotionalen Leave-Kampagne hat vor ungefähr 30, 35 Jahren in Deutschland gespielt. Damals hat Johannes Rau in Nordrhein-Westfalen sich erfolgreich zum Ministerpräsidenten gemacht, und das war die letzte erfolgreiche Wahlkampagne der SPD, Wir in NRW, das ist sozusagen die Negation der Negation. Das ist die positive Definition eines Gemeinschaftsgefühls. Was bei der Leave-Kampagne der Slogan Take Back Control war, hieß bei Johannes Rau, wir in NRW. Das war ein genauso, wenn man so will, ins emotionale Herz zielender, punktgenau treffender Pfeil. Ohne diesen Slogan hätte damals die SPD die Wahl nicht so gewonnen, wie sie gewonnen hat. Das heißt also, dieses Funktionsmodell gab es, wenn man ein bisschen zurückguckt in Geschichte, schon auch in Deutschland. Und wenn ich da was gelernt habe über die Leave-Kampagne, dann muss ich sagen, die haben bedauerlicherweise etwas im Negativen gemacht, was aber auch im Positiven funktionieren kann. Obama, yes we can, ist sozusagen auch eine Negation der Negation. Wobei die Remainer das ja versucht haben, aber ich glaube, das, was man, also dieses Gefühl von, wir gehören dazu, ich finde das, was ich nochmal, nicht, dass es neu war, aber doch nochmal aufgezeigt bekommen habe, ist einfach dass durch Cambridge Analytics, einfach durch AI, einfach die Chance, dass Remain gewinnt, im Grunde gar nicht wirklich bestand. Also das war das Gefühl, was ich nochmal nach dem Film sah, zu sagen, dass diese Wackelkandidaten, die so bewusst und auch, ob man es jetzt legal oder illegal bezeichnet, gezielt ausgewertet wurden und gezielt angesprochen wurden, auf so eine emotionale, wir sprechen eben von der Werbung, Lügentaktik, angesprochen wurden, dass alle Argumente dafür, also alle Argumente, warum man in der EU bleiben sollte, überhaupt keine Kraft haben, weil die Emotion schon so einen Schleier der Verwirrung geweckt hat. Und ich fand das Gute des Films, deswegen man sich wirklich noch empfehlen kann, ihn anzuschauen, ist, finde ich, dass das der Film sehr gut aufgezeigt hat, wie diese Dynamik letztlich stand von
wir haben eine Idee und wir bauen plötzlich Server in einen Raum zu der Power dessen, dass diese Profile wirklich zum Erfolg geführt haben. Kann ich da ansetzen? Aber es ist ja keine Dokumentation. Ich habe mir den auch nicht angeguckt, aber ich würde mich dann fragen, wenn es ein Film ist, was zur gegebenen Zeitpunkt entstehenden politischen Situation ein Film entsteht, kommt es für mich dann immer wie so eine, nicht Marketingstrategie, aber es ist jetzt gerade populär, Brexit ist populär und der Film erscheint und alle sollen sich den angucken, weil die Nachrichten voller Brexit-Themen sind. Also wir gucken ja jetzt nicht einen Film, der irgendetwas Historisches behandelt, was jetzt vor, keine Ahnung, wie viele Jahren zurücklag, sondern was sozusagen gestern, vorgestern passiert ist. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es so sinnvoll ist, den sich jetzt anzuschauen oder sich eher was dokumentarmäßig, also sich die Informationen so anzusammeln. Und zurück nochmal zu dir, weil du ja meintest, linken Populismus, also schaff mir das, dann würdest du ja diesen Film ja auch als linken Populismus bezeichnen? Es ist sicherlich der Versuch, durch Zuspitzung eine Aufklärung oder zu betreiben. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass der Film will jetzt nicht eine Stimmung machen. Er will auf sehr zugespitzte Weise, wie das in 90 Minuten möglich ist, in Spielfilmen verhandeln, sozusagen zu sagen, so war es und das war das Problem bei der Sache. Okay. Aber es ist eine Vereinfachung, klar. Aber alles ist immer eine Vereinfachung. Ja, klar. Aber würdest du denn Mouffet dann vorwerfen, dass sie das... Also, weil deine Frage... Ich habe den Film nicht geguckt. Aber die Chantal grundsätzliche Frage, dann handelt es sich ja um die menschliche Anthropologie. Also man fragt sich, von was für einem Menschenbild gehe ich aus? Mhm. Und wenn ich von dem bösen Menschen gehe, also was alle Denker getan haben, ne? Also Konservatismus, du zitierst immer wieder Carl Schmitt, was ich sehr interessant finde, hätte ich von dir nicht gedacht, wenn man sich die Geschichte von Carl Schmitt sich anguckt. Mhm. Das ist auch eine persönliche Frage. Warum zitierst du ständig Schmitt? Ich halte Carl Schmitt für einen großartigen Diagnostiker, den ich aber jetzt nicht als Person verteidigen würde. Also der hat ja im Nazireich dann Karriere gemacht. Irgendwann endete das, weil die Nazis auch mit ihm nicht froh waren. Aber Carl Schmitt ist ein großartiger Diagnostiker und das haben auch sehr früh linke Theoretiker erkannt. Also unter anderem Chantal Mouffe und ihr Mann Ernesto Laclau schon in den 80er Jahren. Und Schmitt ist jemand, der den Finger in die liberale Wunde legt. Jemand, der immer zeigt, wo der Liberalismus seine Schwachstellen hat. Natürlich zielt Schmitt darauf ab, den Liberalismus zu überwinden. Er hat dann einen Text geschrieben, damals bei dem Röhmputsch, der Führer schützt das Recht. Da ist schon sehr deutlich, wo Carl Schmitt hin will und er denkt nicht an eine liberale Demokratie. Zugleich ist aber seine Kritik an der liberalen Demokratie, am Parlamentarismus, hochinteressant zu lesen und sehr, sehr lehrreich und im Übrigen so lehrreich, dass all diese großen Väter und Mütter der Bundesrepublik sehr stark von Carl Schmitt geprägt waren, auch als es um das Grundgesetz ging, wie man es auslegen kann. Insofern auf Schmitt zu verzichten, halte ich für tollkühn. Man brauche ihn geradezu, ja, um unsere Gegenwart und auch um sozusagen zu verstehen, warum gewisse Dinge so einfach nicht funktionieren können. Und was Mouffe jetzt macht, ist, sie geht natürlich auch von einem Menschenbild aus, sie sagt nicht einfach, die Menschen sind gut und eigentlich wollen sie nur das Gute, sondern Mouffe geht natürlich, wenn man für einen Populismus ist, davon aus, dass ein fragliches Bild ist und ob es nicht auch darum geht, strategisch heranzugehen, wenn man Politik betreibt. Und sie sagt dann an einer Stelle in ihrem Buch, wir brauchen eigentlich eine linke Margaret Thatcher, die das gemacht hat. Ich halte das nur für problematisch deshalb, weil sich die Frage für mich stellt, wann dieser Punkt denn kommen soll, wo man tatsächlich Aufklärung braucht, weil darauf basiert eine linke Gesellschaft am Ende. Bei Schmitt ist das nicht nötig, bei Schmitt gibt es einen Souverän, der am besten entscheidet und nicht mehr ein Parlament befragt und schon gar nicht Wähler. Das ist die Volonté Générale identitär gedacht, aber dass also einer allein weiß, was das Volk will. Das ist ein zu großes Thema jetzt. Aber mir geht es darum, ob man sozusagen bei solchen Filmen oder auch wenn wir über linke Meme-Kulturen so reden, oder auch bei einer sehr starken Emotionalisierung von Umweltschutz, was wir jetzt ja in den letzten Tagen und Wochen so erlebt haben,
ob das ausreicht und ob damit wirklich eine Veränderung mit einhergeht oder ob jetzt alle mal gerade emotional angefasst sind, vielleicht auch mal gerade so ankreuzen würden, wie damals bei Fukushima, als plötzlich dann alle gegen Atomkraftwerke waren, aber wie lange sich so ein Zustand hält. Und ich glaube, so ein Zustand kann sich nur dann halten, wenn eine Aufklärung stattgefunden hat. Und die vermisse ich bislang zumindest bei den Theoretikern eines linken Populismus. Darf ich an der Stelle einen richtig harten Schnitt machen und zu einem Kern führen, der, glaube ich, aber mit der Diskussion zu tun hat? Wenn wir bei diesem Ansatz halb dokumentarisch auch eine Problematik da drin sehen, dass das Dokumentarische die Aufklärung ein Stück weit verhindert, wie ist das mit einem Film wie Apokalypse Now, der 6 Jahre nach dem Ende des Vietnamkriegs, also gar nicht so weit weg, in einer Form den Krieg, die Essenz dieses Krieges thematisiert hat, die in gar keiner Weise dokumentarisch war und trotzdem für meine Begriffe das, was wirklich, ich weiß kein anderes Wort, die Essenz dieses Krieges ausgemacht hat, in einer fiktiven Form viel realitätsnäher dargeboten hat als irgendetwas anderes. Eine Frage an mich. Ich stimme dir erstmal vollkommen zu in der Einschätzung zum Film und glaube auch, dass man durch eine Fiktionalisierung stärker an die Realität herankommen kann, als eben durch solche der Dokumentation sehr nahestehenden Filme. Weil diese Filme natürlich eben sofort auch in uns wecken, naja, das ist nicht so ganz, also der sieht nicht aus wie Dick Cheney oder der sieht nicht aus wie Cameron oder sowas. Das sind Fragen, die man sich stellt. Man kommt aber auch dazu, dass man sich die Frage stellt, ja, kann es alles so einfach sein? Es kommt nicht so, also man setzt dann plötzlich Kriterien an, wie bei einer Dokumentation, die einem Spielfilm nicht gerecht werden. Wenn man nur fiktional argumentiert, dann wird man dem aufklärerischen Impetus nicht gerecht. Was bei Apocalypse Now ja der Fall ist, ist zu zeigen, wie funktionieren eigentlich diese Kriege, diese asymmetrischen Kriege, wie Herfried Münkler wahrscheinlich sagen würde, im postheroischen Zeitalter. Und das zeigt ja dieser Film hervorragend. Und dazu braucht es auch so eine, ja, fast mythische Figur, wie die Marlon Brando dann spielt, um daran deutlich zu machen, welcher Zivilisationsbruch eigentlich stattgefunden hat. Das kann man zum Beispiel nicht mehr auf einer Dialogebene lösen. Man kann da ein großes theoretisches Buch drüber schreiben, das nicht alle lesen werden, oder man kann das eben in einem Film auf diese Weise darstellen, und das ist etwas, was eben dann auch wiederum keine Dokumentation könnte und auch kein Zeitungsartikel kann. Insofern ist liegt da die eigentliche Kraft des Kinos drin, dass so etwas produziert werden kann, dass einem plötzlich etwas klar wird, was auch nur in dieser Seherfahrung mit dieser schauspielerischen Brillanz und Präsenz erfahrbar werden kann. Hans hat jetzt das Beispiel Apokalypse Now gebracht. Mal eine Frage an euch, ihr könnt euch gerne hier beteiligen. Gab es bei euch einen Film, ein Erweckungserlebnis durch einen Film? Also ein politisches Erweckungserlebnis, hat euch ein politischer Film quasi zu einer anderen Meinung gebracht, einen Meinungswechsel herbeigeführt? Oder hat der Film euch zu einem politischen Menschen gemacht? Wenn ja, verratet uns den Film. Vielleicht kennen wir den ja auch. Wolfgang bestimmt auf jeden Fall. Das wäre meine Bitte. Ach so, Hanna, ich dachte, du wolltest auch was. Ja, gerne. Ich wollte nebenbei die Leute animieren, weil die wenigsten hatten Brexit gesehen und wir haben haben damit jetzt aufgehört. Ja, ich wollte nur einmal nochmal zu dem Vergleich zwischen Apocalypse Now und dem Brexit-Film sagen. Es ist für mich, also unabhängig, dass es sehr hart ist, Apocalypse Now mit irgendwas zu vergleichen. Ich finde der Schlüssel ist, dass ich bei Brexit einfach, was Thilo angesprochen hat, die Motivation, die in den letzten 5 Minuten auf einer intellektuellen Weise mir 3 Minuten rational gegeben wird, habe ich 2 Stunden lang nichts gefühlt. Ich habe nicht ansatzweise einen Zugang bekommen. Es geht nicht um, dass ich was fühlen will, aber einen Zugang, emotionalen Zugang gefunden. Und das ist das, was Apocalypse Now letztlich gelungen ist, dass man die Essenz, den Horror gespürt hat. Und aber auf eine nicht zu banale Weise. Und ich glaube, das ist, finde ich... Es ist im Grunde wie Lyrik, gute Dichtung.
erzeugt das Gefühl einer Realität, die wir als solche ganz anders erleben. Und trotzdem spüren wir sie sozusagen ja, wieder in ihrer Essenz, in ihrer inneren Wahrheit. Ja. Und ich glaube, vielleicht um einen Anfang zu der Beantwortung dieser Frage zu machen, ich finde, dass gerade als Deutsche, wo man ja, ich sag mal, mit der Geschichte des Holocaust sehr präsent aufwächst, fand ich es für mich persönlich sehr absurd, als ich das erste Mal Schindlers Liste sah, dass ich, obgleich das Thema mir nah ist, durch persönlich vielen Geschichten alles, trotzdem der Film eine unglaubliche Wucht ausgelöst hat in mir und mir das nochmal auf eine emotionale, verständlich machende Form nahegebracht hat, wie das kein Geschichtsunterricht in der Schule, im Gymnasium bis in der Form getan hat. Hi. Ja, danke. Ja, was mich sehr beeinflusst hat damals, war Starship Troopers. Kennt ihr den? Und zwar, ja, der wirkt sehr krass. Also der wird sehr actionlastig, aber ich finde den, der ist unglaublich intelligent und nimmt viel vorweg. Also ganz offensichtliche Sachen, ne? Diese Anleihen auf Faschismus, und dabei leitet der Film ja aus allen militärischen Diktaturen, der militärischen militaristischen Gesellschaften. Es ist nicht nur in die Nazi-Kultur, so in die Nazi-Militarismus, es ist aus allem zusammen, dass man sich das verdienen musste, ein Wahlrecht. Und da ist zum Beispiel ein Aspekt, das Gender-Ding, ne? Dass eine Frau da ist in der Dusche und entscheidet sich, ich mache den Militärdienst, weil dann habe ich das Recht, Kinder zu bekommen. Ich möchte eine Familie. Und die andere rollt so mit den Augen, sie ist dunkelhäutig, rollt mit den Augen, weil sie macht den Militärdienst, weil sie das Recht auf im politischen aktiv zu werden, also politisch zu werden zu dürfen. Und das hat mich damals so, dachte ich so, wow, krass, so damals schon. Und jetzt, wo ich älter werde und jetzt ist das Thema, denke ich, wow, das erfüllt sich ja irgendwie, so ein Film erfüllt sich einfach jetzt. Und das, den kann ich immer wieder gucken und immer wieder was Neues entdecken. Zum Beispiel, wenn man einfach diese Käfer ersetzt durch Menschen, dann ist das einfach unser, es ist einfach real. Und dann, ja, es ist wirklich sehr nah an der Realität, weil die foltern sich einfach gegenseitig. Es ist kein Unterschied zwischen Mensch und diesem Käfer. Ja, und der Mensch, diese Soldaten sind ja am Ende auch nur Kampfdrohnen, wie die Käfer Kampfdrohnen haben. Also das hat mich damals so immer mein Kopf. Hast du den gesehen? Ein Wolf? Film, den ich besonders liebe, natürlich. Oh. Denn Starship Troopers macht etwas ganz Wunderbares. Er erzählt mit einem unglaublichen Zynismus und ist zugleich sehr, sehr humanistisch. Also das ist ja ein Film, der auch immer wieder schon zensiert wurde. Auch die deutsche Synchronfassung ist etwas anders als die amerikanische Fassung. Paul Verhoeven musste viel einstecken nach diesem Film. Aber ich finde, gerade der Humanismus liegt ja eben darin, dass man sich nicht einfach rettet in irgendwie eine kitschige Liebesgeschichte oder irgendetwas, sondern indem man wirklich einmal ausstellt, was dieser Militarismus eigentlich bedeutet. Und der bedeutet ganz richtig natürlich auch, dass man den anderen, den man bekämpft, wenn man eine solche Idee hat, nicht mehr als Menschen wahrnimmt, sondern dass man ihn sozusagen degradiert, dass man ihn zum Tier macht, vertiert, oder dass man ihn eben zum Käfer macht. Das ist etwas, was dieser Film sehr deutlich zeigt, und er geht sogar so weit, dass dieser Militarismus eben über alle Grenzen hinweg geht, auch über die Gendergrenzen. Also das ist ja so quasi schon eine androgyne Utopie, dass Männer und Frauen dort zusammen in der Dusche nackt stehen. Also das ist alles gar kein Problem mehr, sondern es geht nur noch diese Ausrichtung auf den Feind. Und dass dann auch eben, dass so eine Compilage ist aus verschiedenen Faschismen, aber auch anderen Militarismen,
da wird sehr deutlich, dass dieser Film eigentlich von einem Pazifismus beseelt ist, so sehr, dass er gar nicht versucht, eine Hintertür zu öffnen, sondern uns das einfach einmal in aller Drastik zeigt. Das Pendant dazu hat Paul Verhoeven auch gedreht, wenn es um käuflichen Sex geht, nämlich um bei Showgirls. Im Prinzip geht er ganz klar, wie er an die Waffen herangeht, geht er quasi auch an die Busen der Frauen heran, wenn er die immer zeigt und uns eigentlich zeigt, dass wir in diesem System nur noch Körper verkaufen und konsumieren. Und Paul Verhoeven ist wirklich jemand, der da sehr, sehr weit gegangen ist immer in seinem Werk. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum er jetzt nicht mehr in Hollywood arbeitet. Was ist dein Lieblingsfilm, Hannah? Children of Men. Weiß nicht. Kennt ihr jemand? Ah, der ist von, wie heißt Cuaron. Der? Cuaron, ja. Genau, von Cuaron ist allgemein sensationell. Ja, es ist der Regisseur, ja. Der... Ja. Der einzige gute Harry-Potter-Film war der von dem Cuaron. Ich auch so. Es ist der Regisseur, der auch Gravity gemacht hat oder dessen Eben. Film vielleicht. Dessen Film gerade Roma gerade läuft oder auf Netflix und im Kino zu sehen ist. Was ich bei Children of Men so fasziniert hatte, ist, dass er eine... Was ein bisschen ähnlich ist, finde ich, plötzlich bei Roma, dass er eine Geschichte erzählt, man aber im Hintergrund die Welt, in dem Falle eine Dystopie, mit erfährt. Und die Charakterentwicklung von Clive Owen, der eigentlich für gar nichts lebt oder auch am Ende bereit ist für etwas, klingt super cheesy, ist ein sehr empfehlenswerter Film, am Ende bereit ist für etwas sein Leben zu geben, hat mich damals sehr berührt. Hans? Naja, ich habe es eigentlich schon gesagt. Aber gut, also meine politische Sozialisation hat viel mit dem Vietnamkrieg zu tun. Darum wolltest du zur Bundeswehr und so? Deswegen bin ich zur Bundeswehr gegangen, obwohl ich schon vorher wusste, dass ich verweigern würde. Aber ich habe mir gesagt, diese Erfahrung will ich machen. Wie das ist, wenn irgendein hirnloser Idiot, bloß weil er einen Streifen mehr auf der Schulter hat, sagen kann, diese Richtung 2000, Marsch, Marsch und Feuer, diese Erfahrung wollte ich machen. Ja? Und deswegen bin ich da hingegangen. Und ich habe am Tag nach dem Ende meiner Grundausbildung waren wir dann interessanterweise zu dritt von einer Stube, die dann in der Schreibstube unseren Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer, damals ging das, musste man das noch so machen, abgegeben haben. So, aber wie gesagt, meine Politisierung und politische Sozialisation hat viel zu tun mit Vietnamkrieg, mit den Erfahrungen darüber, mit den Demonstrationen dagegen. Deswegen ist Apocalypse Now und es ist ein unglaubliches filmisches Meisterwerk auf allen Ebenen. Dramaturgisch von den Bildern her, von den schauspielerischen Leistungen her, von der Musik her. Also ich bin kein großer Wagner-Fan, aber da passt es. Ich bin überrascht, wie... Tilo? Und deiner, Tilo? Und deiner, ich wollte auch gerade... Es geht ja um die Jugend und so weiter, ja. Also was mich beeinflusst hat, das war der Herr der Ringe. Ich kann es gar nicht so genau erklären, aber dieses Gut gegen Böse, ich hatte so mit Sauron und so weiter, mal mit Hitler und so weiter. Und dann gibt es da viele verschiedene, ne, also waren ja so der Zwerg und der Elbe, der Elf... Elfe, also Elves im Englischen, die Hobbits und so weiter, alle mussten sich zusammentun, haben sich aber am Ende, mussten sich dann doch wieder trennen, um quasi das große Böse einzeln, aber dann doch zusammen zu bekämpfen. Und am Ende ist der ganze Krieg dann irgendwie erfolgreich ausgegangen, weil das Böse besiegt worden ist, aber man hat so viel quasi an Menschliches verloren. Man musste so viel, also an Beispiel Frodo und Sam, man musste so viel von sich selbst preisgeben, um die Welt zu retten. Und das hatte mich damals so geprägt. Ich war da, glaube ich, 14, als der erste Teil rauskam und am Ende 16 oder 17, als der zweite Teil rauskam. Und das hat mich zum Pazifisten gemacht. Also großen, großen, ganzen Pazifisten. Und ich bin aus dem gleichen Grund zur Bundeswehr gegangen wie Hans. Deswegen, ich wollte das erleben und ich habe es durchgezogen. Anders als Hans.
Aber gut, es war bei mir dann auch so, die letzten 6 Monate habe ich in der Bibliothek gesessen und konnte dann über Herr der Ringe, nochmal lesen und so weiter und so fort. Das war in der Regimentsbibliothek. Ja, ja, ja. Ich bin nur überrascht, wie wenig Einfluss offenbar das Kino auf unsere jungen Zuschauer hatte. Anscheinend hat kein einziger Film, außer hier einer, unsere Zuschauer geprägt. Wir sind nämlich fast am Ende unseres Abends, darum... Ich möchte an dieser... Ja. Ah, warte mal, jetzt haben wir noch. Genau. Ja. Der Rest ist auch aufgerufen. Ja, ich bin Lukas. Wer bist du? Lukas. Mein Lieblingsfilm ist A Clockwork Orange, aber über den wollte ich nicht reden. Ich war letztens nämlich im Kino und habe mir Berlin Excelsior angeguckt. Ein wirklich sehr guter Film, ist eine Dokumentation über das Haus Excelsior. Und es ist sehr traurig zu sehen, wie die Menschen in dem Haus eben in diesem Individualismus untergehen quasi, sich vereinsamen und ja in ihrer kleinen Wohnung leben und ja ihr trauriges Leben führen. Und der hat mich halt jetzt in dem Denkmuster sehr bewegt, weil ich halt drüber nachdenken musste, inwieweit ja mein Weg mich nicht in so eine Situation bringt. Und ja, das ist ein Film, der mich wirklich sehr geprägt hat und auch in dem Sinne jetzt vielleicht mit dieser also wir hatten ja vorhin das Thema, inwieweit ein Film dokumentarisch das abbilden muss, was Realität ist oder so ein Spielfilm draus gemacht wird. Und ich finde, dieser Film macht es mit seinen dokumentarischen Mitteln extrem gut, sowas eben rüberzubringen. Dankeschön. Läuft der noch? Läuft der noch oder gibt es den schon auf DVD? Der läuft hin und wieder noch im Kino, verteilt über Deutschland, aber ich denke, er kommt bestimmt auch auf DVD raus. Ein Film, der sich tatsächlich sehr lohnt, ich kann mich da nur anschließen. Ja, auch noch nicht. Ja, so. Bleib hier. Bei mir ist es so, es hört sich ein bisschen komisch an, aber bei mir sind es tatsächlich die Star Wars Prequels, also Star Wars Teil 1, 2 und 3. Nein, nicht geprägt, aber so ein bisschen schon Interesse geweckt. Hört sich alles ziemlich strange an. Aber so ein bisschen so Verfall einer Republik, so Aufstieg eines Diktators oder eines Bösen, eines Masterminds, der so der quasi von hinten die Strippen zieht, den ganzen Krieg kontrolliert. Dabei noch so ein bisschen dieses Religiöse, also die Jedi gegen die Sith, fand ich ziemlich spannend. Ja, das war so meine Filme, sage ich mal, die mich da relativ früh geprägt haben. Eine Frage habe ich noch zu diesem, oder eine Sache habe ich noch zu dem Brexit-Film, weil ich ihn heute noch schnell geguckt habe. Und zwar ist das das, was du am Anfang, Thilo, meintest, nämlich dieses, dass mich Benedict Cumberbatch ein bisschen gestört hat. Und zwar, das war tatsächlich das, was mich so ein bisschen auch an dem Film am meisten gestört hat, denn Benedict Cumberbatch, was sowohl Hans als auch du schon, Thilo, gesagt hast, der ist quasi auch wieder der Sherlock, ne? Also der irgendwie welche Stimmen hört und dann sind die draußen in diesem, ich nenne es jetzt nicht Slums, aber so in den letzten Ecken Großbritanniens und sprechen da mit den verlassenen Menschen und dann hört er irgendwie was und dann geht er raus, alles der Ton funktioniert nicht mehr richtig und dann legt er sich irgendwie auf den Boden, hört irgendwie was da, hört irgendwelche Stimmen und ja, das hat mich irgendwie am meisten gestört an dem Film. Ja, also. Was immer eine große Gefahr ist, tatsächlich im Film, was auch nochmal ein Unterschied zur Bühne ist, dass die Bühne nie so sehr einen Schauspieler, also eine Rolle einen Schauspieler prägt, dass er sie immer und immer wieder bringen muss, außer vielleicht im Musical oder so, dass man dann auf etwas abonniert ist. Im Film ist das natürlich oder sehr stark. Oder du bist Harald Junke. Und ja, dann ist man aber Harald Junke immer. Ja. Und deswegen funktioniert das. Und im Film ist es eben sehr, sehr stark. Also ist man einmal Professor Brinkmann, dann ist man es immer. Obwohl die jungen Leute gar nicht mehr wissen, wer Professor Brinkmann ist vermutlich und die Schwarzwaldklinik nie gesehen haben. Aber bei Cumberbatch ist sicherlich dieses Problem auch da. Man sieht immer den Detektiv. Ich werde gleich nochmal durch die Reihen gehen und ein paar Frauen fragen, welche Filme sie geprägt haben, weil sich bisher nur Jungs getraut haben. Tut mir leid. Oh.
Genau, ich fand den Film gut, Grand Budapest Hotel. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Die Handlung ist jetzt ja nicht gerade politisch, aber eigentlich hat sie auch gar keinen Inhalt so wirklich. Deswegen würde ich sagen, dass es zumindest gesellschaftskritisch ist. Und was ich daran interessant fand, ist, dass Grand Budapest Hotel im Prinzip eine Dystopie ist. Dass es kommen ab und zu mal, kommt ja der Krieg und der Krieg ist immer in der Zukunft und ist immer alles schlecht. Und das spielt ja auf verschiedenen Zeitebenen. Und die allerneueste Zeitebene ist ja auch eine, wo das Hotel selber verfallen ist. Also quasi die Zukunft ist immer schlecht. Das ist so die Ausgangssituation. Und was aber die Message eigentlich von dem Film ist, ist, dass die Hauptperson einfach durch so zwischenmenschliche Gesten und so sich eben was erspielt, was dann eben ihn befähigt, irgendwelche Vorteile zu bekommen. Also er tut sich zum Beispiel mit Gefängnisinsassen anfreunden, die ihm dann beim Ausbruch helfen. Spoiler Alert. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Ansatz, wie man so gesellschaftliche Probleme im Prinzip von unten andingsen kann. Weil er schafft sich damit in einer Dystopie, wo im Prinzip die ganze Welt eigentlich böse ist, hat er dann seine Gruppe an Freunden, die eigentlich wieder was Neues aufbauen. Und das ist eigentlich wieder ein Ansatz von unten, wie man gesellschaftlichen Entwicklungen eben von unten aufbauen kann. Ja. Bitteschön. Fandst du den auch gut damals? Ich bin nicht so ein großer Wes Anderson-Fan, aber ich hätte nach dieser wunderbaren Beschreibung Lust, ihn doch nochmal anzusehen. Hi. Hey. Also es ist nicht mein Lieblingsfilm, aber ich wollte, weil wir heute auch das Thema hatten, über Gender Gap, Entschuldigung, der Film von Javier Dolan, Lawrence Anyways, der, auch wenn man sich jetzt nicht mit der Gender-Theorie besonders auskennt, das sehr, sehr geschickt schafft, sage ich mal, einfach die Frage aufzuwerfen, na gut, was ist denn jetzt männlich, was ist denn weiblich? Ja, den kann ich eigentlich Ihnen empfehlen. Ich kann Wolfgang auch noch ein paar Worte. Also es geht im Großen darum, dass ein Mann, nee, der ist schon ein paar Jahre alt, sich als Frau fühlt und sich auch äußerlich dann so kleidet, also sich Kleider und sowas anzieht. Dann gibt es halt einmal, werden die Probleme thematisiert zwischen ihm und seiner Freundin und dann halt auch, die er in seinem Job hat als Lehrer, als Lehrerin, ja, kann ich jedem ans Herz legen. Und es ist der stärkste Film von Xavier Dolan, der auch eine ganz tolle filmische Raffinesse hat, weil es geht ja darum, dass eben dieser Mann sich in eine Frau verwandelt und das sich auch vestimentär zeigt, also in der Kleidung, und diese Kamera immer wieder damit arbeitet, dass man denkt, ah, das ist, also auch bei anderen Figuren, die vorkommen, ah, das ist ein Mann und dann ist es doch eine Frau, oder ist es eine Frau und doch mal, also was man im Stadtbild auch immer wieder erlebt, man denkt, es ist eine Frau oder ein Mann, also man sieht nur einen Umriss gerade oder man sieht nur die Beine oder nur die Schulter und kann dann Geschlechtlichkeit ja noch nicht hundertprozentig identifizieren. Und gerade diese Unsicherheit, die natürlich auch unsere Unsicherheit ist, die unser Begehren sehr stark prägt, damit arbeitet die Kamera immer wieder, damit arbeitet Dolan sehr stark. Deswegen ist es auch filmisch unglaublich gelungen, dann auf diese Weise nochmal diese Gender-Thematik aufzugreifen. Hi, es ist ganz ungewohnt, mit Mikrofon zu sprechen. Zwei Filme, ich habe jetzt den Brexit-Film jetzt noch gar nicht gesehen, aber die mir jetzt auch spontan einfallen, wäre zum einen I, Daniel Blake und The Wolf of Wall Street. Wirklich großartige Filme, gerade wenn man jetzt auch so diese zwei Ebenen sehen. Also ich hatte ja zuerst The Wolf of Wall Street mal gesehen und ich habe da richtig mitgefiebert, auch wenn das die letzten Drecksschweine sind und dieses Auf und Ab und hoffentlich schafft er es und es geht auf und ab. Und dann, wenn man dann so diesen Kontrast sieht, Daniel Blake, wo das eigentlich überhaupt hinführt. Das wäre jetzt so mein Beitrag, und zwei Filme, die ich wirklich jedem ans Herz legen würde. Cool. Warte mal, kommt da noch jemand? Ja.
noch ein Wort dazu. Und das ist eine tolle Idee, die im Kontrast zu sehen, weil man ja nie sieht, was, also man sieht in beiden Filmen, die ergänzen sich prima, obwohl der eine spielt in Amerika, der andere in Großbritannien. Aber tatsächlich sieht man das Resultat dann immer, also was das eigentlich bedeutet, dieser Finanzmarktkapitalismus. Und der eine arbeitet extrem mit Beschleunigung und der andere, also der von Ken Loach, I, Daniel Blake, ist natürlich ein Film, der sozusagen die Summe von Ken Loachs Schaffen ist, der ja ein ganz agitatorischer Regisseur schon war während der Thatcher-Ära, der wirklich allen Mut zusammengefasst hat und es nicht einfach hatte, seine Filme zu finanzieren und der jetzt hier quasi diesem Thema treu geblieben ist, aber es wirklich auf eine auch wunderbar poetische Weise tut. Also es ist ja keineswegs nur so, dass es eine Milieuschilderung oder so ist. Insofern eine gute Idee, die beiden gleich hintereinander. Sag mal, Wolfgang, guckst du die alle in doppelter Geschwindigkeit oder wie machst du? Du kennst die ja alle. Ja. Wie macht man das? Man muss fast täglich einen gucken. Dann kommt man hin. Unglaublich. Hallo, mein Name ist Kai. Der erste Film, der mich so wirklich politisch beeinflusst hat, war, weil ich das noch nicht so von dem Medium Film kannte. Ich kannte das mehr als Unterhaltung oder Escapism als Kind oder später Jugendlicher, war ein rumänischer Film, der 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage heißt und der 1987 im kommunistischen Rumänien spielt und von der illegalen Abtreibung einer Studentin handelt, wo das Regime halt sehr stark in die persönliche Freiheit der Menschen eingegriffen hat und sowas mit langjähriger Gefängnisstrafe eigentlich geahndet worden wäre, würde sie nicht den illegalen Weg gehen. Und das verfolgt diesen Charakter sehr nah. Das war so einer der eingreifendsten Filmerlebnisse, die ich in meiner späten Jugend hatte, weil ich das so noch nicht kannte. Da würde mich interessieren, hast du dir den noch ein zweites Mal angesehen? Weil ich habe ihn auch einmal gesehen. Leider noch nicht. Schätze ihn sehr, scheue, aber auch schrecke davor zurück, ihn mir noch ein zweites Mal anzusehen, weil es auch ein sehr harter Film ist. Ich glaube, jetzt würde ich ihn mir nochmal angucken. Okay. Gut. Eine Frau. Kannst du dir da so sicher sein? Sehr gut. Okay, dann kann ich ja vielleicht sogar 2 Filme nennen. Als Frau, genau, kann ich das erheben. Filme, die mich beeinflusst haben, daran erinnere ich mich jetzt nicht zurück. Ich wollte auf einen anderen Film eingehen und zwar habe ich da vielleicht auch eine Frage an Wolfgang. Der letzte, der mich so, wo ich sitzen geblieben bin, weil ich das einfach nicht glauben konnte, das war bei Rogue One. Also ich bin reingegangen aus Liebe zu meinem Partner. Also ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Star Wars, aber ich habe mir natürlich alles angeschaut und dieser Film Rogue One, ich muss sagen, der hat für mich das Ganze unglaublich aufgewertet. Also da habe ich verstanden, worum es eigentlich geht in dieser ganzen Geschichte danach. Also diese wo sie diese Diskette, diese Information, wo sie das rausbringen und so, die geben das weiter, noch einer, dann kommt Darth Vader und dann diese epische Szene mit diesem irgendwie, ne, total abgefahren, er metzelt alle nieder und er gibt das noch so raus, also das hat mir unglaublich gefallen und es hat mich sehr überrascht zu sehen, dass der Film wohl noch viel, noch viel dunkler wohl war, bevor sie ihn dann anders geschnitten haben. Und ich dachte, das sei sowieso schon ziemlich krass dunkel eigentlich, weil ja auch am Ende, Spoiler, ne, also kommt ja der Death Star und die sterben da einfach am Strand. Und ich wollte fragen, das ist ja jetzt alles irgendwie vielleicht auch Effekthascherei gewesen von dem Film, aber würdest du sagen, dass das ein Kriegsfilm ist? Es ist sicherlich ein Kriegsfilm, man kann natürlich immer fragen, ist es dann auch ein Antikriegsfilm? Das ist, glaube ich, da sehr problematisch zu entscheiden. Generell ist es so, wir werden auf der Leinwand durch Schlachten, durch all diesen Bombast natürlich immer so affiziert, dass wir es irgendwie auch toll finden. Also ob es wirklich ein
reinen Antikriegsfilm gibt, der uns nur sagt, das ist schlimm, das weiß ich gar nicht, sondern wir sind immer, also wir gehen auch gerne ins Kino, weil wir sehen wollen, wie Leute erschossen werden. Also das ist etwas anders und das ist zum Teil ja verrückt, also dass eher ein Kuss zensiert wird als ein Schuss. Ja, das ist also eine Sache, mit der wir irgendwie sehr einverstanden sind im Kino. Was mich bei Rogue One auch begeistert war, erstmal, dass er endet. Also, dass endlich mal mit was Schluss ist, ja. Denn es geht ja alles heute immer, immer, immer weiter. Ja, das sind wie in Beziehungen ist das. Man hört ja nicht mehr auf, bleibt immer in Kontakt, immer Freunde bleiben noch und so. Also, Filme mit einem Ende sind selten geworden und dieses ist einer, auch wenn er zu einem großen Franchise gehört. Und es ist natürlich ein Film über den Partisanenkrieg, wenn man so will. Also, auch man kann das mit der Partisanentheorie, mit den neuen Kriegen von Münkler oder so, kann man es lesen. Sogar mit Schmidt, wenn man will. Aber das würde ich auch sagen, ist ein sehr starkes Werk in dieser Star Wars-Reihe. Ja, der zweite Film, der mir gefallen hat, den ich mehrmals geguckt habe, war The Ides of March, die Iden des März mit dem Ryan Gosling. Und da gefällt mir sehr, wie am Ende, Seymour Hoffman, genau, wie er dann am Ende zu ihm so völlig emotionslos sagt, zündet sich eine Zigarette und sagt, eines Tages musst du mir sagen, what dirt you had on him, also was du über ihn wusstest, dass du ihn dazu bringen konntest, halt so zu handeln, wie er dann gehandelt hat. Und diese unglaubliche Ruhe und Professionalität und da drin ja auch, also dieser Abgrund sozusagen in diesem Einsatz, das hatte mir als politischer Film ganz gut gefallen. Dankeschön. Dankeschön. Ansonsten würde ich euch nochmal die Gelegenheit geben, ich weiß, dass du, Wolfgang, selten Fragen beantworten musst. Habt ihr allgemein Fragen über Wolfgangs Filmanalyse und so weiter und so fort? Ihr könnt euch melden, ich komme auch zu euch oder zu Hannas Werken, ihre Arbeiten, vielleicht noch ein paar Minuten, wenn es dazu allgemein Fragen gibt. Jetzt sind eure Chance, weil uns, Hans und mich, könnt ihr immer befragen. Ja, wir haben auch nicht so viel zu sagen. Fangen wir mit dir an. Ja, eine Frage an Hanna. Hi, ich bin der Benni, 22 Jahre alt, BWL-Student. So, nein. Und zwar ist mir diese Geschichte mit Ungarn im Kopf geblieben. Und du sagtest ja Anfang, Ziel einer Werbung ist es ja, den Absatz eines Produktes oder der Dienstleistung zu steigern. Also, dass man dadurch Geld generiert. Und ist es dann nicht legitim, die Frage zu stellen, als die Auftraggeberin dir gesagt hat, liebe Hanna, nee, der ist schwarz, das geht nicht, dass man dann sagt, ja, das sind die Vorgaben der Agentur, daran halten wir uns, ja. Und ich finde, und ihr wart hier alle einstimmig dagegen, ihr fandet das nicht so gut, ja, und ich finde, man muss diese Geschichte auf mehreren Ebenen betrachten. Also kaufmännisch bzw. kapitalistisch gesehen war das schon eine richtige Entscheidung, weil die Zuschauer in Ungarn, wenn die einen Trailer mit einem schwarzen Schauspieler sehen, die den Film nicht akzeptieren. Ergo, die generieren dadurch keinen Umsatz. Moralisch gesehen ist es natürlich fragwürdig, ja. Ist das in Ordnung? Das diskriminiert eine Rasse. Ja, und das ist halt ein Kommentar, den ich hier setzen möchte, auch auf Seite des Auftraggebers. Und dann sollte man vielleicht auch die Frage stellen, wer beeinflusst denn die Werbung? Wir, also die Zuschauer, oder doch die Auftraggeber, also die Werbebranche? Weil was war denn der Grund, dass die Agentur gesagt hat, Hanna, nein, der ist schwarz, weil das die Leute in Ungarn nicht akzeptieren. Ja, oder ist es, also das ist auch eher so eine Zukunftsfrage, ja, die ich gerne zurückspiele und das würde ich gerne an dieser Stelle anbringen. Ja, ich finde, es ist ein wahnsinnig gut analysierter Kommentar, weil es genau diese Spanne, also das Problem dieser Spanne aufzeigt, nämlich das Unternehmen der Frage der Verantwortung. Nämlich das Unternehmen in dem System, in dem es aktuell agiert, nämlich Gewinnmaximierung, handelt quasi, wir würden das ja, wenn wir entscheiden können, anders machen. Aber wir sind ja sozusagen, in Anführungszeichen, Sklaven des Systems. Und das System, das Ziel ist Gewinnmaximierung, also treffen sie die Entscheidung. Und das ist das, was ich eingangs sagte,
als ich gefragt wurde, finde ich, dass ein Unternehmen eine Haltung haben sollte? Ich finde ja, weil das Beispiel, um auf HIP zurückzukommen, die Problematik liegt einfach darin, dass Aktienkonzerne natürlich einfach nur noch das Ziel haben einer Gewinnmaximierung. Das heißt, es gibt keine anderen Variablen mehr. Es gibt nicht die Variable von Haltung, es gibt nicht die Variable von was ist richtig, es gibt nur noch die Variable Gewinnmaximierung. Und wenn man nach der agiert, werden wahrscheinlich auch die nächsten 10 Jahre maßgeblich kaukasische Casting-Entscheidungen getroffen und auch die Frauenbilder werden sich maßgeblich ein bisschen verändern, weil man dann auf Züge aufspringt, wie es der Gillette-Spot macht. Aber ich hatte interessante Debatten, als ich meinte letzte Woche in der Jury, wo man darüber sprach, ist das eigentlich gerade ein Trend, dass man auch doch einige Spots auch zum Thema Female Empowerment sieht oder auch, dass sich, was ich meinte, in England zumindest mehr, Ethnic Diversity in den Rollen zu erkennen wird. Ist das ein Trend, der wegschwappt? Ist in 3 Jahren es so beschissen, wie es vor 3 Jahren war? Oder ist es so, dass diese Filme oder der Einfluss der Werbung einen Unterschied setzt, was die Norm angeht, was das Empfinden der Norm angeht? Also sprich, dass wir alle irgendwann denken, okay, warum sind denn alle weiß in der Werbung? Das ist total bescheuert. Und die Nutzer auch stärker darauf reagieren, weil es sich schon verändert hat. Und ich von meiner Seite versuche tatsächlich, so viel wie möglich geht mit den Dingen, die ich kaufe, also sprich den Unternehmen, so ein bisschen im Bilde zu bleiben, wer sind die Besseren, wer sind die Schlechteren, sage ich jetzt mal, und versuchen durch meinen minimalen Einfluss meiner Kaufentscheidung da einen Einfluss zu setzen. Aber im Großen glaube ich, dass es tatsächlich das System das Problem ist und solange nicht mehr Unternehmen sagen, wir machen es bewusst anders, wird es sich auch nicht ändern. Hallo zusammen, mein Name ist Luca. Ich hätte eine Frage an Wolfgang. Und zwar hast du vorher gesagt, was passiert, wenn wir linken Populismus dem rechten Populismus entgegensetzen? Und dir hat im Endeffekt niemand geantwortet, nicht mal deine Kollegen um dich rum. Ich fand das ganz interessant, leider wurde das Thema dann vorher abgewürgt, deswegen bin ich ganz froh, jetzt noch was fragen oder sagen zu dürfen. Ich habe mich beruflich erst vor ein paar Tagen damit auseinandergesetzt, mit externer Beeinflussung von Wahlen, sprich Social Bots, Filterblasen, Social Propaganda, also die nicht illegale Propaganda, einfach News so oft zu retweeten, dass sie halt präsenter als andere sind. Und wir haben uns damit beschäftigt, wie kann man dem entgegenwirken? Wenn ich jetzt Algorithmen verbiete, dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Filterblasen auch früher schon geschaffen wurden und teilweise selbst gemacht sind, weil zum Beispiel der Thilo immer nur die politisch einseitig motivierte Zeitung liest und somit, also macht er natürlich nicht, aber die meisten Leute lesen nur Zeitungen, die ihren Interessen entsprechen und bilden somit ihre eigene Filterblase. Wie wirke ich dem Ganzen entgegen? Bei Bots ist es klar, erkennen, die Netzwerke zerschlagen, aber es gibt eben auch diese nicht illegale Propaganda, nenne ich es jetzt mal. Wenn ich jetzt jemandem einfach immer wieder was eintrichte, dann glaubt das irgendwann oder interessiert sich dafür. Jetzt ist halt meine Frage, was eure Ansätze dazu sind. Wir haben ein paar gefunden. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, alles zu erläutern, aber mich würde eure Meinung zu dem Thema mal interessieren. Die Philosophin Jody Dean sagt ja, Filterblasen sind gar nicht so schlecht. Es sei eigentlich ganz gut, weil dann gibt es einen Austausch mit den Leuten, die gleiche Interessen haben und dadurch kann man sozusagen dann auch in der Diskussion auf eine andere Ebene kommen. Und sie sagt auch, wie du das gerade gesagt hast, das gab es im Prinzip schon immer und das haben wir auch in unseren Freundeskreisen oder in gewissen Berufsgruppen, in denen wir uns bewegen, das sind auch alles Filterblasen. Insofern ist es nicht leicht zu beantworten, wie damit umgegangen wird. Ich glaube auch, dass es nichts bringt, wenn man jetzt, also man wird sicherlich das ein oder andere verbieten können, dass das stattfindet, aber es gibt so viel Legales, was einfach möglich ist und das wahrscheinlich alles einzuschränken, ist schwierig. Dem entgegensetzen kann man eigentlich nur ein aufklärerisches Projekt und ein Bildungsprojekt, das von am Ende abzielt auf Bürger, die sich
anders informieren, die sich tiefer informieren. Es gibt ja durchaus Gegenströmungen, also dass das politische Sachbuch in den letzten Jahren einen so großen Auftrieb erlebt hat, zeugt ja davon, dass es durchaus Interessen gibt, mehr als 280 Zeichen zu einem Thema zu erfahren. Ob das wirklich flächendeckend da ist, also dass selbst dieser Brexit-Film nur ein Fünftel der Quote hatte von dem, was sonst dann so gezeigt wurde, zeigt natürlich auch, wie marginal das ist. Und auch selbst wenn auch so Projekte jetzt wie Jung und Naiv oder auch eine Filmanalyse oder so erfolgreich, relativ erfolgreich sind, muss man eben schauen, Bibi hat 5 Millionen und Dagi auch 5 Millionen und so. Und das sind sozusagen die Influencer und die pushen die Ideologie in die meisten Köpfe rein, die am Ende eben sich diese Fragen dann nicht mehr stellen. Es wäre ja vollkommen okay, wenn man sich ein Bibi-Video ansieht und dann aber trotzdem noch ein politisch denkender Mensch bleibt. Aber man kann davon ausgehen, beides geht da nicht zusammen. Noch einen Satz, wenn es geht. Ja. Also wir sind zu demselben Schluss gekommen, dass man nur durch Bildung diese Selbstreflexion erreicht, dass man sich eben mit den politischen Sachverhalten differenzierter auseinandersetzt. Ich sehe nur das Problem, ich weiß nicht, was für eine Auflage die Bild hat, wenn man diese Nachrichten... Eine sinkende. Ja, das ist schon mal positiv. Die ADAC-Motorwelt hat mehr. Das ist schon mal positiv, aber ich sehe halt folgendes Problem ist, dass man nie... genug Menschen, oder was heißt genug, man erreicht einfach... mit Bildung auch nicht alle, sagen wir es so. Dementsprechend ist es zwar eine Lösung oder eine schöne Erkenntnis, aber... Aber die Möglichkeiten sind heute einfacher da. Wir haben weniger Gatekeeper. Wir haben es einfach, viele Leute zu erreichen. Also, dass wir das jetzt aufzeichnen können und das ein paar Tagen online steht, von sehr vielen Leuten angesehen werden kann. Das war ja vor einer Zeit gar nicht möglich. Ja, da kamt ihr mit den großen Kameras angefahren, ne? So war es doch. Und heute geht das alles ganz schnell. Insofern... Wir müssen dran denken, dass es eigentlich nie leichter war. Aber natürlich ist es auch für die anderen dadurch viel leichter geworden, das zu dominieren. Es ist ein großer Kampf und ja. Ich möchte 3 kurze Sachen sagen. Das eine, ich mache mich nicht beliebt, wenn ich hier Frank-Walter Steinmeier zitiere, aber das passt jetzt gerade. Der hat mal gesagt, ich glaube, man muss sich Sisyphus auch als einen glücklichen Menschen vorstellen. Das passt vielleicht im Hinblick auf diese Bildungsaufgabe. Da schiebst du wirklich täglich den Stein, den Berg hoch und er kommt dir immer wieder entgegen. Das Zweite ist, ich will mich gar nicht drücken um diese Frage linker Populismus. Meine Definition von Populismus ist eine solche, dass ich sage, es gibt keinen linken Populismus. Es gibt einen großen Unterschied zwischen populär und Populismus und meine Definition von Populismus beinhaltet sozusagen die Lüge, entweder wissend oder unwissend, dann in Form des Selbstbetrugs. Und das verträgt sich für mich nicht mit links im Sinne von einem aufklärerischen Projekt. Und das ist dann auch schon der dritte Satz. Es gab früher zu Zeiten, als es das Internet noch nicht gab und wir mit unseren großen Kameras da rumliefen, den Satz, Fernsehen macht kluge Leute klüger und dumme Leute dümmer. Das war damals richtig und das gilt heute in exponentieller Weise für die Möglichkeiten des Netzes. Das muss man als Realität akzeptieren und man kann, glaube ich, nur versuchen, da, wo man Zugang zu Leuten hat, die Klugen klüger zu machen und mindestens die Unentschiedenen versuchen zu erreichen. Und ich glaube, diese Projekte, deine Filmanalyse, das, was Thilo macht, das sind solche Kampfeinsätze an der Front der Aufklärung, bisschen pathetisch gesagt. Das ist auch, ja, aber es ist doch so. Das ist, da deswegen, merkt man doch die Grundausbildung. Deswegen, ja? Deswegen denke ich auch mal, ist auch einer der Gründe, warum die meisten hier sind. Weil ihr euch in der einen oder anderen Form, seid ihr auch, vermute ich mal, ein Stück weit diese Frontkämpfer. Und auch Frontkämpfer, auch die Mutigen brauchen Ermutigung untereinander. Das ist auch einer der Gründe für mich, weswegen ich auf YouTube-Kommentare antworte und das nicht nur als Ansammlung von Doofen betrachte. Es besteht auch in YouTube die Möglichkeit, Diskussionskultur zu entwickeln. Ich behaupte mal, die Qualität der Auseinandersetzung in Thilos Formaten ist eine durchaus bemerkenswert andere, als die du sonst relativ häufig bei YouTube hast. Also man kann diese Inseln der Aufklärung
auch da schaffen. Und insofern willkommen im Sisyphusland und es macht auch Spaß. Ich will mich auch nicht drücken. Ich habe ja die letzten 2 Jahre öfter gesagt, dass es einen linken Populismus braucht. Ich erkenne aber auch Hans Analyse dessen an und würde eher sagen, dass wir vielleicht das Linke radikaler werden müssen angesichts der traurigen Wahrheiten, die in der ganzen Welt zu sehen sind, die wir beschreiben können, die wir zeigen können, die wir erleben können. Und also die Welt ist quasi so trist geworden und die Zukunftsaussichten faktisch so traurig, dass es jetzt einfach von linker Seite, meinetwegen Grünen, zähle ich alles dazu, radikale Antworten braucht. Und das könnte quasi die Antwort auf den rechten Populismus sein. Ob das klappt, keine Ahnung, aber es wird Zeit, radikaler zu werden. Musst du so stehen lassen, weil das unsere Bühne ist. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber kannst du uns dann natürlich danach auf ein Bier einladen, dann können wir drüber reden. Abschlussrunde? Ich möchte in der Abschlussrunde anknüpfen, da wo wir angefangen haben, bei der Berlinale. Es gibt 2 Filme, also das Motto der diesjährigen Berlinale ist ja das Politische im Privaten. Es ja, gibt zwei, da hat man sich gibt, doch wirklich was einfallen lassen. Ja, ne? Es gibt 2 Filme... Hans, wir haben einen vergessen. Entschuldigung, ganz sorry. Kurz. Ja? Mein okay. Fehler. Ja, ja, du hast recht. Oh, wow. Okay, es gab jetzt gerade so sehr Fragen, die zur Diskussion angerichtet haben. Meine ist keine von denen. Ich habe mich einfach nur gerade interessiert, jetzt wo eine Person hier ist, die mal einen Super Bowl-Werbespot inszeniert hat. Wie sind bei sowas eigentlich die Produktionsbedingungen? Also wann beginnt so eine Entwicklung? Was für ein Budget gibt es da? Wie lange wird gedreht? Weil in sowas habe ich einfach noch nie einen Einblick gehabt. Das ist kurz und knackig beantwortbar. Wir haben den du siehst, 6 Drehtage gedreht. Produktionsbedingungen sind gut, weil die in der Regel die Super Bowl Spots meistens die hohen Budgets haben, also es sind die begehrten, also es ist einfach die Produktionsbedingungen sind ja tatsächlich gut. Das Budget ist das noch ich einstelliger nicht, oder schon zweistelliger Millionenenbereich? Nee. Das ist ganz ganz am Anfang des Millionenbereichs. Ich kann aber tatsächlich die genaue Summe nicht sagen, weil ich nicht weiß, was diese ganzen Celebrities bekommen. Und weißt du, es sind ja, im Grunde genommen kriegen ja dann auch Michael Jackson für den Moment, dass er eingespielt wird, kriegt der ja auch nochmal Geld, da kriegt der Britney Spears, auch wenn sie nur in dem Fernsehen ist, sicherlich kriegt die auch nochmal Geld. Also deswegen, da bin ich tatsächlich überfragt, das müsste man einen Produzenten fragen. Willst du mal was mit mir machen, wo so. Ich das so höre? Das scheint ja ganz lukrativ zu sein. Aber wann habt ihr den gedreht? Also wie lange vorher muss man den drehen? 2 Monate vorher. In USA ist das sehr knapp und vielleicht um einen abschließenden Satz zum Super Bowl zu sagen, interessant ist, vielleicht auch mal auf die Frage einzugehen von dir vorne. Sind interessant ist, wenn man sich für das Thema interessiert, ist die klaffende Zahlen zwischen den Regisseuren, den weiblichen Regisseurinnen und den männlichen. Also sprich, wenn man jetzt auf Super Bowl das bezieht, sind das zum Beispiel 54 Männer, die einen Super Bowl-Spot gemacht haben 2018 und 4 Frauen. Und das ist natürlich jetzt eine klaffende Zahl, die aber ich nochmal anführe, weil sie interessant ist natürlich, weil das Weltbild, also sprich das Weltbild, was man hat, auch wenn man als Regisseur nicht diese Geschichten schreibt, aber das Weltbild bringt man ja trotzdem mit rein. Und das ist meiner Meinung nach ein Grund, weswegen es auch so wichtig ist, jetzt zum Beispiel die Ethnic Diversity nicht nur vor die Kamera, sondern auch hinter die Kamera zu bringen. Nämlich, dass das Bild dessen, was ein Regisseur ist, sich verändert, dass es einfach nicht nur der weiße Mann ist, sondern weil sich dadurch meiner Meinung nach auch im Kleinen die Entscheidungen, die dann an den Stellen innerhalb der Produktion getroffen werden, verändern können. Ja, das passt auch für meine Schlussfrage. Bei den 17 Wettbewerbsbeiträgen der diesjährigen Berlinale sind 7 von Regisseurinnen gedreht worden. Das ist, glaube ich, die höchste Quote, die es da jemals gegeben hat.
kann man auch für ein gutes Zeichen ansetzen, obwohl 7 von 17 ist nur auch mal gerade ein gutes Drittel. Es gibt zwei Filme, die relativ intensiv schon diskutiert werden, zwei deutsche Filme im Wettbewerb. Zum einen Der goldene Handschuh von Fatih Akin und dann Systemsprenger von Nora Fingerscheid. Hast du beide schon gesehen? Beide sind, soweit ich das weiß, in ihrer Weise versuchen sie auch, gesellschaftliche Realität im Spielfilm sozusagen darzustellen. Wie sind die? Sind die beide gut? Sind die beide sehenswert? Weil du vorhin gesagt hast, bislang eher Mittelmaß und Enttäuschung. Systemsprenger ist ein guter Debütfilm, ein erstaunlicher Debütfilm auf der inhaltlichen Ebene, der sich nämlich die Radikalität erlaubt, eine Figur zu zeigen, ein junges Mädchen, 9 Jahre alt, bei dem keine Therapien anschlagen. Das heißt, dieses Kind ist ja extrem gewalttätig, aus dem Affekt heraus, also wirklich brutalst. Es muss immer wieder gefesselt werden, ans Bett in Kliniken gebracht werden. Kein Kinderheim will es mehr aufnehmen. Immer nur Zwischenstationen, die Pflegemütter, die alle so da waren, waren überfordert. Die eigene Mutter hat recht Angst vor der Tochter. Es ist also ein radikaler Film, der auch keinen Ausweg, keine Erlösung bietet. Das ist das besonders Radikale, was im deutschen Film selten ist. Was schade ist, dass der Film ästhetisch nicht so radikal ist, sondern eben doch sehr viele Bilder produziert, die wir so aus dem Fernsehen kennen. Und das ist so schade. Der Film hätte noch viel weiter hinausgehen dürfen, weil er eh inhaltlich schon so schroff ist, dass man sich das auch ästhetisch gewünscht hätte. Aber er hat großartige Schauspieler, dieses junge Mädchen. Man kann eigentlich gar nicht behaupten, dass die das spielt. Das ist eine, das ist sowas von beeindruckend. Ein Mädchen, das, glaube ich, seit dem 5. Lebensjahr Schauspielerin ist. Und sie ist jetzt 11. Sie ist jetzt gerade 11 Jahre alt. Und ich habe sowas selten gewesen. Mich würde mal interessieren, wie sowas überhaupt funktioniert, wie man so etwas einer Elfjährigen erzählen kann, erklären kann oder ob dieses Mädchen vielleicht auch eine ganz besondere Begabung hat, dass sie das intuitiv begreift oder vielleicht auch schon intellektuell begreift. Also das ist schon sehr sehenswert, wenn man mal richtig gutes Schauspiel sehen will, auch die anderen Darsteller, die mit ihr spielen. Und der andere Film von Fatih Akin, Der goldene Handschuh, ist grottenschlecht. Also ist es wirklich eine Katastrophe. Ich weiß auch gar nicht, was aus diesem Regisseur geworden ist. Der hat ja mit Gegen die Wand und Auf der anderen Seite 2 gute Filme gemacht. Aber wenn man sich mittlerweile seine Filmografie ansieht, dann muss man bei den beiden Filmen sagen, ja, was, wie konnte das passieren? Ja, Filmkritikerin hat geschrieben, unerträglich und er trieft vor Frauenhass. Dieser Film will ja, das sagte Fatih Akin, glaube ich, dem Spiegel, Männern zeigen, wie schlimm Gewalt an Frauen ist. Nun muss man sagen, selbst Harvey Weinstein würde natürlich sagen, schlimm, schlimm, was der Fritz Honka da macht. Ja, wir haben ja mit Fritz Honka einen Mann, der sehr deformiert ist im Gesicht, der wirklich... Ja, das war ein real existierender Frauenmörder in den 70er Jahren in Hamburg, der dort in den Spelunken verkehrte und der eigentlich nur zwischen Vollsuff und Schmiersuff ist der Suff, wenn man eigentlich am nächsten Tag nicht mehr kann, aber trotzdem noch weiter trinkt, also zwischen diesen beiden Zuständen changiert und dann immer wieder dort alte, zahnlose Prostituierte abschleppt und dann vergewaltigt, beziehungsweise wenn sie sich nicht benehmen, dann auch ermordet und sie dann zerstückelt in seiner Wohnung, dann verpackt, bis es dann irgendwann so stinkt, dass überall nur noch Gummibäumchen aufgehangen werden und so. Also das ist ein Extrem, wie sowas wahrscheinlich in der Geschichte der Bundesrepublik irgendwie 3-4 Mal vorkommt. Das jetzt irgendwie als Beispiel für toxische Männlichkeit zu nehmen, das ist wirklich, wirklich irre, weil das ein totaler Einzelfall ist. Und dieser Film, tatsächlich würde ich dann so zustimmen, dass er das Ganze ausstellt, ohne dass es eine wirkliche poetische Zugangsweise zu diesen brutalen Morden gibt. Und das ist nämlich das, was der Roman leistet von Heinz Strunk. Der macht tatsächlich aus all diesem Dreck Kunst. Das ist eine Kunstsprache, die er entwickelt hat. Er zeigt auch Figuren, die nicht ihre eigene Sprache sprechen, sondern sich nur noch in Floskeln, in Vulgaritäten und in Schlagertexten ergehen. Und er macht auch aus den Beschreibungen Kunst. Er fragt sich wirklich, kann Kunst sowas leisten, dass selbst dort, wo all dieser Rotz und dieser Schmutz und all das liegt, kann man da sozusagen ein ästhetisches Meisterwerk draus machen. Und Heinz Strunk schafft es. Und
Der Fatih Akin schafft da gar nichts, er stellt es aus. Es ist ein furchtbar unerträglicher Film, sich das anzusehen. Also ich weiß auch nicht, wie sowas überhaupt passieren kann, dass sowas gedreht wird, dass dann nicht, da muss aber irgendeiner noch mal drüber geguckt haben. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Das schockiert mich gerade. Ich bin mit gegen die Wand und auf der anderen Seite, ist kurz mein fünf Lieblingsfilm überhaupt. Und danach, du hast recht, also da kam ja nichts mehr. Wie ist das zu erklären, Hanna? Kannst du auch nicht sagen. Frag mal Fatih, ich weiß nicht. Ja, probiere ich mal. Ich bedanke mich bei dir, Hanna. Das war grandios. Das müssen wir unbedingt nochmal wieder machen. Vielleicht zum nächsten Jahr, Berlinale oder so. Ich bin bei euch gewesen. Da haben wir einen guten Fang gemacht. Ich bedanke mich bei Wolfgang. Wolfgang, die Idee ist uns ja zusammengekommen. Jetzt musst du noch die Frage beantworten, meine letzten Worte. Haben wir denn nicht nur geschaut, sondern auch gesehen heute? Ja, aber sicherlich. Das ist wichtig. Letzten Worte von Hans. Danke, dass ihr da wart und mitgemacht habt und für eure Aufmerksamkeit. Gut, dann muss ich noch sagen, danke Alexander Theiler, danke Jendrik für die Hilfe und der Hinweis nochmal, jemand hat einen Autoschlüssel verloren. Da ist einer. Woher wissen wir das? Was ist das für ein Auto? Mini, ja. Diesel? Ja, herzlichen Glückwunsch. Und der Hinweis, wir bräuchten finanzielle Unterstützung für solche Abende. Die sind nämlich nicht umsonst. Danke dafür. Auf das Jung-Naiv-Konto bitte. We'll be right back.